Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Livestream auf dem Kanal des Huns. Hier sind wir back am Start. GTA Grand RP und mir fällt gerade was ein. Dadurch, dass, wartet mal ganz kurz, Overlay, zackedibum und da ist es schon. Ganz wichtig, Dauerwerbesendung muss ich einblenden, weil ihr wisst, das ist auch eine Promo-Aktion natürlich für Grand RP und das ist wichtig, dass man das auch einblendet, die Dauerwerbesendung. Ja. Muss man natürlich auch dazu sagen. Wir sind natürlich wieder back am Start als Jens. Und Jens Benz wird heute, ich denke mal, wieder ein bisschen Scheiße bauen. Vielleicht treffen wir auf ein paar Leute. Und ihr wisst, wir sind komplett obdachlos. Unser Haus haben wir verloren. Haben aber 1,9 Mille auf der Bank, by the way. Das ist ganz wichtig. Und wir können auch da wieder auch Truhen öffnen. Ich freue mich drauf. Marcel Fischer. Grüß mal bitte alle Pinguine. Grüß mal die Pinguine, natürlich. Von Marcel Fischer und der Chris Erster auf einen geilen Stream. Bist der Beste. Grüße aus Gander... Was? Gander... Kann der Kessé, was ist für, zum ersten Mal, Gruß geht raus. So, wir starten durch, ich muss mich mal wieder an diese Stimme gewöhnen, an diese, Stimme, die wir immer gemacht haben, diese, wie ging nochmal? Wie haben wir die mal gemacht? Ich habe so lange keinen Jens mehr gespielt, das ist zu lang her. Jo, ich bin der Jens, aber doch, so war doch die Stimme irgendwie, ne? Ja, doch so irgendwie, okay, jetzt weiß ich wieder, wie die Jens Stimme ist. So in etwa war das, genau. Ist das nicht Cisco-Server? Ja, da spielen auch ganz viele, ich sag mal, irgendwie spielen da alle GTA-RP-YouTuber auch drauf. Also Cisco, Monte ist ja auch drauf. Die ganzen Leute. Also sogar Monte spielt hier drauf. Aber keine Ahnung, ob wir jemals irgendwie begegnen werden, weil der Server so riesig ist. Ich meine, es ist einer der größten RP-Server, die es gibt weltweit. Es gibt, glaube ich, keinen größeren. Gibt es, glaube ich, nicht. Aber jetzt muss ich mal gucken, weil, muss mein Auto... Alter, guck mal. Toyota Supra, muss los. Mit geiler Lackierung haben wir leider nicht. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Alles gut, mir geht's gut, alles supi. Wobei mein Leben war eh schon komplett auf null gefühlt. Ich muss nur schauen, ich brauche ein Dings. Henry. Henry! Ich möchte einen Blick auf meine Stellplätze. Ich habe keinen Stellplatz gekauft, jawohl. Wie viele? Für 3 Tage, oder? Passt schon. Parken. Und hoffentlich geht die Kiste. Erstmal aufmachen die Kiste. Warte, wie war es nochmal? Kiste aufmachen. Ah, hier. Das Fahrzeug. Ne, nicht verlängern. Ach, nee. Ah, so war das. Und ich habe schon wieder keinen Führerschein. Das war's wieder komplett. Das war's wieder komplett. Ich brauche einen Führerschein. Hm? Ja, moin. Warte, erstmal absperren. Habe ich es entriegelt? Fahrzeug reparieren? Nee. Danke. Wie war das denn nochmal bei Fahrzeugen? Ich bin da komplett lost, weil ich so lang... Wisst ihr, das Problem ist, wenn ihr die ganze Zeit RLU spielt? Ah, mit L. So. Wenn ihr die ganze Zeit RLU spielt, ist es ganz anders. Wenn man irgendwie auf einem anderen Server zockt, dann ist halt alles automatisch ganz strange. Aber ich schau mal, dass ich Richtung... Ach du Scheiße. Richtung Ding komme, Richtung Führerscheinstelle. Die müsste hier unten irgendwo sein, eh gleich. Hier ist er, da müssen wir hin. Dann melden wir mal hin auf Ehrenbruderbasis. Und ich muss hier echt aufpassen, wenn ich hier über die Straße gehe. Hier ist wirklich Verkehr. Ich habe gerade gesehen, der Motorradfahrer hat hier gerade weggefetzt. Ja komm, wir gehen mal rüber. Also, oder wir holen uns ein Taxi. Warte, ich rufe mal ein Taxi. Ich rufe mal ein Taxi an. So ist es. Warte mal, erstmal gucken, ob ich irgendwie ein Taxi bekomme. Taxi, Taxi, Taxi. Kostet das überhaupt was, wenn ich jetzt ein Taxi rufe? Ich habe keine Ahnung, ich rufe mal an. Brauche ein... Taxi muss. Schauen wir mal. Na, hoffentlich kommt wer als Taxifahrer. Wir können hoffen. So, Andel die Ente. Moin, kannst du mich noch. Kennst du mich noch und kannst mich grüßen? Andel die Ente grüßt natürlich. Stoneman hat auch vorhin geschrieben: Abend, geht's dir heute auch wieder gut? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir ja, auch, ja, Stoneman. Haben Sie vielleicht einen Benzinkanister für mich? Ey, Entschuldigung, Benzinkanister sehe ich sehr aus. Ich brauche gerade, bis der Taxi kommt. Ich habe nie mein Auto gerade. Achso, ja, nee. Wir brauchen einen Benzinkanister gerade, bis irgendwo aufgeschwemmt. Mein Auto steht hinten auf der Straße. Ja, wo steht es denn? Ganz hinten am Hotel. Am Hotel? Ja gut, ja, da komme ich jetzt nicht hin. Warum rufst du nicht einfach Taxi an? Der soll dir so einen Benzinkanister bringen oder rufst du einfach Abschlepper oder sowas? Oh, die fahren hier aber. Fahren aber echt schlimm. Ja, bist du denn? Ja, ich wurde heute schon angefahren. Bin ich heute schon über ein Ding gegangen, über den Zebrastreifen und bin schon der erste angefahren, du. Ich glaube mir aber auch keiner, ne? Frischen Rucksack hast du, der.
Den ersten. Bin hier neu. Ach, den ersten? Ja. Oh, warte mal, wenn du neu bist, warte mal, ich kann mal gucken. Was habe ich hier für ja, dich? Ich habe 100 Dollar gerade. Ja, pass mal auf, so. Kriegst einen Schlagstock von mir. Vielleicht kannst du ihn gebrauchen später noch. Woher hast du den Schlagstock? Ja, hab ich mal geschenkt bekommen von jemandem. Der hat mir mal so gesteckt. Hab mir gedacht, ich brauche den nicht. Ich hab große Waffeleisen eingesteckt, weißt du? Wenn mal was ist, dann greife ich direkt zur großen Waffe. Direkt mit dem Maschinengewehr. Ja, sehr gut. Ja, die alten Männer müssen uns da so ein bisschen einkriegen, ne? Oh, ich dachte, das ist aber echtes Chaos hier, du. Ich stehe hier seit 2 Minuten und die Leute fahren. Ist ja nicht so. Normalerweise nicht? Nee. So, okay. Oh ne, muss man hier ein bisschen warten. Ja, ich habe jedenfalls ein Taxi gerufen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob da jetzt eins kommt. Ich meine, gerufen habe ich eins. Boah, die fahren echt wie die Verrückten. Ja, da würde ich schon fast ein Lotto drauf erwarten, dass die Versicherung heute irgendwie ein Sonderangebot hat hier. Ja, sag mal, da kommt aber keiner gerade. Jetzt habe ich angerufen. Sag mal, rufen die zurück? Weißt du das, wenn ich so ein Taxi rufe? Ruft der zurück oder was ist da los? Ich glaube, du kannst die Taxis anrufen, also kannst du herbestellen. Ja, ich habe schon sehr bestellt, aber da kommt keiner. Ich habe sogar angegeben, dass soll mal herkommen hier. Aber da kommt gerade keiner. Weil jedes Mal, ich habe mal ein Taxi gerufen, der war in 2 Minuten da. Mal schauen, vielleicht ist hier irgendwo ein Taxifahrer. Ah, da, Taxi! Hallo! Ach du Scheiße, du brauchst nur ein Taxi. Ich würde hier aufpassen auf den Straßen. Ja, nee, wenn ich angefahren wäre, ist es eh aus mit meinem Leben, ne? Ich bin da so ein bisschen, wissen Sie, ich bin da so ein bisschen einer, der riskiert mal ein bisschen was. Man muss ja auch ein bisschen was riskieren. Man hier auf so einer Verkehrsinsel stehen, ist ganz schön riskant, ne? Aber ich meine, wenn man schon ein Taxi braucht. Ja, kein Taxi. Oh, die fliegen ja hier halb, du. Haben Sie kein Auto? Weil hinten ist ein Parkplatz. Ja, ich habe ein Auto, ich habe keinen Führerschein. Ach, hast du einen Führerschein? Ja, ich habe einen Führerschein. Ach so, ja, komm, dann fahr du mit beim Auto, sag mal. Ja, da kommen wir nicht gleich auf die Idee, du. Ich glaube nicht, dass es geht. Wir haben doch gleich auf die Idee gekommen. Hast mir gesagt, du hast einen Führerschein, dann hätten wir das gleich gemacht, du. Der hat ja einen Führerschein. Steckt nicht so weit. Jo, pass mal auf. Das ist mein Auto? Ja, der Herr, ich glaube nicht, dass es geht. Ich bin nicht Besitzer des Autos. Du kannst ja mal probieren, ich glaube nicht. Achso, wir müssen es mal probieren, du. Steigen Sie mal rein. Jo, schauen wir mal, ob es geht, ne? So. Kriegst du den Motor an oder nicht? Das geht nicht. Nee, oh, geht nicht. Ich bin nicht Eigentümer des Fahrzeugs. Oh ja, ich kann dir mal einen Schlüssel übergeben, ne? Noch so ein Dreck. Jo, ne, sonst muss ich hier Ding rufen, der Taxi. Ja, dann rufen Sie lieber ein Taxi. Ja, weil sonst hätte ich das. Ich kann dich ja mitnehmen. Dann zahlen wir nie so viel. Man zahlt ja, ja eh immer gleich. Ich bin Jens Herr Benz. Wie heißen Sie? Ich bin Ralf Rollo. Ralf Rollo? Ja. Ach so, gut. Sind Sie verwandt mit einem Rollkragenpulli oder was? Mit wem? Ja, Rollkragenpulli. Kennen Sie nicht Herr Rollkragenpulli? Nee, nicht, dass ich. Der Erfinder vom Rollkragen, natürlich, wir müssen Sie doch kennen. Ach so. Ja, der hat den Rollkragenpulli erfunden, der Herr Rollkragen. Ja, also Rollkragenpulli. Von der Familie Rollkragen, wohl bemerkt. Und der hat sich ja dann umbenennen lassen, den Rollkragenpulli. Also den erfunden hat, ne? Jo, kommt auch aus Bayern. Soll ich mir mal gucken, du, sag mal. Also Toxi kommt keins, das können wir gleich mal zu Fuß dorthin laufen, wenn dir keiner kommt. Oh, ich dachte, dieses. Boah, das ist brandgefährlich, wenn wir hier drüber gehen. Das ist brandgefährlich. Ich trau mich gar nicht gehen, du. Oh, schau mal. Ich gehe jetzt mal ganz normal auf die Straße. Nicht rennen. Nicht rennen, weil sonst stolpert man nur und dann gehen wir erst ins Auto rein. Okay, wir mal links, rechts. Schau mal, da kommt einer. Oh, pass auf, du. Och, du Scheiße, pass auf. Och, das gibt's ja gar nicht. Schau mal, der hat rot gehabt. Das wär beinahe schief gegangen. Boah, das war beinahe auf die. Oh, sag doch, aber man muss auch vielleicht ein bisschen langsamer gehen. Wäre ich schneller gegangen, ne? Vielleicht hätte mich überfahren, man weiß es nicht. So, wo ist jetzt. So, ich rufe jetzt mal das Taxi an, das kann's ja nicht sein, du. Hier ist ein Taxi. Oh, Taxi! Ja, gut, da steigen wir aber auch ein mit dir. Boah, die fahren alle vorbei, du. Was gibt's? Brauchen Sie irgendwelche Hilfe, weil Sie hier am Straßen. Ja, nee, ich wurde auf mein Taxi, aber da kommt kein Taxi. So, okay. Sind Sie Taxifahrer?
Ich war mal Taxifahrer, aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld, jetzt bin ich keiner mehr. Achso, ja. Achso, Sie meinen, Sie Taxifahrer schlecht bezahlt werden, okay. Ja, vielleicht kommt deshalb kein Taxifahrer. Das ist natürlich der Grund sein, warum keiner kommt, aber da sind jetzt 5 Taxis an uns vorbeigefahren und keiner war mein Taxifahrer, den ich gebucht habe. Ich buche sonst noch mal ein, warte mal. Ja, ich gebe Ihnen einen Tipp, beim Taxi brauchen Sie keinen Text dazu schreiben oder irgendwas, nur Punkte, so, weil die lesen sich das eh nicht durch. Ja, warte, der. Oh, warte mal. Oh, ihr hat jetzt angenommen. Oh, jetzt geht's doch. Warte, jetzt muss ich abheben. Günther? Günther, hallo? Doch, wird schon passen, du. Jetzt habe ich einen gerufen, jetzt hat wer endlich mal angenommen, du. Jens, willst du ansonsten meine Nummer einfach haben? Ja, nee, wir fahren jetzt zusammen dorthin. Ich habe jetzt schon Taxi gerufen, ist kein Problem, der kommt jetzt gleich. Ich habe kein Geld für Taxi. Jo, nee, ich zahle das, kein Problem, hab genug dabei. Ja, ist der denn nicht ein Rumpel von dir oder was? Guten Tag, die Herren. Guten Tag, was ist los mit dir? Wollen Sie Samen kaufen? Sehe ich ja aus. Wieso so, wollen Sie Samen kaufen? Ja, Sie sehen so aus, als ob Sie Samen kaufen wollen. Oh nee, sehe ich so aus, oder was, nur ich ein alter Knacker bin? Glaubst du, ich spring sie mir im Bett, oder ja, was? Ja, komm, die kann man doch gut weiter. Ja, komm, sie zu, dich Land gewinnst, komm. Ach komm, Samen, guter Preis. Was für... Nee, komm, jetzt hier ab. Wir warten ganz normal auf ein Taxi und du ziehst jetzt ab hier. Komm. Okay, alles gut. Ich brauch keine Samen von dir, komm. Ich soll die alle verkaufen, deswegen. Nee, ich brauch keine, jemand komm, verzieh dich. Irgendwie. Nee, ich kauf die okay. Nicht, komm. Verzieh dich jetzt. Unglaubliches Gesindel hier, du, sag mal. So ein Gesindel hier, komm einfach vor und frag, ob er Samen kaufen will. Doch nicht mal was für Samen, einfach hier wie Samen verkaufen. So, jetzt müsste aber der Taxi vorgelegt kommen, du. Weil der hat jetzt angenommen. Ah, da kommt er schon, guck mal, hier ist er. Du kannst schon mal Hände schütteln. Ja, tu mal Hände schütteln. Guten Tag, ja, wir brauchen das Taxi, okay. Bitte. Guten Tag. Boah, das ist aber teuer, das Taxi. So, wir müssen einmal bitte zur Führerscheinstelle. Der Herr, man hört sie ganz schlecht, also wenn sie gerade reden, man hört sich ganz schlecht. Vielleicht ist auch ein Ohrbox, die ich mir gekauft habe. Der könnte auch sein. Ist so besser? Ja, viel besser. Dankeschön, der Herr. Vielen Dank. Sag mal, fahren Sie hier alle so komisch? Das hören wir wieder nicht, sag mal. Die ist ganz komisch, der Typ. War ganz halt komischer. Guck mal, wie die hier fahren, Alter. Das ist das. Ey, das ist das reine Chaos. Und das liebe ich irgendwie. Einfach mal der reine Chaos. So, Kandal 07. Was fährst du für ein Auto? Also, heute werden wir ein. Meinst du in Real Life oder hier? Weil heute werden wir ein E46 hier fahren. Ich habe hier auch noch andere Autos. Noel Haixion. Bin hier Zuschauer. Allererste Spende. Schöne Grüße aus Vorarlberg. Schön, dass vielen Dankeschön. SK36 Haixion, ich mag die. Bleib wie du bist. Beste Hund, Dankeschön. Und Fabian Friedrich noch mit 1 Euro. Gruß geht auch raus an dich. So, Dominik schreibt, kannst du morgen bitte wieder live gehen? Weiß noch nicht, Dominik. Mal gucken. Wobei, morgen eher nicht. Morgen habe ich ein bisschen was zu tun. Ja. Jo, perfekt. So, wie Thomas, das ist das erste Mal, dass ich hier mitfahre. Muss ich ja ein Taxameter was zahlen? Das wird automatisch aufgebucht. Wird automatisch, kann ich hier aussteigen. Oh, das ist aber high professional hier, du. Also war's das schon. Haben wir alles fertig, gut. Und Rechnung kriege ich dann nach Hause geschickt, ne? Ja. Jo, das Problem ist nämlich, ich bin Penne, ich lebe unter Müllkippe. Aber dankeschön. So geht's mir auch. Och nee, hier ist ja alles vorgestellt. Du, stehen hier die Airplane-Roller da überall hin. So, jetzt machen wir mal die Führerscheinstelle hier fertig. Ich habe einen Rucksack dabei, nur siehst du den nicht. Ich habe so einen Spezialrucksack. Ich habe riesengroße Hosentaschen, weißt du? Krieg ich alles rein, was ich will. Okay. Oh, warte mal, wie startet man nochmal einen Motor? Kannst du einsteigen hier? Ja, komm, steig mit ein, guck mal, ob das funktioniert. So, ich muss den Motor wieder starten. Ich bin schon lange mehr Auto gefahren, du. Oh, wo mach ich den Motor an, du? Das ist der Sound, oh, das muss ich hier mal gucken, du. Oh, den Motor? Motor mache ich hier an. Mit dem STRG-Muskel. Dankeschön. Ich weiß nicht, was schon lange mehr hier.
Die haben mir den Führerschein abgenommen. Ja, doch ein Grund warum, ne? Oh, ich sag dir, das ist was hier. Ganze Prüfung wieder neu machen. Warte, die schnell dürfen wir hier fahren? Ja, sie dürfen nicht über 100. Oh, alles, was über 100 ist, ist dann nicht gut. Okay, verstehe. Ja. Ja, muss ich mal gucken, ne? Warte mal, wenn wir das schon machen, machen wir das hier mit Stil. Warte, geht das hier? Ja, klar geht das hier. Komm, da fahren wir wenigstens mit Stil hier. So, einmal runter mit dem Deckel und geht schon. So, jetzt anschnallen auch noch, weil jetzt wird's spannend. Jetzt fahren wir mit die 100 hier. Den Tempomat habe ich auch noch nicht gefunden, du. Wissen Sie, wo der scheiß Tempomat ist? An dem scheiß Haus. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh ja, du heilige Scheiße, du. Oh, du heilige Scheiße. Oh, ich wollte eigentlich nur den Tempomaten suchen, jetzt bin ich schwimmen gegangen, du. Ja, aber nicht schlecht, ich wollte mich heute noch waschen gehen. Weißt du, da wo ich gerade lebe, da kann man sich nicht waschen. Von dem her ist das gerade eh, wissen Sie, ich bin ob... Och, jetzt... Och, nee. Oh, ja. Alter, wie schnell der abgezogen hat! Wisst ihr, was das geil ist? Wisst ihr, was das geil ist? Ich bin mir 100% sicher, ja, dass das ein Stream-Sniper war. Aber ich muss auch sagen, auf diesem Server entstehen die lustigsten Sachen. Weil hier ist nicht Serious RP, hier hast du einfach Spaß. Und ich finde das trotzdem immer lustig, dass mir einfach Bus bei der Fahrprüfung entgegenkommt und ich einfach da unten sitze und einfach abbrecke, weil ich keine Luft mehr kriege. Also ich hätte natürlich viel früher aussteigen können, aber das war dann doch etwas zu spät. So, ich habe noch 5 Sekunden für meine Miete übrig. Was? Ich habe doch gar nichts gemietet. Ich habe die... Was? Ich habe doch nichts gemietet. Benachrichtigt, du hast die Prüfung nicht bestanden. Ach so, ach das meint er. Ja, die Prüfung wird hier in $500 weg, ne? Oh mein Gott. Ich zock erstmal 60 Minuten und trinke erstmal ab, aber so ist das. Warte, komme ich hier überhaupt raus? Ich muss hier irgendwas kaufen, ne? Dass ich mir... Ja, ja. Ah, ich muss mich, schau mal, meine HP gehen dann wieder hoch. Also ich schau mir mal kurz das Krankenhaus an, das ist ja riesig, Alter. Das Krankenhaus hier ist ja riesig. Uiuiui, ui, ui, guten Tag. Ja, 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 alles klar. Trotzdem, die kommst vorbei, ne? Wo denn? Da hinten Felix. Da, Moment, muss man mit die Hände schütteln. Ah, boah, der Felix! Jo, ich bin der Felix, hallo, da bin ich! Ich war auf dem Dach. Was willst du? Ich wollte nur bei dir sein. Ach so, Felix, ach, Entschuldigung, ich höre schon ganz schlecht. Hat Felix gesagt. Hat der jetzt Felix gesagt, oder hat der... Hä? Hat er jetzt Jens oder Felix gesagt? Ich hab das nicht gehört. Er hat Felix gesagt. Ach so, okay, danke schön, vielen Dank. Und ich crash schon raus, Alter. Ich crash einfach raus. Es fängt gut an. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube fast, dass es irgend so ein Mod-Menü gibt auf Rage, wo du mitten raus crashen kannst. Weil es fühlt sich nicht so an, als wäre das so ein Game-Crash oder sowas. Das fühlt sich halt an, als würde mir das Game mit dem Mod-Menü crashen jedes Mal. Ganz schlimm. Habe ich aber nur auf dem Server, sonst nirgends. Weißt du, manchmal kann ich hier spielen über eine Stunde, 2 Stunden und manchmal kann ich hier 16 Minuten spielen und ich crash einfach raus. Aber gut, dann gehen wir wieder rein. Wir hatten hier gerade 50 Euro aus der Tech, Louis. Hab heute Geburtstag und schaue entspannt dein Stream. Kuss geht raus, Tech, Louis. Ja, heute geht's hier runter und drüber. Ich werde rausgecrashed, ich werde gestreamsniped. Ich fall mit meinem kompletten Auto bei der Fahrprüfung gleich in den nächsten Fluss rein. Perfekt, besser kann's nicht gehen. Tech Louis Kuss geht raus, 50 Euro Data hier, so wir werden jetzt aber mal rejoinen. Einmal rejoinen, also nicht so schlimm. Aber perfekter Start in den Stream, oder? Weißt du, zuerst direkt gestreamsniped werden von einem Bus und dann direkt wird das Game gecrashed. Das ist auf jeden Fall geil. Richtig geil. Aber wisst ihr, was lustig wäre, wenn wir hier Karl-Heinz spielen würden? Das wäre irgendwie lustig. So richtig die Leute ans Bein pissen. Fabian Friedrich, danke auch für eine Eurone. Mr. Aimbot, Arvind, mach mal einen Bankraub. Würde mal interessieren, wie das auf dem Server geht. Gönn dir einen Red Bull auf den Nacken. Ja, ich habe keine Ahnung, wie hier Bankraub funktioniert. Ich müsste mich mit einer Gang anschließen oder so, glaube ich.
Relife, 7 Euro war meine erste Spende. Kann also 7 Kuss geht raus. Auf Relife bezogen. Uno BMW. Uno BMW. So, ich join gerade rein, Leute. So, letzter Aufenthaltsort. Wird reingeschallert. So. Nee, habe ich leider keine Ahnung, denn ich bin gerade eben erst aus einem psychologischen Gutachten raus. Oh, wärst du so lieb und könntest einen Funkspruch machen? Aber die haben ein riesengroßes Krankenhaus. Nee, das ist halt wirklich riesig. Also ich glaube auch teilweise, dass die so Custom-MLOs sich anfertigen lassen, die halt Geld kosten. Hallo? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Oh, ja, nee, ich muss hier ein bisschen verweilen. Ich bin ja gerade mit dem Autounfall hierher gekommen. Ja. Ich glaube, ich sollte eher auf mein Zimmer gehen, ne? Das, ja, könnten Sie sich vielleicht ein bisschen ausruhen. Ansonsten, wenn Sie Schmerzen haben? Ja, nee, ich habe schon ein bisschen Schmerzen, aber ich habe jetzt keinen Doktor gesehen, der mir geholfen hat. Ja, ist gut. Wollen Sie vielleicht mal in mein Zimmer kommen? Oh, nee. Freue ich mich schon. Jo, nee, ich dachte, Sie sind. Sind Sie kein Arzt? Kann vielleicht einer von euch dreien mal schnell den MD-Wagen vom Heim. Oh, der Kollege macht das, okay. Das geht doch bestimmt. Ja, wo ist denn der Herr Kollege? Wer ist denn das, der Kollege, der mir doch hilft? Herr Ruppe! Wo ist denn der Herr Kollege, sag mal? Einer ist gerade leider weg. Vielleicht oh, der ist weg. Der Berge. Okay. Ja, nee, ich geh so mal in mein Zimmer. Herr Rumpel, ich hätte eine Frage. Verpiss dich, du Enzo, das kriegst du eigentlich auf den Deckel. Wer auch immer dieser scheiß Herr Rumpel ist, aber sehe ich aus wie ein Herr Rumpel oder was? Jetzt wird's aber hier langsam. Jetzt sitzt hier aber langsam. Oh, jetzt geht mir aber gleich einer flottern, du. Ja, aber komm, wenn er mich mit der Rumpe anspricht, dann komm ich aber auch raus aus der Haut hier. Dann komm ich aber raus, du. Mir ist der Stream-Sniping. Nee, ich schau mir gerade das komplette Krankenhaus an. Das interessiert mich gerade echt, wie riesig das hier ist. Was macht der, Herr Reed? Ich fühle mich beschissen, ich möchte... Okay, was macht er denn? Ja, okay, Behandlung. Ich habe die Behandlung. Ach so, okay. Mhm. Und jetzt muss ich mich hier irgendwo hinstellen in den Raum oder so. Und dann werde ich wieder hochgedingst. Das ist der Sound of ich. Ja gut, wir müssen uns hier ein bisschen ausruhen, glaube ich, im Zimmer. Haben wir wieder toll hinbekommen an dieser Stelle. Ja, aber ich hab, die HP geht ein bisschen hoch, glaube ich, ne? Es dauert halt ein bisschen. Ja, jetzt geht's hoch. Wir müssen uns ein bisschen ausruhen. Aha, da ist gerade ein. Das ist gerade für Unsichtbares neben mir. Oh, den höre ich nicht. Das wird jemand unter Level 3 sein, weil den kann ich nicht hören, Leute. Aber irgendein Stream-Sniper. Lass mir den mal neben uns stehen. Lass mir den einfach neben uns stehen. Hm. Hallo, der Herr? Ach nee. Hallo, der Herr? Was ist los mit dir? Was bist du in meinem Zimmer? Hast du keine Manieren genossen? Komm. Ey, sie kommen mir bekannt vor. Ich kenne sie ja irgendwoher. Der Herr, hallo? Ich kenne sie ja irgendwoher. Komm, jetzt verpiss dich aus meinem Raum, sonst rufe ich die Polizei. Ja. Ich kenne sie ja von dir irgendwoher. Ja, ihre Stimme kommt mir immer bekannt vor. Ach, sie kenne ich von... Ach, sie kenne ich von irgendwoher. Hundertprozentig, ja, also doch. Ja doch, ich kenne sie ja von irgendwoher. Ich habe sie zwar noch nie gesehen, aber ich kenne sie ja von irgendwoher. Von irgendwoher kenne ich sie doch. Ja, genau, von irgendwoher kenne ich sie doch. Sie sind ja der von, der mit der, von irgendwoher sind sie doch, ne? Ja. Der Herr, hallo? Der Herr, können Sie mich hören? Der Herr, ich höre Sie ganz schlecht. Ich kenne Sie von irgendwoher, wollte ich Ihnen sagen. Der Herr, man hört mich doppelt durch Ihr Headset durch. Was machen Sie denn gerade? Nix. Ja, warum nehmen Sie mich hier gerade auf? Das ist gegen den Datenschutz, was Sie hier gerade machen. Komm raus aus meinem Zimmer. Nö, 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 nö.
Nö, nö, stopp, stopp, bleib hier. Jo, dann soll ich meinen Staubsauger aus dem Schrank raus und dann saug ich ihn das letzte Stückchen Blut aus dem Kopf. Suchen Sie eine Familie, suchen Sie eine Familie. Ich suche keine Familie und jetzt verpissen Sie sich aus meinem Raum. Ich muss mich gerade beruhigen da drin, ich hatte gerade einen Verkehrsunfall. Und Sie kommen rein und sagen zu mir, der Herr, ich kenne Sie ja von irgendwoher. Sind Sie nicht der? Ich habe Sie noch nie in meinem gottverdammten Scheißleben gesehen und Sie gehen jetzt raus. Ich bin nämlich gerade richtig angepisst. Mir ist ein scheißblöder Busfahrer gerade in die Fresse gefahren. Ich wollte gerade meinen Führerschein machen. Wissen Sie, wie streng und anstrengend das ist? Hallo, und jetzt brennt noch die ganze Stadt nieder. Komm, Sie gehen jetzt raus aus meinem Zimmer oder es hackert gleich durch das ganze scheiß Krankenhaus durch, dass ich Ihnen gleich eine runterwatsche, dass das Ganze bis morgen noch durchschallert und jetzt will ich sehen, dass ich durch diese blöde Tür gehe und nie wieder in diesen Raum reinkomme. Sie gehen jetzt raus. Ihnen muss man noch Manieren beibringen, sonst paniere ich Sie bis von vorne bis hinten. Komm, Sie gehen jetzt. Nichts der Herr, Sie gehen jetzt. Der Herr, ich kenne Sie von irgendwoher. Komm, gehen Sie von der Tür. Verpissen Sie sich aus meinem Raum. Gehen Sie aus meinem Raum raus. Ich muss mich hier beruhigen. Sie gehen aus meinem Raum. Sie gehen aus meinem Raum. Verstehen Sie mich nicht? Hören Sie mal zu, Sie gehen jetzt aus meinem Raum raus, ja? Oder ich rufe die Polizei und sie wird Sie 50 Monate einknasten für irgendeine Scheiße, die Sie mal gemacht haben. Ich habe gute Kontakte. Ich habe sehr gute Kontakte. Und Sie gehen jetzt. Ja, ja. Sie geht nichts, ja, ja. Sie gehen jetzt raus. Sie hören mir jetzt. Push, da steht's. Push, raus aus dem Zimmer. Verstehen Sie nicht, raus aus dem Zimmer? So, jetzt rufe ich die Polizei, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht nicht, jetzt schallt es aber Karton hier. Komm, so, guck mal, da steht YouTube drauf, ne? Die haben da, glaube ich, gerade einen Stream angemacht. Was für ein Stream? Wenn du noch einmal was darüber sagst. Ich sag dir, ich schaller dir jetzt eine rein. Du gehst raus oder ich schaller dir eine. Komm, schaller sie mir eine rein. Ja, komm, jetzt reicht's mir so. So ein Stück Scheiße, du. So ein Stück Scheiße, keine Manieren. Weißt du, noch nicht mal im Stimmbruch drin. Weißt du, 25 Jahre alt, noch kein Stimmbruch und schon so ein Rowdy. Komm jetzt raus. Komm, geh. Ja, komm. Abflug jetzt, ja, komm. Schon raus, Alter. Ja, komm raus da jetzt. Unglaublich. Kann man nicht mal seine Ruhe im Krankenhaus haben, du. Ich ruf gleich hier die Frau Dr. Reed, dann kommt die vorbei und dann schallert die dir mein Milchshake über den Fresse, du. Ich darf ihn nicht schlagen, weil wir in der Green Zone sind, seht ihr oben rechts. In der Green Zone darfst du keine Gewalt anwenden. Ich meine, ich könnte machen einfach, aber ich mach's jetzt nicht. Ich hab gerade rausgeekelt. Da wird der Jens sauer, ja? Da wird der Jens richtig sauer. So, jetzt sind wir aber gleich hochgeil, dann kommen wir endlich hier raus, Alter. Aber diese Stream-Sniper, ne? Richtig schlimm. Oh, da wurde ein Admin-Knast gesteckt. Ah, Stream-Sniping, ja, da wurde gerade... Ich glaube, das war der. Ich glaube, der wurde gerade in den Knast... Ja, ich meine, ich glaube, es ist eh irgendwer da, der drüber schaut. Aber ich report das nicht. Aber so muss ich den ganzen Stream über reporten. Aber ich glaube, der wurde schon abgeführt. Der nächste kommt. Guten Tag. Das machen Sie in meinem Raum. Ja, Gott sei Dank kann ich Sie nicht hören. So, was gehe ich dann einfach da raus, du. So, dann gehen wir mal raus. Leichenschauhaus. Eieiei. Etage 1 muss man, glaube ich, ne? Das ist der Sound auf die Spende. Ich glaube, wir müssen Etage 1. Ja, Krankenhaus verlassen. Haupteingang. Ja, wir sind draußen. Boah, ist was los. Du Opfer. Und Dankeschön für den Burger, ne? Ja, ich bin nicht so ein Geringverdiener wie du. Tschüss, du und Sohn. Das kleine Kind! Das kleine Kind da gerade, oh nee! Oh nee, das hätte ich nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Hey, was? Hey, hallo? Oh, hallo? Oh, da bist du ja! Ah, sind Sie auch im Krankenhaus gewesen? Hey, was bin ich gewesen? Sind Sie auch im Krankenhaus gewesen? Ja, natürlich war ich im Krankenhaus. Ich war auch gerade im Krankenhaus. Ach so, ja. Bist du auch untergegangen mitunter oder was? Nee, ich war nur verletzt. Also verletzt warst du, ja? Ja, ich hab da drin gerade so irgend so einen Typen zur Sau gemacht im Krankenhaus. Der ist in mein Zimmer reingekommen. Und hat er übelst die Scheiße gebaut. Ich bin so ausgeflippt da drin. Was hab ich hier gehört? Ja, Durchfall.
Können Sie mal ein bisschen Abstand halten? Können Sie mir Jens, wenn du willst, können wir uns die Nummern austauschen, falls wir uns mal wieder sehen. Oder wenn wir uns nicht mehr sehen. Wenn Sie wollen, natürlich. Und wir gehen mal ein bisschen hier weg, hier ist mit so viel los. Ist unglaublich, du. Ist die ganzen Leute hier, oder warum? Ist das eine ganze Gang hier, oder was uns gerade verfolgt? Genau. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Gangs, ne? Ja, es ist eine Gang. Ich glaube, wir sollten vielleicht aufpassen. Ja, aber wir müssen da richtig aufpassen. Guck mal. Die hat sich Scheiß ins Gesicht geschmiert. Du musst ja aufpassen. Guck mal. Achso, das ist Schminke. Ja. Entschuldigung. So, seid ihr erst. Sag mal, gucken Sie mal Ihre Fettglaube an. Was habe ich denn? Bitte, was habe ich? Wieso beleidigen Sie mich, ey? Warum fahren Sie mit Ihren Fettfingern in mein Auge rein? So, was soll denn das? Sag mal, guck mal Ihre Fettfresse, Junge. Sie Dinger in deiner Robbe. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat, aber hier haben wir mal ganz, der hat gewaltig aneinander klatscht. So muss ich wieder zu der scheiß Führerschein stelle. Brauche wieder ein scheiß Taxi. Jetzt rufe ich mal ein Taxi an, du. So. Wir wollen Taxi anrufen und Geld vorausgeben, schon gleich drauf. Ey, du, da jetzt. Ja. Ganz schlimm. Was? Suche Treiber. Komm, geh mal. Da steht ey, Suche Treiber. Ihr seht das jetzt nicht, aber da steht Suche Treiber. Was wollt ihr denn von mir? Als Mal gefunden, Alter. Wie die sich da alle so gegenseitig beleidigen. Es ist so schlimm. Hallo? Großvater. Wer hat mich gerade Großvater genannt? Wieso fühlen Sie sich angesprochen? Weil ich der Einzige hier bin, der graue Haare hat. Deshalb bin ich der Einzige, der das zu mir sagt. Ja, also sind Sie doch nicht neidisch. Was machen die da? Ah, ja, was machen die Versammlung? Ich kann Sie mitnehmen zum Autoführerschein. Nee, ich habe jetzt schon ein Taxi gerufen. Keiner muss mich mitbringen. Aber mein Auto ist schneller. Nee, ist mir egal. Ich habe jetzt ein Taxi gerufen. Ich steige nicht bei Fremden ein, die kenne ich nicht. Ah, okay. Wer weiß, vielleicht haben Sie noch eine Leiche irgendwo drin. Ich hoffe, was Gutes für Sie. Sag mal, haben wir heute hier irgendwie was Mobbing von alten Menschen oder was? Ist das jetzt ein neuer Trend geworden, alte Menschen zu mobben oder wie? Och, Biest, der Bach, das gibt's doch gar nicht. Ich frag mich echt, was mit der Jugend von heute los ist. Also, ihr habt ja alle einen in der Klatsche gefühlt. Der Einzige, der hier keinen in der Klatsche hat, ist der Herr daneben hier. Das war der Einzige, der zu mir normal hingekommen ist und gar so mal geredet hat. Aber ihr habt ja alle einen in der Klatsche, du. Ja, müssen wir mal gucken, du. Es kommt jetzt hier mal eine. Im Taxi oder? Ja, schon. Oh, da ist ja ein bisschen was los, du, verkehrstechnisch. Warum sind jetzt, denke ich, so viele Leute? Weiß ich auch nicht, du. Ehrlich gesagt auch. Ich glaube, die wollen hier alte Menschen mobben, habe ich das Gefühl. Mobbing von alten Menschen. Was für hier für Großversammlung? Alter, Steven Cooper! Runter, bitte. Kannst du Tim und Henry grüßen? Der Server ist zum Totlachen. Deiner ist besser, den kannst du wenigstens in Ruhe Rubbellose kaufen. Ja, das stimmt. Also hier habe ich nicht meine Ruhe, aber hier entstehen lustige Clips. Also hier habe ich das, was ich auf RLO nicht habe. Hier kann ich Scheiße bauen. Auf RLO kann ich keine Scheiße bauen. Gut, doch, wir fahren jetzt irgendwie hier zur Führerschein. Oh, passt schon. Bitte einmal zur Führerscheinstelle, der Herr. Wohin jetzt? Warum sind hier so... Warum Führerscheinstelle, bitte. Ich weiß nicht. Also, ja, da sitzt der, also der hinten links sollte nicht drin sitzen, aber der sitzt jetzt halt drin. Bitte fragen Sie sich nicht, warum hier so viele Leute sind. Passiert. Ich zahle, keine Ahnung. Okay, weil ich bin als erstes eingestiegen. Jo, nee, passt. Und seht ihr, wie die gerade alle weggebannt werden? Seht ihr das? Sitzen, die werden alle gerade weggesteckt. Merkt ihr es? Habt ihr gerade gesehen, wie die weggepufft ist? Admin-Knast. Ja. Grund-Stream-Sniping. Kuss geht raus an den Admin. Also jetzt noch aufhören. Dann fahren Sie hier hin. Okay. Dankeschön. Oh, endlich. Und jetzt wird mein Game wieder gecrashed, glaube ich. Natürlich. Schon das 10. Mal crasht mir das Game jetzt wieder weg. Ey, das ist halt, ey, wie soll ich denn so spielen, wenn mir die ganze Zeit mein Game weggecrashed wird? Weil das ist 100%, ich habe nämlich alles heute neu aufgesetzt. Das kann gar nicht von mir sein. Ich habe alles neu aufgesetzt. Alles. Mir wird die ganze Zeit mein Game weggecrashed. Also irgendein Spieler, ich erstmal irgendein Mod-Menü-Typ. Geht immer auf meinen Account und crasht mich weg oder so. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich immer weg bin. Weil ich hab ja letztes Mal auch gespielt. Wobei mir ist das schon einmal passiert, da hat mich auch wieder zweimal weggecrashed. Einfach so. Und sonst habe ich 2 Stunden durchgespielt hier. Lustig ist, wenn ich hier nicht drauf streame, zocke ich hier 5 Stunden durch. Passiert gar nichts.
Kaum streame ich, 10.000 Leute an meiner Kette und mein Game wird immer gecrashed. Ganz schlimm. Crash-RP heute. Aber wir zocken trotzdem weiter, mir ist das egal. Ist trotzdem lustig. Es geht ja trotzdem um den Fun, den wir haben. Um nichts anderes. Es muss unterhalten sein, es muss lustig sein. Auch wenn mein Game heute vielleicht noch 5-mal weggecrashed wird, aber das halten wir schon aus. Aber das ist halt, wenn du auf so einen riesen Server spielst, ist halt natürlich, ne? Öffentlicher Server, ist halt Chaos ohne Ende. Aber es hat halt, es macht halt, wie gesagt, in dem Fall Spaß, weil halt so viel Scheiße teilweise passiert, die halt sonst nicht passiert. Muss ich das hier komplett neu starten anscheinend? Jawohl. Aber das ist nervig, dieses dauerhafte Neustarten, weil immer das Game wegcrasht. Boah. Fabian Friedrich, danke für eine Runde. Marie, Animal Crossing, hey, ist das jetzt schon extrem lustig? Maybe heute wieder mit Side Squad. Vielleicht ist Side Squad heute da, wer weiß. Vielleicht kommt er noch dazu. Ralfi Münchow, danke für den Zehner. Hi, Fahrradfahrer. Warum diese Streams halt immer solche kleinen? Ja, ich weiß ja auch nicht, aber gibt's halt, ne, normal. Finn Darin, danke für 90 Cent. Dann Stoneman, Andel ist schuld. Andel ist, ich wette, es ist Andel, der crasht das. Hundertprozentig. Es ist Andel. Fabian Friedrich, danke für 2 Euro. Dann Tech Lewis, da haben wir vorgelesen, genau. Mr. Aimbot, Abend machen wir, also Bankraub habe ich auch vorgelesen, aber ich habe nicht Mr. Aimbot gesagt, genau. Und, Steven Cooper, Alter, für 100 Euro, weißt du, da hau ich jetzt mal für dich raus. Einmal eine Lasershow reinballern, Leute. Lass mal einmal hier die Lasershow reinwuppeln. Da muss ich einmal raustabbeln dafür, aber wir hauen sie raus. Leute, alle ein Like da lassen. Lasershow ein Star. 1, 2, 3. Die hauen wir noch raus hier. Halb in den Chat, solange es noch geht. Like-Button pushen. Abonnieren, Glocke aktivieren. So. Und wir laden wieder rein. Und hoffentlich, ja, hoffentlich funktioniert jetzt mal alles. Aber mal schauen. Automatische Identifizierung, perfekt. So. Das ist falsch, das sind eure Donis. Sorry, Leute. So schaut das, by the way, bei mir aus. Wer sich so fragt, wie das bei mir aussieht, die Donis. So lese ich das immer ab, wie die sich gefragt haben. So, jetzt gehen wir wieder auf Rage Multiplayer. Da habe ich rechts so ein Fenster und dann lese ich das so vor. Deshalb fragen sich immer so viele, warum sehe ich eure Donis manchmal nicht? Weil ich muss von unten nach oben scrollen. Ne? Manchmal ist da so eine Doni, die ist irgendwo in der Mitte drin. Und die sehe ich dann nicht. Aber da seht ihr die. Solche Knäuze, also echt. Ja, manche sind schon frech, ne? Manche sind schon frech. Ist so. Josef Schmiedlehner, danke fürs VIP-Werden auch. So, jetzt bin ich hier. Jetzt ist wieder mein Dings weg. Ich bin am Arsch der Welt. Geil. Genau mein Humor. Boah, das ist halt echt hart nervig. Jetzt muss ich hier alles nochmal Richtung... Ja, geil. Ah, ich bin aber eh gleich da. Ja, immerhin. Oh, da ist ein Taxi. Guten Tag. Oh mein Gott, jetzt geht das Chaos los. Guten Tag. Ja. Wollen Sie vorhin mal Taxifahrer? Ja. Ach so, kann ich mal einsteigen bei Ihnen? Ja. Aber Sie wollen nicht mal Taxifahrer, es wäre anderes, irgendwas anderes. Oder ist es auch keine Ahnung. Wissen Sie noch, wohin es geht, ne? Ja, markiert man. Ja, danke schön. Ich bin gerade so pleite geworden. Was haben Sie denn gemacht? Was? Ich höre gerade, Sie haben Familie. ist ja Baby am Telefon. Jetzt mal ausgemacht. Boah, der leckt aber was zusammen, oder bin das ich, der hier so rumleckt? Aber den Führerschein machen. Jo, nee, jo, ich müsste nur Führerschein machen, genau. Ja, die müssen bezahlen, haben die Geld? Ja, natürlich habe ich Geld. Sie fahren gerade rein vorbei. Oh, egal. Lass es mich einfach hier, ist auch okay. Hauptsache, ich komme zur Führerscheinstelle, dann ist alles okay. Oh, ich muss mal gucken, wo mein Kumpel ist. Der war so nett. Dankeschön. Wünsche ich schönen Tag, ja? Ja, günstig im Gegensatz zu den anderen. Boah, du, ich schwöre dir, sag mal. Ich sag mal, hast du auch immer so Kopfschmerzen, oder bin jetzt nur ich?
ab und zu habe ich auch Kopfschmerzen, ja. Doch, ab und zu? Ich habe das zweite Mal Kopfschmerzen gehabt jetzt. Unglaublich. Knall dir das Nuss rein. Ja, was soll ich mir reinknallen? Dann können wir uns anrufen. Falls ja, ja, bitte machen wir das. Warte mal, will ich schon mal austauschen, warte. Warte mal. Sehen Sie jetzt meine Nummer oben? Müssen Sie dann einfach eingeben? Ja, ja, gebe ich ein, warte mal. Wir haben nochmal Telefon, K.A., so. Ich nenne jetzt mal Taxi-Typ. 3-4-3-4-3-3-4. Ich rufe sie gerade an. Jo, hallo, passt. Funktioniert das? Ja, dann habe ich richtig, perfekt. Jawohl, ja, das funktioniert. Was auch immer das jetzt. Was ist jetzt was los, du? Hey, Rachel, what's up? Mal schauen, jetzt klappt das Ganze hier. Das ist so ein Chaos. Es ist so ein Chaos. Ja, komm, ich steh hier irgendwie vor. Ja, nee, fahr mit. Mal schauen, wie lange es für diesmal aussieht. Ich bin vom Bus getroffen. Ja, da hab ich voll Bock drauf, du. So. Oh, warte mal, hier. Oh, hier. Ah, hier, einstehen. Oh, das muss man auch noch machen, du. Auf 100. Warte, ich stehe nur mein Tempomarsch hier ein. So, wo steht man denn hier? Oh, an? Ich auch weiß hier. Gar nicht, wie das geht. 60, 70, 100 ist, ne? Jungs, habt ihr ein bisschen Geld? Ja, ne, ich hab auch nichts, wir kommen komplett pleite. Nee. Habt ihr kein Geld? Nee, wir sind. Jungs, ihr wollt mich forschen? Jo, leider, jo. Schau mal, ich fahr mit so einer Kiste rum, natürlich hab ich kein Geld. Was denkt ihr sich denn? Tun Sie ihn beleidigt? Oh, nee. Was ist denn mit dem? So, mach ich mal der nächste Reihe. Oh, ich schwöre dir, das ist ja unglaublich. Ich sag dem extra, ich habe eigentlich genug Geld dabei, aber ich habe Angst, dass ich nur ausgeraubt werde heute. Aber ich krieg ein bisschen Schiss, du. Warum fahren so viele Autos hinterher? Was habe ich denn falsch gemacht? Oh, langsam brauche ich auch mein eigenes Auto irgendwann. Ich muss noch ein bisschen Geld zusammensparen. Wie viel brauchst du denn, Junge? $100, 164 Dollar gerade. Für ein Auto? Achso, ja, für ein Auto reicht es auf jeden Fall nicht. Achso. Oder was meinst du? Ach nee, ich dachte jetzt, du hast ja gesagt, du brauchst ein Auto, dachte ich jetzt gerade. Weil dir fehlen $164 für ein Auto, oder was? Nein, ich habe $164. Achso, mehr hast du nicht. Und du hast noch kein Auto? Nee. Achso, ja gut, das nee, ist natürlich. Nur so eine Schrottkarre. Eine Schrottkarre, die man so ja. Bekommen hat für 5000. Oh ja, gut, ja, das ist halt. Warte, schau mal, wir haben ihn ja verfolgt. Warte, weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahr mal langsam, pass mal auf. Achso, der ist schon weg, schau mal. Hast du gesehen? Oh. Ach, guck mal. Die gleich mit hier. Warte, ich fahr mal gleich hinterher. Das sind gleich die nächsten, guck mal. Nicht, dass sie gleich die Waffen raus. Ja, nee, warte mal, das passt schon. Guten Tag. Ja, sie, was ist? Sie betreiben ja unglaubliches SN, was sie hier machen, ne? Unglaublich. Was? Ja, unglaublich. Warum? Ja, nee, das ist unglaublich sowas. Könnt ihr jetzt mal bitte erklären, was das ja, ist? Ja, komm, geh's mir jetzt aus dem Gesicht. Jetzt ruft die Polizei. Was für ein Ding, sag doch mal. Hallo, bleib doch. Was bitte, ja? Ja, hey, eben hast du doch noch ganz anders geredet. Bitte, was? Ich verstehe sie nicht. Was haben sie? Sie müssen lauter reden. Eben haben sie doch noch ganz anders geredet. Du verstehst du die doch richtig? Ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht, was das für ein Dialekt ist, aber man versteht kein Wort, ist unglaublich. Nicht mal reden können die Leute noch. Wie ich gerade verarsche. Okay, was hast du eben gesagt? Bitte, also, reden Sie mit einem Akzent, den ich auch verstehen kann. Ich verstehe Sie so schlecht. Es bringt, was Sie gefragt haben. Ja, nee. Was Sie gesagt haben. Ja, nee, ich verstehe ihn trotzdem nicht. Verstehst du das, was der sagt? Ich verstehe kein Wort. Ja, ich verstehe es. Ja, nee, ich verstehe von dem kein Wort, was der sagt. Nicht, schon wieder so ein Busfahrer, der uns anfängt. Ja, nee, weißt du, ich prank den nur, weißt du, ich tue dir so, das will ich nicht verstehen. Achso. Weil es ein Holzkopf ist, das wäre mal auch. Ja. Oh, der ist so schlau wie 50 Meter Feld, wie ich tue. Ja, ja, auch verstehen, auch nicht. Ja, guck mal, siehst du, genau das meine ich. So einer ist es, ne? Der fährt mir mit Aufsicht rein, die meinen Führerschein nicht schaffe, ne? Oh, guck mal jetzt. Das meinte ich. Oh ja.
50 Meter Feldweg und weg ist sie. So, fahren wir hier. Links lang ist perfekt, genau. Habt ihr gerade gesehen, wie die Beine weggebannt worden sind? Ich feier das! Oh, warte, ich hab den Frosch vergessen. Uiuiui. Ups, Alter, ja, hab ich so gerade vergessen. Schau mal, das ist. Weißt du, muss man sich so konzentrieren. Aber hier ist auch 100, ne? Ich bin jetzt schon zweimal, hat er mich angefahren. Jetzt habe ich schon zwei Minuspunkte. Weil ich zu schnell gefahren bin, weil er mir reingefahren ist. Jetzt schaffe ich wieder nicht den Test dann so gleich, ne? Das ist unglaublich. Wie schnell der gerade gebannt worden ist. Das ist so schön. Ich habe heute einen Engel über mir. Ist das nicht schön? Wie eine nach dem anderen weggebannt wird, der Stream sniped. Das ist halt echt geil. Danke an denjenigen, der hier aufpasst. Oh, geil. Weißt du, wie er nämlich noch probiert und man hat hinten nämlich genau gehört, dass er ins Stream geguckt hat. Man hat es genau gehört. Jo, passiert. Sorry. Ja. Jo, geh doch, endlich bestanden, du. So. Suchen Sie eine Familie? Weil oh, sie sehen aus wie ein kleines Entchen, wie süß. Was? Ja, ihre Haare, sie sehen aus wie ein kleines Entchen. Ja, danke schön. Oh, hätten Sie eine Ente auf dem Kopf? Ja, bitte. Eigentlich wollte ich nur fragen, suchen Sie eine Familie, weil wir suchen neue Mitglieder. Was sucht ihr denn? Hm? Was sucht ihr denn für Mitglieder? Was ist denn? Ja, also ganz am Ende, wir bauen gerade eine eigene Familie auf. Und wir suchen jetzt einfach ein paar neue Leute und die meisten wollen hier einfach nicht, weil die schon eine haben und deswegen frage ich einfach ein bisschen rum. Problematikum ist, ich habe auch eine, ne? So, ja, ja. Gut, das ist natürlich, ja gut, ne? Aber ich habe niemanden in der Familie drin, wo irgendwie alle wegziehen, ne? Aber wenn ich bin auch schon in der Familie, dann kann ich nicht Doppelfamilie machen, ne? Ja, klar, okay. Weil so ja nicht das Problemchen, ne? Ja, ist klar. Ja, gut. Ja, gut. Wünsche ich aber schön doch noch. Trotzdem danke. Ja, ebenfalls. Und schönen Haarschnitt. Also schönes Entchen-Toupet haben Sie hier im Kopf. Ja, danke. Bitte schön. Ja, ich bin sehr großer Entenfan, wissen Sie? Ja, das merke ich direkt. Ja, merke ich direkt. Enten-Army. Jo. Ja, schönen Tag noch. Perfekt. Ebenfalls schönen Tag noch. So. Was machen wir jetzt? Auto fehlt, ne? Kommen wir hier irgendwie wieder weg auch? Jo, das ist die Frage. Dann kommen wir hier weg. Ja, was hübst du denn so? Nimmst du uns mit oder was? Ne, hier nimmt uns nicht mit, der hupt nur blöd. Ja, ne, geht nicht. Wir brauchen vier Sitze. Brauchen Sie ein Auto? Ja, wir brauchen vier Sitze. Warte, wenn Sie wollen, warten Sie mal. Ich warte auf meinen Kollegen, dann kann ich Ihnen einfach kurz mein Auto geben. Man kann, ich habe eine Form probiert, ihm mein Auto zu geben, aber es ging nicht. Ja, hier, bitteschön, Sie haben den Porsche, können Sie gucken. Oh, hast du mir einen Schlüssel gegeben? Oh, ist das ist nett von Ihnen. Ey, Entschuldigung, ich weiß nicht, also ich will jetzt keine, also nicht, dass Sie mich abziehen, könnte ich vielleicht die Nummer haben damit, falls ich den Wagen wieder brauche, Sie vielleicht kontaktieren könnten. Ja, warten Sie ganz kurz, machen wir das mit dem Telefon. Ich brauche vielleicht einen Namen, das wäre ganz gut. Ja, warten Sie, kann ich immer die Hände schütteln vielleicht? Ja, warten Sie mal. Oder wissen Sie was? Ich gebe Ihnen ein bisschen Geld. Brauchen Sie auf, gebe Ihnen ein bisschen Geld dafür. Alles gut, ich habe genug Geld. Also ist eben genug Geld? Also, ja, der okay. Also ich werde jetzt nicht angegeben, aber der Wagen kostet 6 Millionen, ne? Also, ja gut, wusste ich natürlich. Ja gut, warten Sie ja, mal, Sie, ich gebe einfach mal meine Nummer. Ja, falls nee, Sie den Wagen nicht mehr brauchen, dann könnten Sie mich ja anrufen. Ja, okay. Wird das so in Ordnung sein? Ja, ich rufe Sie dann an. Ist der versichert? Also warten Sie, ist der versichert, der Wagen? Weiß ich gar nicht genau. Okay, Ich glaube, weiß nicht, ob die Versicherung abgelaufen ist. Ich glaube aber, der sollte noch ein paar Tage versichert sein. 4, 7, 3, 8, 2, 0. So, ich schieße. Hallo, die Herren. So, hallo. Jo. Hat funktioniert, so perfekt. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall, wenn Sie den Wagen nicht mehr brauchen, ne, dann können Sie mir auch anrufen. Dann. Perfekt. Jo, alles klar, ne? Boah, sehr gut. Hallo, die Herren. Guten Tag, was kann ich für dich tun? So. Oh, Opa, was geht? Jo, und tschüss, ne? Ja, jo. Oh, geil. Schönen Tag noch, ne? Dankeschön, du. Und danke für den Porsche, ne? Ja, gar kein Problem. Falls Sie noch eine Familie brauchen, also wenn Sie einfach noch eine neue Familie suchen, ne, wir sind Red Eye Kartell,
Jo, und, weiß ich Bescheid. Jo, alles klar, ne? Schönen Tag Ihnen noch, ne? Jawohl, oder ebenfalls, ne? Jo. Was ist ich? Tschüssi. Du, kommst. Tschüss. Geht das nicht auf, das Auto oder was? Achso, soll ich mitfahren? Jo, jo, klar, ich nehme dich mit. Tschüss. Ich lasse dich doch nicht hier bei den ganzen Leuten, du. Kannst die Schlüssel ja gleich weiterverkaufen. Wo kann man das? Oh, wenn das geht, ne? Wo direkt machen, du? Ja, kannst du machen, kannst Auto verkaufen. Oh, theoretisch, ja, du, dann machen wir das doch, oder? Dann tausch mit dem ein, 6 Millionen. Immer abziehen die Kiste. Ja, hast du 6 Millionen. Nee, du, so einer bin ich nicht. Nee, so einer bin ich nicht. Der hat mir sein Auto anvertraut, du. Aber das heißt, wenn du Schlüssel hast, dann kannst du einfach Auto verkaufen gehen. Das ist ja richtig heftig, du. Das ist dein Auto. Ja, das ist trotzdem heftig, du. Ich meine, wir fahren jetzt Porsche. Soll ich die Tür offen, warte, ich muss die Tür mal abfahren, du. Ah, mal gucken, du. Bei mir ist die Tür ab. Ja, bei mir ist die offen die ganze Zeit. So, jetzt ist die bei mir auch ab. Perfekt. Wenn ich hier mit der offenen Tür fahren. Ich meine, es ist eh nicht mehr Auto. Und nehmen wir es mir das eh egal, wenn die Tür fehlt. So, ich wollte eigentlich nur zur Garage fahren, dass ich mein Auto holen kann. Oder wir flexen mit dem Porsche rum. Wäre ich gar nicht so schlecht. Oh, wäre eigentlich gar nicht so schlecht, mit dem Porsche rum zu flexen. Ich meine, das ist ja nicht mehr Auto. So, sag mal, am Hauptplatz ist hier gar nichts los, du. Aha, oh, hier ist ein Parkplatz. Hauptplatz ist relativ wenig los. Ist das ein Parkplatz hier? Nee. Jo, nee, da steht nämlich Parkplatz. Also, ich kenne mich hier nicht aus. Ja, ich dachte, das ist der Hauptplatz, da müsste doch was los sein, aber hier ist ja gar nichts. Keine Menschenseele. Aber wobei mir geht es gerade ein bisschen am Pop ist, dass da die Tür abgefallen ist. Jetzt macht der die ganze Zeit Ding, 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 der Wagen. Ist auch kacke, weil dann fahr ich meinen. Oh, ist aber was los, du. So, wo ist denn der nächste Parkplatz? Muss ich mal gucken. Oh, da muss ich mal hin. Auf dem Parkplatz steht die Auto, glaube ich. Da war ich davor. Achso, auf dem anderen. Ja, da stimmt, da steht ja mein Auto draußen. Ja, stimmt, stimmt. Ja, da müssen wir hin. Ja, dann fahren wir da mal hin. Vielen Dank, danke für 4,99. Kuss geht raus. Kelly Gaming Girl, liebe Grüße aus Luxemburg. Grüße bitte meinen Mann Lux German Player und mich. Grüß mal Kelly Gaming Girl und den Lux German Player. Natürlich, kein Problem. Und danke für 5 Euro mit Fies. Pizzabäcker Tobi, Kuss an dich und deine Mods. Dankeschön. Josef, ist der beste YouTuber. Dankeschön an Josef und Finn. Deire nochmal oder Deiri oder Deire. Ich hoffe, dass du mich richtig kannst. Mich grüßen. Grüße noch raus an dich, jawohl. So, Mosch sieht's ja immer sehr aus. Ich glaube, die machen gleich die Bank oder so. Sag mal, ist das eine Gang hier rechts oder so? Ja, das ist eine Gang. Die haben mich schon mal abgeschossen, ich werde wegfahren. Okay. Einfach so mal abgeschossen. Einfach so? Okay. Ja. Guten Tag. Ist irgendwas? Nee, wir gucken nur. Wir gucken, was die hier machen. Das interessiert uns so ein bisschen. Ach so, okay, warte. Alles gut. Nee, wir sind keine blöden Leute. Wir gucken hier einfach nur, was die Leute so machen, ne? Ja, alles gut, alles gut. Macht ihr gerade die Bank jetzt gleich dann? Gleich, ja. Oh, geil. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine Bank gemacht hat, deshalb hat mich gerade so ein bisschen interessiert, wie ihr das macht, so. Ihr könntet euch ja auch als Geiseln anbieten, Geiseln, ne? Als Geiseln anbieten, ja. Ja, da könntest du am besten beobachten, wie wir das hier machen. Ja, am besten beobachten. Jetzt sind wir gerade in einer brenzligen Situation, ne? Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Was passiert, Jungs? Ganz dringend los. Oh, wie die Ohren, Jungs. Nee. Nein. Ihr bleibt jetzt mal hier, Jungs. Ihr könnt euch gut anbieten, sag ich ehrlich. Ja, gut anbieten. Was springt raus dabei? Das können wir danach. Wir sehen, wie Profis hier Arbeit machen. Also, jetzt, du, Ralfi, ich hätte jetzt schon irgendwie Lust, da mal zuzugucken bei sowas. Ich hab's noch nie gesehen. Oh, kann ich auch gleich mitmachen, gebt ne? Gebt euch einen Ruck, Mann! Gebt euch einen Ruck! Das wäre auch echt die beste Option, die wir jetzt hätten. Sag ich euch ehrlich. Vertrauen Sie mir. Ja, gut, dann, nee. Besser als zugucken ist Miterleben. Vertrauen Sie mir. Auto rein und ja, nee, durch. Wissen Sie, ich bin Mensch, ich bin ja sehr auf, Adrenalin aus und wenn da ein bisschen was nur abspringt für mich, wisst ihr, bin ich so kleiner Gaune. Ja, ganz klar, ja. Komm. Also wenn was abspringt, bin ich, du, wenn du was dabei rumspringt, bin ich dabei, du. Ja, wenn du was dabei rausspringt, bin ich auch dabei. Kommt drauf an, wie viel Umsatz wir machen. Ja, komm drauf an. Ja, komm, wir machen mal mit, komm. Ich sag mal, Jungs, komm, wir machen mit, komm, ja, natürlich. Wir sind alle zapfen, du. Nur die Geiseln, ja, wir machen hier nicht mehr. Ja, alles gut. Ganz klar, ja. Einfach ich hab solche Angst, ich hab solche Angst, Jungs! Ja, okay, alles ja, gut! Ja, auch! Wir sind hier mit den schlimmsten Verbrechern drin. Jungs, ab nach hinten! Ja, ich geh doch schon, ich hab solche Angst. Ja, merken Sie euch den Namen? Steffen.
Wer ist denn Steffi, du? Steffi, der Name. Uiuiui. Ja, freilich. Bist du in der Bank rein? Nein, jetzt da. Hier entlang, Jungs. Do rein, okay, okay. Alles klar. Wir müssen jetzt rein. Okay, ich stell mich rein. Alles gut. Alles gut. Das hab ich noch nie gesehen. No, ihr müsst mir aufpassen, du. Ihr müsst mir aufpassen. Ey. Ja, so was hab ich auch noch nie gesehen. Am besten wäre hier hinlegen und einfach eure Sachen oder so ausziehen. Falls ihr eure Sachen nicht ausziehen könnt, dann. Ja, nee, dann zieh ich mich aus, alles gut. Wir müssen ja auch ein bisschen die Rollen hier richtig realistisch machen. Und ne? Ich fand's auch ganz schön attraktiv, also sie haben ja auch einen stabilen Körper. Oh, doch bitte nicht hingucken, die habe ich erst gestern gekauft, die ist voll, ich bin nämlich. Bitte nicht hingucken. Wir haben zufälligerweise sie gleich. Darf ich mal sehen? Oh. Nee. Ja, riechen darfst du gerne, Dude. Ich bin ganz doch da drauf gesessen. Was doch, wo ich da drauf, du? Okay, zieh zu lange auf die. Ihr müsst es ein bisschen realistisch halten, ja? Was heißt hier realistisch halten? Wir kriegen Teil Lab, du! Hör zu! Ich schick jetzt beide ein Dispatch an die Polizei. Geilse Name, Staatsbank, okay? Ich stemme, ihr wisst Bescheid, ihr kümmert euch um die. Sagt, wenn es angenommen worden ist. Ja! Okay. Ja, Mann, ab. Komm. Warum hat jeder diese Heilmaske? Oh, das weiß ich nie, Mann, ne? Das ist einfach Steppen. Aber wer ist Steppen von euch? Wer ist denn dies? Ja. Was meint ihr nochmal, Steffen? So wie das also Steffen, ja, Steffen, ja. Sollen wir das machen oder machen die das? Jetzt unangenehm hier drin. Machen, ich. Ja, Digga, ist mir auch egal, Digga. Die das machen, Digga. Ich kann sowas nicht mehr. Ey, sag mal, Jungs. Ja, meine Frau, wie viel macht der denn so Cash, so Harakash hier drin? Hallo? Das hört ihr nicht. Polizeidispatch geschrieben. Junge, woher soll ich wissen, wie es geht? Hä, wie? Was nicht denn? Ihr, die Geiseln! Oh mein Gott. Meine Frage, wie viel Cash macht ihr denn hier so um den Dreh? Wissen wir nicht. Für eine Person vielleicht 100.000 und andere kommen wir frei. Ach so, ja klar. Ja, Mann, dann sagst du mir gleich deinen Namen und dann weiß ich genau, wenn alles. Ja, ich bin der Jens Benz. Jens Benz, oder? Ja, Jens Benz kannst du dir so sagen, genau. So sag einfach Herr Benz zu mir. Jungs, bitte jetzt an die Polizei Dispatch schreiben. Geiselname, Staatsbank. Mehr Jens nicht. Benz habe ich mir aufgeschrieben. Jungs, schreibt ihr jetzt, bitte. Geiseln. Also Jens Benz, wenn du irgendwann mal ein anderes Auto fährst, kannst du mir auch gerne mal den Porsche geben, ne? Ja, du, der gehört mir nicht hier ausgeborgt. Jungs, was ist traurig an der Sache, ja. Ja, wir hören dich. Seid ihr in einer Familie? Ja. Aber ihr seid am Anfang schon, rauszugehen. Ich hab eigene Familie, du. Ich hab eine ganz eigene. Stark. Aber du bist damit einverstanden, richtig? Mit was bin ich einverstanden? Ja, dass wir dich sozusagen als Geisel nehmen. Sonst wär ja, muss ich ja sein, du. Muss ich ja sein. Das kriegt ja nichts ab am Ende. Du musst es realistisch halten. Achso, Entschuldigung. Ich hab solche Angst. Hilfe. Hilfe. Der schießt ja mit Absicht. Jungs, nein, hör zu. Ich schreibe jetzt ein Dispatch an die Polizei. Das ist ganz warm, Digga. Also ich schreibe oder was? Ja, mach beide. Okay, ich mache ein Dispatch, alles gut. Alles gut, das gefällt mir. das riecht so. Beide ein Dispatch an die Polizei, auch du mit dem Rucksack. Und sag, wenn angenommen worden ist. Ich will unbedingt schauen, wie die das hier machen. Kannst du sie zielen? Ja, ich kann wieder zielen. Okay. Muss man mal schauen, ob er was zurückkommt von der Polizei. Jetzt sind wir mal Geisel-RP. Jo, Jungs, die sind ja auf dem Weg. Hab schon Bestellung bekommen. Die sind ja auf dem Weg. Sehr gut. Oh, die muss mir aufpassen. Okay, jetzt ziel einfach nur noch. Eure Ziel auf Kopf dann, damit die denken, dass wir Dings haben. Ja, kein Problem. So, hab auch geschrieben. So, aber wie oft macht ihr das so? Um den Dreh? Das erste Mal so. Ach, das erste Mal? Oh, das ist cool. Ich dachte, ihr macht das öfters. Nee, deswegen ist es ja ein bisschen so aufgeregt, ne? Das heißt, das ist besonders. Das heißt, oh, das ist wirklich besonders. Das ist auch mein erstes Mal tatsächlich. So, wie heißen Sie nochmal? Jens Benz. Jens Benz, es tut mir leid, aber ich muss mit dir nochmal abholen, ne? Oh, das ist ehrlich. Du bist, oh nee, du. Bitte einmal umdrehen. Oh, nee. Danke. Das hat gerochen wie Zuckerwatte.
Ja, jemand hat, ja, ist egal, Ich feier den Typen. Der riecht an meiner Hose, das riecht wie Zuckerwatte. Ja, das war Steppen. Jo, passiert mal, ne? Mal gucken, ob's klappt. Aber du hast gesagt, ich mal Steppen, soll ich mir merken, den Namen, ne? Wir brauchen dein Porsche, Ja, Porsche. Komm mal schnell mit, bitte. Ja, warum muss ich mir den merken, den Namen Steppen? Jo, mal, komm mal schnell mit. Jens Benz, komm mal bitte. Jens Benz! Also, wo soll ich denn hin? Kurz mit. Die Legende. Dein Benzer direkt vor die Staatsbank parken. Ja. Ich hab doch keinen Benzer, du. Porsche. Ja, was soll ich parken? Du meinst die Dings, die. Den Porsche direkt vor die Staatsbank. Ja, schau ich, dass ich es hinbekomme. Ja. Wo steh ich mal hin? So, bitte. Nein, schräg. Ja, wie denn schräg, du? Wie soll ich denn hinstehen? Warte mal, so. In welche Richtung? In die hier, so? Ja. So, ja, okay. Noch ein bisschen weiter nach vorne, ja. Ach, Kollege. Guck mal. Du bist... Aber, Steven. Nicht, dass auf einmal der andere Steven kommt und hier das Auto raufspawnt, mäßig, weißt du? Ja, wie viele Steffen gibt's hier? Also mittlerweile kann ich ja gerade über wissen, wie viele Steffens es hier gibt. Vier heißen alle Steffen. Oh, geh ich wieder rein, ne? Ja. Wenigstens bin ich hier drin vor Streamslipern sicher, ne? Immerhin, ne? Hallo, bin wieder da. Sehr gut. Hallo. Und was wollten Sie? Ja, ne, die wollten, die Tanzparty. Ne, die wollten, dass ich mein Ding umparke, das Auto. Ach so, ja. Okay, Jungs, es beginnt. Okay, sehr perfekt, ich bin. Polizei ist angetroffen. Let's go. Ey, sag mal, macht ihr den Tresor auf oder wie macht ihr das? Ja, das geht, glaube ich, nicht mal. Ne, wir bieten, wir sagen der Polizei, dass die uns Geld geben sollen. Ach so. Nee, da geht noch irgendwas. Ach so, läuft das. Das heißt, ihr macht gar nicht die Bank, sondern ihr macht die Geist. Ach so. Jetzt verstehe ich, das ist doch schon, ihr macht die Bank hier, okay. Oh, jetzt macht das natürlich einen Sinn. Ja, ich bin froh, wenn wir hier draußen sind, du. Oh ne, ich hab gerade eine SMS von dem bekommen, von dem ich den Porsche ausgeliehen hab. Das ist nicht gut. So, it's TommelTom. Danke für den Euro. Dari habe ich ja vorgelesen, ne? Tonis Freilandeier. Oh, die kenne ich noch. Alter, wie lange ist denn das her? Toni, schön, dass du hier bist. Tonis Freilandeier. So. Jetzt müssen wir nur warten. Leute, wir werden gerade als Geisel genommen. Die probieren ja gerade, aus uns Geld rauszufahren. Die Polizei ist eingetroffen. Wir sind 7 Personen hier drin, okay? Wie viele Autos? 7 Personen. 7 Personen? 7 Personen. Mehr okay. Dürfen sie nicht wissen, okay? So, es geht jetzt los, Mann. Boah, ich hoffe, ich krieg gut Geld, weißt du. Ich muss sagen, dass ich ein alter Knacker bin. Ich hab viel zu verlieren. Ich hab noch nichts erlebt im Leben. Zieh deine Schuhe aus. Boah, ich werde mir einfach mal meine Dings reinzwiebeln hier. Oh, ein bisschen Musik hören. Kopfhörer, ne? Wo hast denn du die? Die habe ich geschenkt bekommen. Die mache ich dann immer auf, wenn ich irgendwie nicht hören kann. Jetzt sage ich immer, ich höre die nicht, ich habe Kopfhörer auf. Oh, es wird hier aber scharf geschossen. Schüsse. Was ist verbleibt? Wenn man hinten die ganze Familie hört, ist so süß. Oh, da ist einer bewusstlos am Boden. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jan, bist krass, danke für eine Rune.
Das ist Tommel Tom. Dankeschön für 1 Euro. Bin unterwegs. SMS bekommen. Der Porsche-Fahrer. Ich kann jetzt aber nicht einfach so antworten. Ich meine, ich könnte jetzt so tun, aber jetzt ist halt Polizei da. Wir müssen das gut spielen jetzt. Ich hoffe, die drücken was ab. Los, Mann. Ari. Ja? Digga, die sind richtig dumm. Die hätten den eigentlich hinzufügen können und könnte vielleicht die Polizei mehr anbieten, weißt du? Nein, ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Weil das ist doch ein Menschenleben mehr, wenn du verstehst. Steven, ey, warum ist da jemand bewusstlos? Die haben den erschossen. Wer war das? Ich gar nicht drauf geachtet, Mann. Boah, ich hilf die Bordel ja jetzt nicht rein, du. Hoffentlich. Ich will auch nicht sterben. So, aber hat der jetzt nicht verhandelt da drüben? Oder war das eine schlechte Verhandlung für den? Hoffentlich haben die einen guten Preis rausbekommen. Ja, hoffentlich, oder ja. Doch nicht. Steven? Schreib den Porsche Bree zurück. Kann ich nicht. Ich habe gerade die Hände oben. Und irgendwie finde ich es gerade lustig, dass ich nicht weiß, was mit so einem Auto los ist. Irgendwie finde ich das gerade übelst lustig, dass jetzt, weißt du, ich begehe mich heute auf komplette Bergabfahrt. Mhm. Heute wird nur Scheiße gebaut. Ja, ich glaube, die stürmen hier gleich, Leute. Ich glaube, die stürmen hier gleich rein, die Polizisten. Weil die haben schon einen davon umgenietet. Also der eine ist schon tot. Und es sieht so aus, als kommt jetzt gleich die Polizei reingeradet. Und das wollte ich mir unbedingt angucken, wie die Polizei vorgeht. Also anscheinend ist der Polizei komplett egal, dass da drin die Geisel ist. Also du kommst halt vor, weil der eine vorne schon bewusstlos liegt. Der hat einen Stuhl umgeschmissen, wie schön. Und ich muss gerade übelst drin pissen, fällt mir gerade so auf. Steve, habe ich immer noch wenig Leben? Ich auf mich. Ja, immer noch. Gleich. Wie viel? Bisschen mehr als die Hälfte oder ein bisschen weniger? Mehr als die Hälfte. Sehr gut. Hast du dein Geld bekommen? Ja. Oh, hopp, haben die ausgezahlt? Es gibt ein Problem. Oh nee. Was ist denn? Von diesem James mit pinken Haaren, das Auto ist despawned wegen Dings, weil er im Kopf war. Was heißt das jetzt? Einer müsste hier bleiben. Der RP-Profi, sein Auto ist despawned. Wie, einer müsste hier bleiben, Mann. Oder? Also. Ah, nein, scheiße. Bitte, wie konnte ich helfen? Ich weiß wie. Ja, ich bin nicht weg, Digga. Warte. Ich bin sowas von weg hier, Alter, wenn die Cops kommen. Ich glaube ich nicht mal. Oh, bitte ballert mich nicht um. Jungs, ihr dürft nicht Youssef opfern, Mann. Ihr ballert jetzt aber auch nicht auf uns, oder? Nein. Ja, was ist denn der Plan jetzt? Ich glaube, ihr muss hier bleiben von uns. Warte, wer muss denn hier bleiben? Du oder ich? Du nicht, auf jeden Fall nicht. Okay. Der andere dort, der Kollege dort. Der muss hier bleiben. Ja, wie es aussieht schon. Okay. Irgendwie möglich, dass ich dein Auto fahren könnte. Hast du eine Waffe? Naja, ich hab einen Schlüssel bekommen. Ich könnte den irgendwie geben. Ich könnte mal probieren. Aber ich hab den. Problem ist das Auto, ne? Das hab ich nicht geschenkt bekommen, aber ich hab den Schlüssel davon bekommen. Können wir mal gucken, ob ich dir den Schlüssel gebe. Ja, vielleicht geht das wäre perfekt. Ja, warte mal, wir gucken mal. Ich probiere alles, was möglich ist, ja? Pass mal auf. Okay. Hände schütteln, Interaktion vorschlägen. Jo, das WC war schwer, ne? Ich habe nämlich noch niemandem meinen Schlüssel gegeben, ist das Problemchen. Ja, ich kenne mich damit leider auch nicht aus. Oh, warte mal, hier hätte ich was, warte mal. Nee, kann ich nicht, weil ich nicht der Besitzer bin des Fahrzeugs. Ah, scheiße. Oh, das ist sonst hätte ich gemacht, weil das gehört nicht mir, ne? Das gehört ein Typen, ja. Der hat ja aber vorhin. Ich könnte ihn sonst mal anrufen. Soll ich ihn mal fragen, ob er herkommt? Aber ich glaube, er darf nicht rein, sonst wird er erschossen. Ja, gut, aber ich könnte ihn mal fragen. Ich könnte mal fragen, ob er da irgendwas machen kann. Aber ich kann auch sonst nichts machen mit dem Auto, ne? Haben die euer Auto? Achso, das Auto ist weg von euch, ne? Oh, das ist blöd, ja, das ist. Oder ja, warte, gut. Ich gucke, ob ich was anderes machen kann. Warte mal, wie viele Autos haben wir denn jetzt? Wie viele Autos haben wir denn jetzt? Ich habe gar keins gerade frei. Meins wurde beschlagnahmt.
Nur zwei Motorräder. Und das bedeutet, vier Leute können rauf. Einer. Und wie viele sind hier? Wir sind fünf. Fünf. Bruder, kann man jetzt nicht mehr raus? Kann man schon raus? Oder ich will. Oder lass mal Selbstverrat, Mann. Du könntest Geisel spielen. Digga, ich spiel jetzt keinen Geisel, Mann, weil ich muss dann auch meine Waffe abgeben und so. Ich hab ja, stimmt. Hab keinen Waffenschein. Oh, scheiße, ich hab auch Waffen dabei. Och nee. Ja, aber er braucht doch auch eine Waffe, damit er irgendwie nicht auf mich ziehen kann. Och du Scheiße. Ja. Ja, ey Jungs, wenn wir meine Waffen abnehmen, ich hab nicht mehr welche dabei, weil wenn ich dann. Das ist ja problematisch, ne? Ja, stimmt. Ja, ich hätte noch ein paar dabei für euch. Also, wenn ihr eine braucht, ihr braucht eine von euch. Junge, er braucht doch eine Waffe, wenn ich dann Geisel spielen soll. Denkt doch mal nach. Nein, er ist auch Geisel. Drei Geisel. Ja, nee. Und der passt dann auf, da muss ja einer immer noch hier aufpassen. Ja, ich und Steven. Und Steven. Und wieso ich noch gar nicht nachgedacht, ich eine Waffe dabei, hab ich voll was. Natürlich, wir suchen die ja dann am Ende. Ey, sag mal, kann ich mal wem von euch die Waffe zustecken? Ja, die kannst du mir geben. Ja, bitte, weil sonst habe ich ein Problem später. Wodi. So. Ja, passiert mal, passiert nichts. Pinker 7. Pinker 7, Mann. Pinker 7. Warte, machen wir schon. Siehst du diesen Steven mit orangener Maske? Er ist jetzt unsere dritte Geisel, er spielt mit. Weil sonst können wir ja gar nicht flüchten. Okay, ich hab dir gerade gegeben, was ich dabei habe. Das sind meine zwei Würfelchen. Ja, ja, ich hab die dabei gehabt, ne? Ja, aber die krieg ich später wieder zurück, oder? Die krieg ich ja später wieder von dir. Natürlich, ja, natürlich. Er. Also, dieser Steven gibt den anderen die Waffe. Verstehst du? Die haben, weißt du, was so geil ist? Das ist das erste Mal, dass sie sowas machen. Wieso? Und, der Funny Fact ist es einfach. Es ging alles schief, was schief gehen kann bei denen. Und es wird so lustig. Einer ist schon draufgegangen. Da vorne wurde schon wieder umgeschossen. Und schau mal, die wissen nicht, was sie machen sollen, weil das Auto jetzt weg ist. Und jetzt wissen sie nicht. Das ist so süß. Und keiner kennt sich mehr aus. Genau deshalb begebe ich mich gerne auf solche Situationen. Ich lasse mich gerne drauf ein. Spielt nur einer. Es ist so schön. Tonis Freilandeier. Habe ich bei deinem Shop keine Autogrammkarte bekommen? Ui. Wenn du keine bekommen hast, da gab es so eine Aktion, also BZW auf so eine E-Mail. Egal, da kann man hinschreiben, da, kriegt man die, da bekommt man die Autogrammkarte, wenn man in der Aktion bestellt hat und keine bekommen hat. Was denn sonst? Da bekommt man die zugesendet. Das habe ich auch einen Post gemacht auf Discord. Und auf Instagram habe ich einen Post dazu gemacht. Aber auf Discord siehst du den Post sogar noch. Und dann News ein bisschen hochscrollen, da findest du auch den Link bzw. die Mail dazu. Ja, Digga, aber dann bekomme ich gar kein Geld. Wenn du keine bekommen hast. Doch, wir holen was für dich raus. KFTV Gaming, danke für 1,07 €. Verspielter 073, danke auf Swip werden. Und Makana Lump feiert Andl heute eigentlich auch Vogelhochzeit? Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Jetzt Tommeltom, auch danke für den Euro, ne? Weil ich es nicht vorgelesen habe. So, jetzt geht's dann aber los, du. Jetzt geht's aber los. Jetzt bald muss jetzt mal die Polizei reinraiden. Auf das warte ich nämlich die ganze Zeit. Ich hoffe, ich krieg meine Waffe wieder, weil ich habe viel Geld dafür bezahlt. Ich habe wirklich. Weil ich sonst irgendwas Illegales dabei? Nee. Und alles. Wie lange das braucht, bis das ganze Inventory lädt, ne? Aber komischerweise crash ich hier jetzt nicht mehr raus, ne? Merkt es? Crash hier nicht mehr raus. Ah, Munition habe ich. Ja gut, die lasse ich da drin, die wird schon nicht so schlimm sein. Tonis Freilandeier. Sag mal, Leute, was sollen wir denn eigentlich machen, wenn wir dann da wegkommen? Ja, was sollen wir denn dann machen? Also. Wo sollen wir da am besten hin? Oder ich glaube, die nehmen uns mit, weil die meint, wir sind zu fünft. Ey, lass uns schon hier, ne? Hoffe ich halt. Ah, ich hoffe, die. Hast du das Sturmgewehr und die MP bekommen? Hallo? Ja, bitte. Der hat schon von bekommen dir von mir, ja. Ja, ja. Naja, ja, ich hab das jetzt. Ach so, ja. Gib mir mal deine Nummer. Ja, ja, perfekt, warte mal. Aber du verpfeifst uns nicht bei Polizei, wa? Bruder, ich verpfeife niemanden. Wir sind ja alle Brüder. Ich bin ja auch ein Gauner, warte. Okay, ich gib meine Nummer ein. 20? Ja, warte, ich muss erstmal aufmachen. Ja, ja. Einer soll raus, Mann. Steppen raus. 20? Ich dachte, da kommen übertrieben viele. Warum sind es auf einmal so wenig, ne? Ja, ich dachte auch, da kommen ja. Leute von mir auch noch was machen. 20? Hast du? Sag, wenn du hast.
Ey, hast du auch Dings? Hast du auch Waffen? Jo, Mann, verdammt, er hört mich, glaube ich. Nee, ich habe keine. Wurden wir von eh abgenommen? Nee, hallo? Du, man hört dich, aber ich kann nicht reden, wenn ich im Telefon bin. Okay. Sag einfach, warte, wenn ich offen habe, sag einfach die Nummer an, okay? Dann machen wir das so, warte. Oh, warte, ich warte nochmal 2 Sekunden. Okay, Nummer 20 06 20 03. Warte, ich sag's nochmal. 20 06 20 03. Speichere einfach ein Waffen. Jo, hab dich eingespeichert. Alles ja. Gut. So. Der ist korrekt, Joe. Gibt mir Sachen wieder. War gerade wie wenn du so mit einer Oma redest, die dir irgendwas erklärt. Nummer aufzählt. So, gibt's eigentlich so ein Schnell-Dings, dass man so schnell irgendwie Hands-up machen kann? Gibt's das? Warte, lass mal schauen. Weiß nämlich nicht, ob's. Ach doch, man kann es auf die Tasten legen. Das sollte ich vielleicht mal machen. Wartet mal. Ich leg das mal auf die Taste. Schau mal hier. Alt 1, aber wobei dann trigger ich irgendwas bei meinem PC 100 Pro. Machen wir mal. Ich probiere es mal. Das werden wir noch öfters brauchen, glaube ich. Guck mal, warte mal. Ja. Genau das meinte ich, wenn ich Alt drücke. Alt 1 und dann bin ich schon da drin. Wie komme ich da wieder raus? Oh nee, wenn ich da jetzt. Nee. Ah. Okay, nicht auf Alt 1. Nee, nicht auf Alt 1 setzen. Ganz schlechte Idee. So. So als 2. Funktioniert bei mir nicht. Nee, geht bei mir nicht. By the way, nicht wundern, ich glaube, mein Router hat gerade einen schönen Restart gemacht. Nicht wundern, Router hat kurz einen Restart gemacht. Hat sicher gerade bei euch kurz geleckt, weil kurz das Internet weg war. Aber schauen wir mal, ich glaube, mich haut es hier gar nicht raus auf. Ne, hier haut es mich nicht raus, obwohl mein Internet kurz weg war. Bei Internet war nämlich kurz ganz weg, also ganz, ganz weg. So. Perfekt. Wundert mich, dachte mich haut's da raus. Gut, dann muss ich jetzt hier nochmal das Ding. So, und irgendwie hat ein Mercedes gewonnen. Kuschel, seit wann kommt jeden Tag ein Stream? Und kennst du mich? Ja, nicht jeden Tag, aber dadurch, dass ich morgen keine Zeit habe, mach ich heute ein. Kev TV Gaming, hey, bin schon lange dabei, feier dich mega, bleib einfach so wie du bist. Hashtag Like hab, Alter, da hauen wir mal raus, aber ohne Witz. Leute, einmal ein Like halt. Den hauen wir mal raus hier. Wir haben viel zu wenig Like-Hypes. Den hauen wir raus, natürlich. So, also bei mir gibt es nicht jeden Tag einen Stream, aber ich schaue, dass ich mal jeden zweiten Tag stream, dadurch, dass ich am Morgen nicht stream. Was ist das? Jo, du, wie sieht's denn jetzt aus? Wie lange braucht denn das noch, bis der fertig ist da draußen? Erste Geisel kommt gleich raus und dann verhandeln. Achso, okay. Darf ich denn rauskommen? Darf ich der Erste sein? Ich bin nämlich der Älteste von allen hier. Ich hab nämlich die meiste Zeit zu verlieren, du. Jo, seit einem Jahr vergeht die Zeit wie am Band. Das ist unglaublich. Da hast du recht. Je älter man wird, ne? Sagt man, desto süßer der Saft, aber je älter man wird, ist auch das Problem. Die Zeit vergeht immer schneller und schneller und irgendwann ist man da mit grauen Haaren und dann sitzt man irgendwo nochmal im Rollstuhl und kann nicht mehr gehen. Oh, das vergeht alles so oder schnell. Oder nach Staatsbank als Geisel. Genau so ist es, aber ich habe gesagt, ich habe mir geschworen. Da mache ich jetzt einfach nochmal. Oh, warte mal, so. Da mache ich jetzt einmal so eine Sache, dass ich da mal mitmachen kann, dass ich ein bisschen Action-Switch gehabt, ne, weil ich sag so, man soll nicht sterben, man soll ja alles gesehen haben, und so hab ich nicht gesehen in meinem Leben, du. Ja, ist auch wichtig, ne? Ja, deshalb habe ich auch jetzt bereit erklärt, hier mitzumachen, ne, sonst würde ich das nicht machen. Oh, der Reporter auch, guck mal. Da geht einfach mal ui, da geht ein Reporter rein, du. Weg mit dem Schmutz. War vielleicht nicht gut, dass hier ein Reporter einfach reinrennt, ne? Oh, das ging aber auch schnell.
unrealistisches Verhalten. Oh, da ist ein Helikopter. Oh, der wurde gerade weggebannt direkt. Da ist ein Admin dabei. Der guckt gerade die ganze Zeit zu. Ich muss echt aufpassen, was ich sage. Da ist ein Admin dabei. Uiuiui. Müssen wir alle aufpassen. Die müssen ja auch aufpassen. Also bis jetzt der lustigste Bankraub ever in dem Zusammenhang, dass die einfach komplett lost sind da drin. Schau mal, die ballern da draußen rum. Und alle sind komplett lost, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Es ist übelst süß. Hm. Komm, ich werde ein Dorschhype. Da muss ich leider mal raustappen, aber ich kann dir, Bruder, ich kann dir einen kleinen geben, weil du Toni bist. Hier, ich raustappen, aber ich mach's für dich. Für Tonis Freilandeier, einmal ein Dorschhype und Leute... Haut auf den Like-Button, bis er nicht mehr kann. Bis er nicht mehr kann. Für Tonis Freilandeier. Einfach der Beste. Weißt du, auch schon so lange dabei und schön, dass du hier bist. Wo warst du so lange, Toni? So lange nichts mehr gesehen von dir. By the way, wer es nicht weiß, wo der Joker und mit Tonis Freilandeier. Wir kaufen nämlich immer, wenn wir einkaufen gehen, Tonis Freilandeier. Das ist immer das Lustige. Jetzt keine Werbung für Tonis Freilandeier, aber wir kaufen immer die von Toni, keine Ahnung warum. Einfach weil Tonis Freilandeier, schöne Eier, gute Eier, da kaufen wir gerne, ne? Für die es nicht wussten, warum er Tonis Freilandeier heißt. Gib mal eine Kopfnuss. Nee, wir machen da mit, Leute. Ich hab so Bock, was passiert. Weißt du, das ist sowas. Viele würden einfach vorbei fahren und würden so sagen, nee, ich mache jetzt keine Geißel mit. Aber man muss auch manchmal so die Sachen einfach mitnehmen, um zu sehen, wie das auf solchen Servern ist. Weil ich war noch nie auf so einem Server irgendwie eine Geißel oder sowas, ne? Das ist irgendwie schön, wenn ich da dabei bin. Wenn du trinkst, Entschuldigung, ich habe hier ein Eistier neben mir. Und ein Red Bull habe ich auch noch stehen, aber das ist leer. Warte, ist das leer? Ah, das ist noch ein bisschen voll. By the way, ich kann euch erzählen, was ich morgen mache. Wollt ihr wissen, was... Oh, jetzt geht's hier los. Ich werde nämlich morgen Klemmbausteine zusammensetzen. Ja, ich sag jetzt extra Klemmbausteine, weil es keine Lego sind. Grüße ihn raus an Held der Steine, der auch gesagt hat, man soll es nicht sagen, Lego. Ganz wichtig, sonst wird man noch verklagt. Ich habe mir ein paar Klemmbausteine geholt. Ich habe mir so von Kobi, no Werbung am Rande, habe ich mir so einen Panzer geholt. Und dazu, passt mal auf, es ist so geil, ich stehe übelst auf UFOs und Aliens. Und da gibt es so ein, auf Amazon hat so ein UFO-Set gegeben, das habe ich mir gekauft. Also ich habe mir so einen zweiten Weltkriegspanzer habe ich mir geholt und so ein UFO, da gibt es ja dieses Schwurbler-UFO aus dem Dritten Reich, diese Reichsscheibe hieß die. Gibt es ja solche Schwurbler, die sagen, damals gab es diese UFOs von den Nazis erbaut und sowas, ne? Ist so ein bisschen Science-Fiction-Thema auch, muss man auch ehrlich sagen. Und da gibt es auch dieses UFO-Set. Und ich dachte mir so, komm, ich hole mir jetzt so einen Zweiten Weltkriegspanzer mit diesem UFO so als kleines Set. So für die Vitrine einfach zum Angucken. Nee, weil ich habe jetzt einfach so mal Bock gehabt, sowas mal wieder zu bauen. Weil ich habe jetzt vor kurzem von Lego, habe ich mir so ein, was habe ich mir da zusammengebaut? So ein Bus von Harry Potter habe ich gebaut, genau, mit Chandel zusammen. Und hab da wieder voll Bock auf Lego bekommen seitdem. Richtig Bock drauf bekommen. Die Klemmbausteine, ganz wichtig, dass wir das sagen. Ach, deswegen warst du bis 6. Genau, ich habe bis 6 Uhr morgens deshalb eingekauft. Ich habe ja gesagt, ja, um 6 Uhr habe ich Einkäufe gemacht. Das habe ich alles bestellt, weil ich Bock drauf hatte. Ich hatte einfach Bock drauf. JP hat letztens auch einen Panzer gebaut, genau. Ja, also Panzer, was war denn das für einer? Panzerkraftwagen 2, da gibt's ja, es gibt ja zwei aus dieser Zeit. Und Kobi hat ja diese Sets aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin auch ein Mensch, ich interessiere mich für Zweiten Weltkrieg ziemlich. Was da alles so passiert ist und so und auch was da alles so gebaut worden ist, das sowas, das interessiert mich einfach. Also jetzt, natürlich gab es auch Sachen, die jetzt nicht so schön sind, aber das ist eben Geschichte, das ist passiert, ne? Und ich interessiere mich eigentlich so für diese Technik, die damals ziemlich weit war. Also ja. Diese Technik, die da verbaut war. Also, nein, hab ich. Und da, also, ich glaube, Panzerkraftwagen 2 heißt der. Bin mir aber nicht sicher. Von Kobi. Muss ich mal gucken. Kobi, Panzerkraftwagen 2 müsste es gewesen sein. Es gibt den 1er und den 2er. Mal schauen, Panzerkraftwagen 2. Ob das ist. Das der ist. Ja, doch, das muss der. Oder war das der? Da hat mich aber auch Held der Steine dazu verbracht. Nee, warte, das war nicht der. Nee, warte mal, das ist der Falsche.
Nee, warte, welchen habe ich mir gekauft? Ich muss auf Amazon gucken, welches hätte ich gekauft habe. Lass mich gucken. Muss ich mal gucken auf Amazon. Nee, wo ist denn das? By the way, es gibt viele Leute, die sagen, dass das Spielzeug ist. Das ist bitte kein Spielzeug, weil ich habe schon so Sachen gelesen, da gab es ja so einen Skandal bei Kobi damals, dass die anscheinend so Spielzeug verkaufen vom Zweiten Weltkrieg. Und ich finde, das ist halt kein Spielzeug, es ist halt ein Modellset, was man sich zusammensteckt. Kommt Zweiter Weltkrieg, würde ich meinem Sohnemann, glaube ich, keinen Zweiten Weltkriegspanzer hinstellen. Aber gut, ich schau mal schnell. Das ist eher was man sich so in die Vitrine stellt, ne? So Vitrinenmodelle. Lass mal gucken. Amazon. Ich finde gerade die Amazon-App nicht. Weil es wird jetzt so ein bisschen dauern, ne, bis es hier fertig ist. By the way, ich habe auf Amazon einen Vorschlag bekommen, Boxautomat für 2.800 Euro. Soll ich den auch in die Einkaufsliste tun? ohne Scheiß, ich krieg so geile Sachen vorgeschlagen. Ich krieg einfach so einen Automaten. Ne, wartet. Ich schau jetzt, was das war hier. Meine Bestellung, weil die Leute wollen wissen, was ich bestellt habe. Hashtag Werbung. Wir haben eh oben Dauerwerbesendung. Ist eh egal, wie ich für irgendetwas werbe heute. Na gut, dann ist es ja egal, wenn ich das sage. Also ich habe mir von Kobi, habe ich mir bestellt. Zack, 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 ich gehe drauf. Welchen Panzer habe ich mir gegönnt? VI. Also Panzerkraftwagen 6. Also doch nicht, sorry, dann doch nicht die 2. Ich weiß nicht, ich war 6 Uhr morgens, ich weiß nicht mehr. Also es war Panzerkraftwagen, also PZKPFW VI Tiger. Aus dem, von Kobi. Gibt's auf Amazon gerade im Angebot, minus 20%, also wer zuschlagen möchte. Statt 50 Euro für 40 Euro derzeit. Den habe ich mir gekauft. Bin schon gespannt, wie das ist. Ich habe noch nie was anderes außer Lego zusammengebaut. Bin sehr gespannt. Weil Lego baut ja keine Kriegsgeräte. Das ist ganz wichtig bei Lego. Das war denen ganz wichtig, dass sie keine Kriegsgeräte so bauen. Aber ja, dann war es der Nummer 6 war's. Der Tiger, also Tiger. Was steht hier dabei? Ich hoffe, ich erzähle euch keinen blöden Arm jetzt. Aber es sieht cool aus, also auch das mit dem Kettenantrieb und so ist ganz cool. Da bin ich gespannt, wie man den zusammenbaut. Also ich habe es jetzt halt nur bei Helter Steiner, ich gucke ja ab und zu Helter Steiner mal rein, wie er die Sachen zusammenbaut. Das hat mich so interessiert, das mal zusammenzubauen, sowas selber. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist eher einer der bekanntesten Panzer von der Form her auch, ne? Sehr bekannter Panzer. So. Axion Spa, danke für den Euro. Dann Pizzabäcker Tobi. Kennst du mich noch? Alles Gute zum Geburtstag. Frohes Neues, frohe Weihnachten. Was habe ich verpasst? Warte mal, was hast du noch vergessen zu schreiben? Du hast jetzt alles frohe zum Weihnachten, zum Geburtstag. Habe ich das verpasst? Kennst du mich noch? Kannst du mich grüßen? Fehlt. Pizzabäcker, kannst du mich grüßen? Fehlt noch drin. Dann hättest du es fast vollendet. Dann hättest du die perfekte Donation getätigt. Pizzabäcker Tobi, Gruß geht aber raus. Die Duschlampe, das ist der beste Name ever. Warum heißt es nicht gleich Nachttischlampe? Ayo, bist drauf reingefallen? Nein, ich kenn's natürlich. Die Nachttischlampe oder die Duschlampe, man kennt sie. Ganz lustiger Wortwitz. So, wie wann machen die jetzt mal weiter, sag mal? Ich glaube, so langsam schaffen die das hier nicht. Gibt es was Neues? Falls die Forderung nicht eingehen, müssten wir halt beide umbringen. Ja, du, wie wär's, wenn ich mal rausgehe mit Hände oben und probier mit ihnen zu verhandeln? Vielleicht, weil mich werden sie nicht abknallen, du. Ja, wir müssen auch, ja. Ja, nee, aber ich. Ja, ich bin ja auf eurer Seite, ne? Aber ich glaube, so hat ja keiner was von uns, ne? Weil wenn ihr uns abknallt, dann stürmen die da rein und knallen euch so oder so ab. Ja, der hat er recht. Ja, eben. Da habt ihr kein Druckmittel mehr. Nein, ich meine ja, wenn die uns stürmen. Ja, nee, pass mir auf, ich hab eine Idee. Ich probiere das, dass ich da rauskomme. Und mit denen rede, weißt du, wenn die mich jetzt umschießen, dann haben die auch ein großes Problem, dann kriegen die mich in eine Anzeige von allen, weil ich ja die Geisel bin. Wenn die jetzt mich umschießen sollten, ne, könnte ja passieren, dann sind die ja richtig gearscht. Und ich würde sagen, ich gehe da raus und werde mit denen reden, dass ich da als Geisel drin bin und dass die den Forderungen auch nachkommen sollen. Aber vielleicht werden die sagen, dass ihr dann wegrennen könntet in der Zeit, wo ihr da vorne standet. Ey du, ich bin ja auf eurer Seite. Wenn jemand auf die zielt, dann könnt ihr nicht wegrennen. Ihr müsst doch ihr Leben beschützen. Jo, nee, und ich bin ja auf eurer Seite. Ich mache hier keinen Scheiß, du. Ich bin ja gerne, du. Ich frag kurz den Leiter. Du sagst nicht, ich komme sonst raus und rede ich mit denen. Das ist ganz schlimm. Ben Loll Phoenix. Auf den ganzen Stream, Dankeschön. Es ist jetzt schon lustig. Danke für den 10er, Alter. Kuss geht raus.
Einen ganzen Zeni ballert er hier raus. Ach ja, und Leute, falls ihr es nicht wisst, ich bin tatsächlich wirklich ein Lego-Fan immer gewesen. Ach so, genau. Da hat es gerade wer reingeschrieben, Lego keine Kriegssachen, ne? Und dann haben die da aber Rittersachen und auch Piratensachen, Kanonen und so weiter, genau. Und was man auch dazu sagen muss, natürlich auch Star Wars. Es ist im Wort enthalten, Wars. Ich meine, es ist zwar nur Science Fiction, aber es ist ja trotzdem Kriegsgerät an sich. Auch wenn es nur Science Fiction ist, ganz klar, aber trotzdem. Aber ja, das Lego ist da. Also sie wollen halt keine Kriegsgeräte herstellen. Ich meine, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, ja, auch so ein Image und sowas. Aber ich glaube auch, das ist auch nicht so das Klientel, was so Lego, haben möchte. Das sind eher die Modellbauer. Modellbauer sind eher so, dass die so Kriegsgeräte und so nachbauen. Und Lego ist eher nicht so auf Modellbau. Lego ist halt eher, ja, ich sag mal, entweder für Kinder oder für Sammler. Sag ich so, das ist so eher die Leute, die gerne sammeln oder sowas. Oder halt eine Stadt aufbauen wollen. Aber nicht so Modellbau, was du dir so in die Vitrine stellst, ist Lego eher weniger. Hast du mich? Was Kobi mehr macht, also Kobi macht ja diese Modellbausachen eher. Weshalb es bei Kobi auch diese Kriegsgeräte und sowas gibt, ganz klar. Sollen wir eine Geisel rausbringen? Aber da verstehe ich auch Lego, dass sie das nicht wollen. Okay. Ist ganz klar. Die gehen auch dann so ein bisschen den Sachen aus dem Weg, wenn die da Kriegsmaterial bauen würden, so Panzer für Kinder, weißt du, dann steht das im Spielregal und dann will da so ein Kind so einen Panzer kaufen. Ah, nur für einige. Verstehe ich auch. Aber wenn man erwachsen ist und für die andere? Und ein schönes Modell in der Vitrine stehen haben möchte, ja, dann kann man so einen Modellbau entweder nehmen oder halt Klemmbausteine für Kobi. Aber ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Ich glaube, ich werde es auch posten. Also ich werde es posten, auf Instagram gerne folgen. Ich werde einfach mal... Oh, da kommen die jetzt rein. Jetzt geht's los hier. Ui. Ja, jetzt bin ich tot. Oh. Eigenes Leben schützen. Komplette Gebäude auf den Kopf. Oh, du, das war aber ganz schön knapp, du, der hat wirklich gezielt, du. Oh, sehr gut, Jungs. Bring mir mal ganz schnell hier rein. Oh, ich glaube, ich wurde ein bisschen angeschossen irgendwo. Ganz gut, geht's mir nicht. Oh, ich glaube, ich auf dem Streifschuss wurde mal. Die Herren, kommen Sie mal mit raus am besten. Sollen wir rausgehen oder sollen wir uns erstmal hinsetzen hier? Folgen Sie mir mal bitte, wir gehen erstmal hier raus, würde ich sagen. Wenn Sie möchten. Och, bitte, ja. Oh, danke, dass Sie uns gerettet haben. Ah, geil. Och, du. Oh, da bin ich froh, dass ihr reingekommen seid, du. Geht's Ihnen gut? Oh. Mir geht's soweit sehr gut. Ja, mir geht's gerade ein bisschen elendig. Der Rettungsdienst ist auf dem Weg, ist sofort bei Ihnen. Ich glaube, ihr habt einen Streifschuss bekommen. Helfen, ne? Wir wollten Ihnen nur helfen. Könnt ihr mal einen mitnehmen, damit wir schon mal Wähler beleben können? Ja, nimm mal hier meinen Kollegen mit, weil ich bin, ich sag mal so, ich bin kurz vorm Abkratzen, Jungs. Alter. Oh. Ui. Da ist kein MD draußen, Mann. Digga. Ich hab nur sie so cool Kopf gesehen wie ihn gerade. Die Nesa mit der Dienstvorschrift ganz ernst hier. Der kommt da oben. Och, Dude, vielen Dank, dass sie uns da rausholen. Uiuiui, ich dachte schon, ich muss jetzt mal leben. Job, dass es Ihnen gut geht, ja, ne? Soll ich erste Hilfe leisten? Ja, kommen Sie einfach mal mit, ja. Ey, wo geht ihr hin, Jungs? Der Ausgang ist doch da vorne, oder? Ja. Ja. Perfekt, wir kommen raus. Ja, geh du mal erste Hilfe leisten, ich geh mit den zwei. Ich geh dann direkt weiter zum nächsten, ja. Oh, da steht auch das Auto, was ich ausgeborgt habe. Das ist mein, also ich hab den... Geht's euch gut, ja? Ja. Oh, dem Morgen geht's auch gut, den habe ich mir ausgeborgt vom Kumpel. Oh Gott, ey. Wir wollten sie einfach nur retten, sagen wir es mal so, ne? Schnell rausholen. Hat ja zum Glück funktioniert. So, der Mediziner kommt jetzt gleich raus. Ja, ich bräuchte mich gleich mal am Medic durch, wo angeschossen. Alles gut, unser Job. Wo sollen wir uns denn hinsetzen, du? Hier an die Wand oder so. Hier an die Wand, ja, da warte ich auf den Medic. Mir geht's mich gar nicht gut. Also mir geht's halt gut, ich brauch keinen Kontakt. Oh, du. Hey, bitte, was brauchen Sie? Brauchen wir bitte Ihren Reisepass, ey. Ja, warten Sie, gebe ich Ihnen gleich. So. Da muss ich nur aufstehen hier, warten Sie. So, Reisepass, bitteschön. Haben Sie bekommen? Wie bitte?
Holst du mal bitte den Medic hier hin? Haben Sie bekommen den Reisepass? Ja, alles perfekt. Perfekt, ja. Geht Ihnen soweit gut? Außer jetzt, dass Sie jetzt gleich ärztlich betreut werden. Ich meine, es ging mir schon mal besser. Aber anscheinend nur ein Streifschuss, so weh tut's auch nicht. Ich sehe auch kein Loch gerade, aber ich glaube, der hat mich auf der Seite erwischt oder so. Ja. Ja, ja. Glaube ich. Ist ein Schock, gell? Natürlich. Oh, ich meine, wir waren da jetzt ziemlich lange drin und die haben auch zu uns gesagt, die werden uns auch abschießen, wenn es soweit ist. Und da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Und dann hat er auf mich gezielt und da ist ein paar Schüsse anscheinend auf meine Richtung gegangen. Und da bin ich dann gerannt. Ich dachte kurz, jetzt ist aus, du. Jetzt ist aus, dachte ich gerade. Nee. Uns ist es wichtig, dass wir safe rauskommen. Ja, Gott sei Dank, du. Noch vielen Dank. Ich habe nämlich nur 4 Leute drin gesehen. Hat doch gepasst. Es waren, glaube ich, 3 TVs drin, ne? Und 2 Geiseln. Ja, so viele waren sie nicht. Ich glaube, das waren 4-5 Leute da vorhin. Ja. Oh, der Medic hat Kopfschmerzen. Scheiße. Warte mal. Dann werde ich mal vielleicht eine erste Hilfemaßnahme da genommen. Jo, danke schön. Eine erste Hilfemaßnahme einleiten. Leitplank ist alles schon krass, dass den Kofferraum passt. Habe ich mir auch gedacht beim Rausgehen. Der hat Kopfschmerzen. Immer das gleiche mit unserem Gesundheitssystem hier. Ist ehrlich so. Das ist im Moment echt Katastrophe, ne? Mit den Kopfschmerzen derzeit. Ich hatte irgendwie auch wohl 2 Kopfschmerzen. Der ist halt nackig weg. Der kam aus der Bank. Alles gut. Keine Ahnung. Ist gut, Mann. Ach du. Alles gut. Und ich sag dem noch, das ist auch schlechte Idee da. Was wollten die denn eigentlich war von euch? Das war die beste Idee, dass wir von hinten gestürmt haben. Das habe ich mir gemerkt seit der ersten Geiselnahme hier. Von hinten kann was man die so wollten, geil stürmen. Das kann ich Ihnen sagen. Die wollten schnelles Geld machen mit ihm. Ja, aber der hat gesagt, wenn die da reinstimmen, dann bringt er uns um. Ja. Wie war jetzt das Resultat? Sind ja durch den Nebeneingang rein. Da konnten die uns nicht sehen. Unerwarteter Überraschungsmoment. Dafür sind wir bekannt. Wir müssen das so sehen. Wir sind ja schließlich ausgebildet. Genau. Ja, auch der mit der Supreme-Tasche da rechts. Oh, Krankenwagen kommt. Oh. Oh, ein Wunder. Oh. Sie haben Glück, der Herr. Oh. Wo kommt der denn? Ich sehe die nicht, die Krankenwagen. Wo ist denn der? Jetzt sind circa 2 Minuten da. Ach so, perfekt. Ach, ich schweig weg. Sag mal, was ist denn die schöne Brille hier? Der eine Herr hier mit der tollen Brille. Wo haben Sie An die denn Kollegen, her? Bitte mal alle Barrikaden hier wieder abbauen, damit wir die Straße wieder freigeben. Der Herr da mit dieser komischen, was ist das? Eine Minenbrille. Wo haben Sie die denn her? Was steht denn da hinten? Jo, Rien tut ja auch nicht viel, ne? Wer? Jungs, ihr müsst oder mit der Brille. Sofort, nimmt mal den Medic an. Wegen meinem Notruf sind sie weg. Jetzt mitgenommen. Aber Alter, wie die da reingestürmt sind, Alter, jetzt kommt da. Ist der andere Medic wieder. Ach, Günther auch. Guten Tag, bin man. Der eine hier, der hier. Zwei Geisel sind ein bisschen durcheinander. Günther auch. Guten Tag. Guten Tag. Was soll ich dafür ein Stimmchen? Guten Tag. Was schön. Ich hoffe, Sie schrecken Sie nicht, weil ich ein alter Mann bin. Oh, ich verstehe Sie ganz schlecht. Ja, mein Auto. Oh, hier geht's aber orange. Wollen Sie vielleicht mal ins MG mitkommen? Sehr gerne, so. Ihnen folge ich sehr gerne. Gute Zusammenarbeit. Dann können Sie mir gerne folgen. Ja, bitte. Der Herr da unten, der am Sitzen ist. Möchten Sie auch mitkommen? Mir geht's gut soweit, alles gut. Okay. Ja, die ist auch bekommen, ich schon. Ja, ich komme mit. Dann folgen Sie mir bitte. Sehr gerne. Alter, gibt euch das, was die hier machen. Das ist so ein Chaos. Ja, der Herr, dann alles Gute für Sie, gell? Dankeschön. Und vielen Dank nochmal, ne? Also Sie können gerne hinten einsteigen oder vorne, wo Sie. Oh ne, ich sitz gern neben Ihnen. Oh, Garrett, oh sagen, sie ist schön hier drin sitzen. Oh, endlich. Endlich mal Ruhe, so, du. Okay. Und dann fahren wir jetzt eben mal los. Fahren wir mit Sirene? Nee, jetzt fahren wir oben. Oh, das wäre aber schon cool, wenn wir so Sirene haben. So, wio. Kannst du das so wio? Ja, nee, genau aber so. Nicht, dass wir hier unnötig die Leute erschrecken. Doch nee, weil in Deutschland gab es immer so, da. Und hier geht's halt so, wio. Oh, wer fährt noch hinterher? Sag mal, wie ist denn das? Die Kinder haben wir nicht mehr.
Oh, der nervt doch ein bisschen. Könnt ihr mir mal nachsprechen? Wiggle, wiggle. Das ist so unangenehm! Ignoriert das gerade komplett. Ja. Oh, die vorne. Ich sag doch, mit Blaulicht vorne, dann hast du das Problem nicht. Wiggle, wiggle. Ja, genau! Wiggle, wiggle, wiggle. Moment kurz, ich oder auch nicht. Ohne, ich würde heute schon einmal machen, dann passiert das nicht. Oh, schau mal, der ist schon weg hier. Hat schon Verkehrsunfall gebaut, schon ist er weg. Oh, da geht sie so rein, du. Oh, ich bin sehr dankbar, dass sie mich abgeholt haben. Das war echt ein Chaos dort. Bitte gerne doch. Boah, die ist wirklich schön. Sind wir mit mir hochgekommen? Jo, sehr gerne sogar. Mhm, okay. Jo, ich glaube nämlich, ich habe einen kleinen Streifschuss bekommen, ne? Und ja, das können wir dann gleich mal untersuchen. Ja, ich fühle mich nämlich obenrum fit, aber. Ja, trotzdem nicht so ganz, ne? So ein bisschen weh tut schon. Ja, dann lieber mal lieber kontrollieren. Genau, lieber kontrollieren. Bevor dann da irgendwie was ist. Gucken Sie, der hängt da fest. Okay, mach ich. So, in den zweiten Stock dann mal bitte. Okay, ja. Sehr schön. Danke. Ja, am besten in Etage 3 fahren müssen. Ja. Guten Abend. Was ist denn hier los? Also ich habe hier einen Herrn aufgegabelt, der von einer Geiselnahme kommt. Und er fühlt sich nicht so gut. Könnte ich ihn an jemanden von euch weitergeben? Ja, kommen Sie mal mit mir mit. Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung. Dankeschön. Dankeschön, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke, tschüss. Tschüssi. Ach, denke schon hier. So. So, was ist denn passiert? Ja, ich war in der Geiselnahme. Eine Bank war ich drin, die wollten Geld haben, ne? Oh je. Ja, und da war, ja, oh je, Mini, hab ich mir auch gedacht. Und dann wurde so, dass die Polizei nicht zahlen wollte. Die hat anscheinend kein Geld gehabt. Und dann haben die geschossen und geschossen und geschossen und haben die Bank gestürmt. Und in dem Moment, wo die Bank gestürmt haben, hat mich der eine Bankräuber da anscheinend angeschossen. Aber anscheinend Streifschuss, ich sehe auch keine Einschusslöcher an meinem Hemd oder meiner Hose. Aber ich merke, dass es mir nicht ganz gut geht. Okay, ob Sie mal gerade den Oberkörper freimachen, dann gucke ich noch mal ein bisschen genauer. Ja, aber sehr gerne, die Dame. Warten Sie mal. Zeigen Sie mal her. Machen Sie mal den Oberkörper frei. Oh, bitteschön. Warum zwicken Sie meine Nippel ab? Bitte? Und ich bitte nur nicht am Nippel zwicken. Ja, sonst ist alles okay. Nein, nein, mache ich nicht. Drehen Sie sich bitte einmal um. Jo. Können Sie ja nicht sagen, was die Warze dazu bedeuten hat. Ich war nämlich beim Hautarzt und ich habe da ein bisschen Angst, dass die vielleicht, ich sag mal, eine Warze ist, die man sich mal anschauen müsste. Nee, das ist aber ganz normal. Also Warzen sind nicht gefährlich. Okay, ist sie nicht gefährlich? Also es kann abstehen, dass Mutter mal was irgendwie krebserregend ist. Nee, nee, da wird ja außen so ein Ring entstehen. Das Okay. Schon. Sie müssen das halt ein bisschen beobachten. Okay, ja, dann beobachte ich das halt. Ja, aber hier ist so ein bisschen so eine kleine Schürfung, ne? Also wahrscheinlich ist da wirklich die Kugel ganz scharf an ihm vorbeigegangen. Ich mache ihn da mal ein bisschen Salbe drauf, ein Pflaster. Okay, ja. Ach so. Hallo. Okay, dann können Sie sich wieder anziehen. Okay, ja. Oh, schön. Gut, wenn es nicht besser wird, dann müssten Sie aber nochmal vorbeikommen, ne? Nicht, dass sich das irgendwie entzündet oder so. Okay, ja, nee, mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Genau, und falls Sie jetzt durch die Geiselnahme psychologische Unterstützung brauchen, dann müssten Sie dann mal einen Termin in der dritten Etage ausmachen. Okay, alles klar. Ja, nee, da geht's mir gut. Ich habe schon vieles durchgestaut, wie ein alter Schlopfen bin ich mittlerweile. Alle schon mitbekommen, alle schon mitgemacht, Profi du. Profi-Geisel sozusagen, ja. Genau, Profi. Da hab ich schon viel miterlebt, du. Okay. Mit dem Alter ist es schon, uiuiui. Ja gut. Na dann, alles Gute, ne? Dankeschön, ebenfalls, so vielen Dank, ne? Tschüssi. Danke. Aufpassen, im Gang wird nicht gerannt, ne? Muss man nicht aufpassen. Weil sonst rutscht man ja aus und bricht sich vielleicht den Fuß. Schön, schön hübsch aus. Meister, du sollst dich benehmen. Hallo. Ah, ist das schön. Etage. Sollen wir mal ins Leichenschauhaus? Ich war noch nie im Leichenschauhaus.
Das ist, die haben ja alles. Einfach ein Leichenschauhaus. Wie creepy. Schon cool. Das ist schon cool. Erstmal hier alles durchgucken. Das Geile ist, die haben hier überall die Dings offen gelassen. Ich kann hier einfach reingehen. So mir nichts, hier nichts. Einfach mal ins Leichenschauhaus gehen, warum nicht? So, gehen wir mal. Wir können auch aufs Dach gehen, theoretisch. Na gut, ich gehe jetzt hier aber raus. Oh, ich muss so dringend auf Klo. So dringend Pipi. Eine Kantine haben die. Ey, das Krankenhaus ist so riesig, ich kenne mich da echt nicht aus. Ach, schaut mal. Schau mal, wo wir sind auf der Karte. Da ist das MLO. Wir sind irgendwo. Ist ja krass. Nee, ich muss rüber, genau. Ich meine, ich weiß ja, das ist ein Teleport. Also ich dachte nicht, dass wir so weit von der Stadt weg sind. Haupteingang, ja. So, mir geht's wieder supi. Hier ist alles super. War das nicht der vom Bankraub? Wir könnten eigentlich auch mal, wenn ich jetzt hier so sehe, wie Leute hier gerade die Sachen gewinnen. Wie wär's, wenn wir mal an so einem Dingsel drehen? Oh, Cybertruck. Hallo. Ich habe ja irgendwie Angst vor den Leuten. Ich habe so Angst, ey. Die ganze Zeit Angst, dass ich gleich überfahren werde oder so. Kann ja passieren. Was ist denn hier für ein Bus? Kann ich hier Bus? Kann ich hier Busangestellter werden? Ich möchte einen Bus mieten. Du arbeitest nicht als... Achso. Achso, okay. Ja gut, ja dann. Ja, kann ich hier arbeiten? Arbeite als Busfahrer. Das würde mich mal voll interessieren. Angestellter werden? Aha. Ist ja cool, ich kann Busfahrer werden. Ja, bin ich dabei, Bruder. Wir fahren am besten eine lange Route, oder? Bezahlung. Oh, da kriegst du 1000 Dollar. 2000 kriegst du hier. Gut, nee, wir fahren die Route hier ab. Ist ja voll geil. So ist jetzt. Du hast erfolgreich, aber wo hole ich meinen Bus jetzt her? Oh nee. Hallo, wie geht's Ihnen so? Reden Sie rum mit mir. Boah, ich ist unglaublich. Ich habe gerade meinen Bus nicht bekommen. Da spawnt er hier irgendwo. Ich suche meinen Bus. Ah, hier ist er! Ja, das sagt mir ja niemand, ne? Jo, hallo? Jo, Jens, hörst du mich? Jo, ich höre dich, bitte. Wie geht's dir? Jo, muss, ne? Muss, ne? Brauchst du ein Auto oder soll ein Freund von mir kann dich irgendwo hinbringen? Nee, ich fahr grad mit dem Bus, ich mach auch meinen Job richtig. Ah. Jo, jo. Ah, okay. Jo, ja, okay. Dankeschön, Mann. Ja, freut mich, dass es dir besser geht. Jo, ein bisschen ja, besser ist schon. Sich ja mal irgendwann. Genau, ich ruf's uns einfach an, wenn was ist, ne? Ja. Jo. Dann sieht man sich mal. Jo. Gut, Kuss jo. Geht raus auf deinen Nocken. Tschüssi. Jo, Kuss. Ich wusste nicht, dass man Bus fahren kann. Hier ist ja voll cool. Das teste ich jetzt aber mal. Muss ich dann wirklich Leute einsammeln oder fahre ich einfach nur hier lang? Das, ich wusste nicht, dass man Bus fahren kann bis dato. Also ich habe nur gesehen, dass ein paar Leute mit dem Bus gefahren sind. Aber so einfach so, mir ist hier eine Station, hier muss ich anhalten, oder? Also warte 10 Sekunden lang an der Haltestelle, dann kann ich weiterfahren. Kann ich schon weiterfahren? Nee, kann ich nicht. Aber das Skript ist eigentlich relativ easy, ne? Du kannst weiterfahren. Muss ich aber den nochmal... Ja, genau. Ah, okay, und dann macht er weiter. Ah, okay. Ja, ich probiere das mal. Ich will mir mal den ganzen Verkehr hier anschauen. Was zum Teufel? Also, eins muss man sagen, die Leute können hier nicht Auto fahren. Das muss man schon mal sagen, dass die Leute hier nicht... Ich meine, es sind hier... Wie viele Leute sind online? 1800 Leute sind gerade online. Also, ich meine, Leute, es sind 1800 Leute gerade auf einem Server. Das ist Chaos ohne Ende natürlich. Ich bin ja eher so ein Fan von Server, die ein bisschen kleiner und familiärer sind. Aber wer das Chaos liebt und wirklich an jeder Ecke einen Spieler haben will, der ist ja gut bedient.
1800, ich glaube mehr geht nicht mehr. In der deutschen Community 1800 habe ich noch nie gesehen. Ich dachte immer so, ja, 1000 über 1000. Ach, verfahren. Ja, was ist jetzt los hier? Ich muss. Ach, der OPD, ich muss hier zurückschieben, du. Ich muss zurückschieben, du. Da fährt mir irgendwer hinterher, du. Kleine Mann, du. Wir fahren zwei Leute fahren hinterher. Ich habe keine Ahnung, was die vor mir wollen. Ah, Stream Sniping. Ich glaube, die werden gleich gebannt, ne? Also ich sag nur, wenn mir Leute nachfahren. Wenn ihr auf diesem Server spielt, empfehle ich euch nicht mir nachzufahren, wie die hier hinten. Und die werden höchstwahrscheinlich in ein paar Sekündchen gleich gebannt, werdet ihr gleich sehen. Passt mal auf. Aber ich weiß jetzt nicht, ob noch immer ein Admin hinter mir her ist, aber. Früher oder später schaut ein Admin drüber und dann sind die weggebannt. Meistens zumindest. Aber wir werden dann ein paar Kisten drehen heute noch. Wir werden ein paar Kisten drehen und schauen, was wir bekommen. Aber irgendwie macht das Fun, mit dem Bus rumzugucken und damit Geld zu verdienen. Ich meine, sind zwar ein paar. Ich meine, 2000 Dollar sind das oder so, ne? Mehr ist das ja nicht. Aber 2000 Dollar sind 2000 Dollar, ne? Und hier ist der nächste Stationsteil und dann. 10 Sekunden warten, bisschen zurückfahren. Ich hab mir immer noch hinterher. Ja, der ist zum Beispiel draußen, seht ihr? Der eine ist draußen, der nächste gleich hinterher. Der eine wurde schon gebannt, seht ihr das? Ja, der müsste aufpassen, der gerade hinter mir fährt. Nicht, dass der da mir jetzt nachfährt. Aber die befahren halt Leute nach, ne? Ganz klar. Aber man sieht oben links, seht ihr das? Die werden alle nach. Also SN ist Stream Sniping. Die werden alle nach und nach gebannt. Das ist halt schon sehr auffällig, wenn man einem Typen da ganze Zeit hinterher fährt. Aber ich glaube, der hat jetzt. Ah, der gibt jetzt auf. Der fährt jetzt woanders hin. Gut. Alter, war das knapp. Boah, Alter, war das gerade knapp. Lebkrebwagen fahre. Lebkrebwagen fahre. Entschuldigung, aber ich erinnere mich immer wieder gerne an New Kids zurück. Badcrew 2002, danke fürs Sub werden. Magna Lump. Biathlon wäre viel interessanter. Länger die Strafrunden, mittig der Schießbahn. Hast du meine letzte Doni vergessen? Schönen Abend noch. Eigentlich nicht. Ich habe die vorgelesen, von der Magna Lump habe ich alles vorgelesen eigentlich. Kuss geht raus. Sollte man einen Herzring rausballern, ja warum nicht? Leute, lasst alle mal ein Like da, lasst alle mal Liebe im Chat. Alle mal ein Like da lassen und mal Liebe im Chat da lassen, würde mich freuen. Hauen wir mal alle drauf hier. Einmal mal die Herzen in den Chat. Oh nein, der ist mir reingefahren, ich bin dem reingefahren und der ist. Oh nee, der ist rausgeflogen aus dem Auto und. Nee, der fährt mir jetzt hinterher. Ich hab Angst. Ich hab Scheiße gebaut. Ich sag einmal, hab nicht gesehen, ich hab keine Brille auf. Ich hab den nicht gesehen. Ganz schnell Bus, Versicherungsbetrug ganz schnell weg. Ich war's nicht. Ich war's nicht, Leute. Ich war es nicht. It wasn't me. By the way, eins muss ich sagen. Oh nee, da kommt er. Uiuiui, ich war's nicht. Wisst ihr was bei Rage MP, auf dem das hier läuft? Wir sind ja auf 5M, also RLOS auf 5M. Aber wisst ihr, was bei Rage MP geil ist? Dass die Performance extremst gut ist. Also man merkt, es ist halt von den FPS, von den Frames sehr richtig gut. Downsize finde ich halt die Crashes, die ich die ganze Zeit habe. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob da wirklich jemand mit drin war oder nicht, keine Ahnung. Und ihr seht ja die Autos auf die Distanz despawnen einfach, ne? Also man sieht es halt wirklich, die Fahrzeuge ploppen so einem auf. Das hat zwar den Vorteil, dass es weniger Leistung zieht, also wirklich um 10-fache weniger Leistung als 5M. Aber dafür hat es halt auch seine Nachteile irgendwie, ne? Also der fährt einmal mal gegen die Einbahn, man kennt ihn.
So, jetzt fahren wir mal eine Runde mit dem Bus. Aber es macht Spaß, Busfahren. Das ist so gechillt. Vorher kann ich mich ein bisschen zurücklegen, mit euch ein bisschen chillen, ein bisschen vorlesen. Ein bisschen im Chat hier interagieren. Jo, Bro, meine Freundin liegt gerade im Karau und bekommt bald unser zweites Kind. Mach weiter so. Oh, dann herzlichen Glückwunsch an Jonas und seine Freundin. Zweites Kind. Kuss geht raus. Gute Arbeit, mein lieber Jonas. Gute Arbeit, die du hier leistest. dann alles Gute fürs Kind. Ich drücke euch allen die Daumen. KevSC, danke für 1,90. Auch Kuss geht raus. Und Robin, boah, kennst du Lego Ninjago? Das ist auch geil. Habe ich nie, also Lego Ninjago habe ich nie gefühlt irgendwie, keine Ahnung. Es war nie so ein Set, was ich unbedingt haben wollte. Aber sau viele Leute haben Ninjago geguckt, die Sendung, und ich war da nie so drin bei Ninjago, keine Ahnung. Bei Lego habe ich immer gefeiert, wenn ich ehrlich bin, so eher das selber bauen. Ich habe eher weniger Sets gebaut, ich habe eher so selber meine Sachen gebaut und halt Fahrgeschäfte habe ich sehr gern gebaut. Also alles, was kirmesmäßig ist. Ich habe auch zu Hause ein voll funktions... Also ich habe zwei Fahrgeschäfte, aber die habe ich mir auch bauen lassen, weil ich war damals noch sehr jung. Ich glaube, wie alt war ich damals? 13? 12? Da konnte ich doch nicht so gut bauen. Da habe ich mir Fahrgeschäfte bauen lassen aus Lego. Und die habe ich doch immer zu Hause stehen. Und das ist ein Fahrgeschäft, das ist ein Breakdance mit einem Motor, wo sich auch wirklich alles so dreht, wie sich es drehen muss. Und das ist halt richtig geil. Also es ist auch 1:1 wie das echte. Es ist wirklich wie das echte. Von der Fahrt her, von der Fahrweise her, es dreht sich alles, was sich in Real Life auch dreht. Und dann habe ich noch so ein... Aber was habe ich noch? Speedflip heißt es? Nee, Speedflip ist ganz anderes. Wie heißt das Ding nochmal? Kennt ihr das Fahrgeschäft? Avenger? Da gibt es... Aber ich weiß gerade nicht den Fahrgeschäftsnamen, wie das Ding heißt. Das ist so eine Schaukel. Mit Schleifmotor unten. Da ist unten noch ein Motor verbaut. Mit einem Schleifkontakt oben. Und das kann sich überschlagen. Das ist so eine Schaukel, die sich überschlägt. Das habe ich mir damals auch noch gekauft. Und es gibt by the way auch noch Videos von dem Fahrgeschäft, was ich damals gekauft habe. Habe ich von Dude gekauft damals. Aber richtig, ist wirklich geil. Also ich werde es jetzt auch bald mal wieder aufstellen. Weil das verstaubt mir irgendwo. Ist zusammengebaut irgendwo in der Kiste. Aber das ist sowas, das gebe ich niemals her. Das ist für immer zu Hause. Dann kann ich zu Hause genau... Okay, let's go. Genau sowas ist das. Ich schwöre dir. Wie dieser Typ von diesem Okay, let's go Meme, der da zu Hause sitzt. Mit den Lego-Fahrgeschäften. Dann so da drin. Okay, let's go. Ich habe sowas wirklich zu Hause stehen. No shit. Aber es ist halt eingepackt. Ich habe es in der Kiste. Ich muss es mal auspacken. Machen wir davon eine Insta-Story. Weißt du was? Ich werde es auspacken und werde davon eine Insta-Story machen. Es gibt zwar das Fahrgeschäft auf dem Video, der es gebaut hat, also auch hochgeladen. Das ist ein uraltes Video. Aber ich werde mal eine Insta-Story dazu machen. Dann werde ich euch das mal zeigen, wie das aussieht. Und die Schaukel kann ich auch mal. Es ist keine Schiffsschaukel, ist auch nicht Konga. Es ist kleiner als Konga. Es ist so eine ganz kleine. Also in Real Life ist die auch viel kleiner. Die hat drei Arme, drei Auslegarme unten und. Oh, er musste sitzen, weil sein Auto da stand. Ach nee, will mich verarschen jetzt. Ich brauch's gerade nicht, weil ich rufe den sonst mal an, den Herrn Porsche. Alter, wisst ihr, was mich an dem Server ein bisschen stört? Immer wenn ich telefonieren muss, muss ich anhalten. Ich rufe den mal an. Aber wenn wir das Fahrgeschäft kennt, Avengers heißt das Fahrgeschäft. Das ist von diesem Film auch nachinterpretiert, bitte, wir von der Reihe. Hallo? Guten Abend. Sag mal, das Auto, ne? Ja. Ja, haben die dich dafür eingeknastet? Ich war da drin geißelt, die haben mich gezwungen. Ich war leider, Ich wollte gucken, was mit denen ist, weil ich dachte mir, mein Auto steht da und... Jo, klar, jo, natürlich. Einige Geschichten. Naja, und ich war dumm, wie ich bin, ne? Ich habe leider noch eine Pappe dabei gehabt und muss jetzt sitzen. Ach so, du Armer. Jo, ich habe meinen abgegeben, ich war als Geisel da drin. Ja, ja. Wenn Sie sich das Auto holen, könnten Sie mich vielleicht wieder damit abholen? Jo, ne, ich bin gerade mit dem Bus unterwegs. Ich fahre gerade Richtung Palito hoch. Vor allem im Bus. Ich muss gerade noch die Strecke fertig fahren, du. Hallo, bist du noch da? Gut. Nicht? Boah, Alter. Wie heißt das auf Insta? Warte mal, auf Instagram muss ich einblenden. Zack, hier. Einblendung. Zündung Official auf Instagram. Folgt mir gerne. Ich poste gerne Sachen dort. Dann zeige ich euch mal meine Lego-Kirmes-Sammlung, die ich mittlerweile habe.
Ah, so geil. Ja, ich kann mal ein Poster zu machen. Aber das letzte Mal, wo ich das aufgebaut habe, war sicher vor 2 oder 3 Jahren. Und ich habe auch keinen Platz derzeit dafür. Ich kann es nirgends hinstellen. Ich meine, hätte ich Platz, würde ich es mir irgendwo hinstellen. Und ich habe, dadurch, dass ich jetzt wieder Bock habe, Lego zu bauen, ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft. Ich habe vor, diesen Breakdance, dem echte Lichter zu verpassen. Also echte LEDs mit einem Fahrlichtprogramm. Ich weiß, es hört sich jetzt übelst nerdy an. Es ist auch ziemlich nerdy. Oh, da ist eine Station. Das ist doch keine Station. Ich weiß, es hört sich ziemlich nerdy an, aber ich möchte, also ich habe auch schon meinen Lötkolben bereit. Und dann werde ich im Lego, also da werde ich ja wirklich kleine LEDs verbauen. Und dann hast du drumrum um die Platte, also ihr kennt ja Breaks, das ist so eine Platte. Auf der Seite die Lichtkörbe werde ich dann so einbauen, dass das eben wie in echt auch blitzt und alles. Ne? Habe ich einfach gerade Bock drauf gehabt. Ich weiß, ich bin auf die Idee gekommen. 6 Uhr morgens habe ich bei Amazon gesehen, LEDs und so, habe ich irgendwie auf die Idee gekommen, ey, das mache ich jetzt. Ich habe Bock auf Lego, ich baue es mal wieder auf. Ich baue da Lichter dran, ich habe Bock drauf. Keine Ahnung. Einfach so aus dem Nichts. Ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr aufgebaut. Einfach so gekommen, die Idee. Jetzt müssen wir doch gleich noch einen Lego-Kanal aufmachen, genau. Machen wir einen Lego-Kirmes-Channel auf. Mit Bauplänen. Wie baue ich eine Lego-Kirmes mit Motoren? Genau sowas müssen wir. Runterscrollen, ob ich wirklich das nicht vorgelesen habe von Makadalump. Ah doch, habe ich nicht vorgelesen. Ich hasse Menschen, die Redewendungen falsch verwenden. Die nerven wie Drahtseile. Sehr lustig und verpeilt, die Typen auf dem Server. Das ist wirklich so. Macht aber trotzdem Spaß. Alter, warum sind da über... Weißt du, man sieht ja gar nicht, wo eine Station ist. Da ist ja keine Station. Guck. Da ist ja keine. Und ich denke so, ja, ich fahre weiter. Ich muss vielleicht ein bisschen konzentrieren, was auf der Seite ist und was nicht auf der Seite ist. Ja, kann sein. Also Robin, wann kommt ein Date mit Kami oder Schandl? Wenn es soweit ist, muss findest du immer PR raus. So, Reckless i9, Monte zockt auch auf dem Server gerade. Ja, aber ich glaube, der ist auf dem anderen. Der ist, es gibt ja Server 1, 2 und 3, glaube ich. Ich glaube, Monte ist auf dem dritten oder so. Hat vorhin wer einen Chat geschrieben. Ich weiß es nicht auswendig, aber irgendwer hat den Chat geschrieben. Monte streamt auf Server 3. Ich werde sicher jetzt kein Monte-Stream snipen gehen. Extra auf Server 3 und... Ich weiß auch gar nicht, ich weiß, wo Server 1 ist. Boah, Alter. Nehme ich nicht mit, du. Ich weiß auch nicht, wie Server 3 ist. Muss ich mal testen. Ich war noch nie auf Server 1 und Server 3. Ich war immer auf Server 2. Müssen wir mal auf Server 3 gehen. Mal schauen, wie es dort ist. Ja, ich bin so froh, wenn ich hier fertig bin mit der Durchfahrt. Und wenn wir hier fertig sind mit dem Fahren, mit dem Bus, wir müssen einmal nur umrunden, dann werde ich... Oh, schau, Auto. Dann werde ich ein paar Packs öffnen. Dann gehen wir ein paar Packs ziehen heute noch. Ein paar Packs werden noch gezogen. Oh, hallo. Was macht der denn? Also die Driving Skills sind echt nicht schlecht von den Leuten. Aber wir können eigentlich so fahren, ist auch viel angenehmer. Bus-Simulator-Feeling, ja sicher. Fahren wir doch gleich so, ist doch viel cooler, guck mal. Keine Menschenmasse drin. Ich meine, seine 113 km/h fährt der Wagen eh. Mitnehmen! Oder was ist mit dem? Ich fahre einfach geradeaus, das ist egal, ich nehme den mit, der mir vorne hinfährt. Mir ist es so egal, wenn ich den kaputt fahre. Hält da an, der will sicher hinterher, ne? Ja, schau, jetzt dreht er um, siehst du? Jetzt dreht er um. Hat nicht damit gerechnet, dass ich hier abbiege. Ja, 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 du kleiner Schlingel. Oh, schau, der nächste Stream-Sniper weg. Und tschüss. Im Admin-Knast. Ich frage mich nur, wie lange man in diesem Admin-Knast bleibt. Also, wie viele. Muss ja irgendwie Minuten dann abgehen. Oh, hier ist das Ziel, oder was? Ah, jetzt sehe ich es. Das sieht aus wie ein Ziel. Ich hätte es andersfarbig gemacht, dass man weiß, wo man stehen bleiben muss. So. Mal hochscrollen hier, sonst kenne ich mich wieder nicht aus. Es gibt einen Erdrutsch. Ah, perfekt. Bad Street 2002. Kann es sein, dass du mich nach einem Jahr vergessen hast? Tipp, bin ohne Grund vom Server gekickt worden.
Badscript 2002. Wüsste es nicht. Du bist ohne Grund vom Server gekickt worden. Welchen Server? Von dem, wo ich jetzt drauf zocke? Aber Badscript kenne ich noch. Also vom Namen her und allem. Ach, warte, die haben ja Rubbellose, ne? Wartet mal ganz kurz. Lass euch ja Rubbellose kaufen. Ich habe 56 Sekunden, um Rubbellose zu kaufen, Leute. Produkte anzeigen. Ich brauche Rubbellose. Rubbellose, Rubbellose. Wo sind die Rubbellose? Rubbellose! Oh! Schnell, schnell, schnell. 41 Sekunden bis Dings. Ich hab 5 Rubbellose gekauft. So, ach Gott sei Dank. Huch! Die Rubbellos-Sucht hört auch hier nicht auf. Ganz wichtig. $50.000 für Rubbellose gerade ausgegeben. Ist eh, wie viel Geld das ist. Also müssen wir dann ausgeben, damit wir später auch unsere Packs öffnen können. Die machen wir dann ja auch auf. Also Oliver, danke für den Euro. MCF, eine kleine Spende. Dankeschön auch an MCF für 5 Euro mit Fees. So, Stoneman hat nochmal raus. Danke für euren Stoneman. Rage Julian, danke auch für 99 Cent natürlich. Kev ST, danke für 1,90. Grüße gehen raus. Habe ich sonst noch irgendwas nicht vorgelesen? Sonst, nee, Makane Lumpa hat auch mal Donator. Das hätte ich schon fast vergessen. Biathlon wäre viel interessant. Ah, ne, das habe ich jetzt vorgelesen. Gut, dann habe ich alles vorgelesen. Perfekt, schau mal. Krieg ich doch alles hin heute. Wisst ihr was? Wir machen gleich mal die Rubbellose auf, oder? Geht das im Auto? Müsste gehen. Aber die jetzt schon mal aufkommen. Hab richtig Bock drauf. Wo sind denn die Rubbellose? Hier. Verwenden. So, Lotteriepreise. Offen. 10.000, so. Rucksack. Oh, ich krieg nochmal einen goldenen Rucksack, glaube ich, oder? Oh ne, Geld gewonnen. Wie viel Geld habe ich denn gewonnen? Ah, in der Post kann ich es abholen. Was kriege ich hier? Ey, mein Geld ist besser als so eine Maske. Maske, geil. Brauche ich nicht. Auto. Oh, Supra. Bitte eine Supra. Na, komm. Maske. War das eine Supra? Ich glaube, es war eine Supra. Oh, ich muss so dringend pissen, Alter. Die sitzt im Auto. Ah, ja, doch, Supra. Was ist eine Fake? Ist das eine echte oder eine Fake-Supra? Ah, ich krieg die ganze Zeit Masken. Das ist doch kein Gewinn. Mann, ey, ich habe nur Scheiße bekommen. So, Leute, lass mich nur ganz schnell rechts ranfahren, schnell Pipi gehen. Bin gleich wieder da. Ich hoffe, ich werde nicht gleich ausgeraubt. Muss mich ganz schnell, Alter, ich muss so schnell öffnen. Hallo, ich der Herr. Ich lebe noch. Ich wurde nicht abgeschossen oder so. Ich lebe ja noch. Nicht schlecht, du, nicht schlecht. Ich bin noch da. Aber ich wette, hinter mir steht ein Auto. Mitnehmen? Ich wusste es, dass da wer ist. Ich wusste es. Bitte? Ach, scheiß drauf, ich steig einfach ein. Bitte? Hallo? Hab ihn gerade nicht gesehen, den Typen. Alter, ich schwöre. Hände gewaschen immer, Bruder, immer. Es ist wichtig und richtig. Da vorne. Also, ich sitze da hinten drin. Oh, nee, passt schon, da vorne sie mit. Ey, der Herr, ich kenne sie ja von irgendwoher. Günther? Der Herr, hören Sie mich da hinten? Oh, die hören mich nicht. Der Herr, können Sie mich hören?
Hallo, der Herr, hallo. Na gut, er hört mich nicht von hinten. Hauptsache ich kann ihn hören, gell? Hauptsache ich. Na egal. Ich bin ihm einfach mit. Solange er da hinten keinen Scheiß baut, ist mir egal. Ich wäre jetzt liebend gern bei der Uhr reingefahren, frontal. Wäre schön gewesen. Oh, oh, falsch abgefahren. Uiuiuiui. Vollbremsung hinlegen. Und los geht die Luzi. Aber ey, ich schwöre euch, Busfahren macht voll Spaß. Ich fühle mich gerade wie ein Bussimulator. Nur mit ganz vielen Leuten, aber irgendwie wäre es lustig. Das ist der Sound auf die Spende. Ey, guten Tag, kann ich sie mitnehmen? Guten Tag. Nein, danke, ich warte schon auf ein Taxi. Achso, okay, ich hätte sie sonst mitgenommen, wie vorne Richtung Stadt einwärts, ne? Okay. Und ist komplett gratis, ne? Ich komm mit. Jo, dann kommen sie mit. Ist komplett gratis, der Herr. Danke. Kostet kein Pfennig. Einfach einsteigen, genau. Sauber, super. Ist das geil! Das macht Spaß! Busfahren! Es ist so simpel, aber macht richtig Spaß! Wenn Sie, hören Sie mich gerade? Ja, können Sie mich hören? Ja, wenn Sie irgendwo raus wollen, einfach sagen, ne? Ich kann Sie überall rauslassen, wo Sie wollen. Ja, ich schreie dann einfach raus. Jo, einfach schreien, weil wir fahren jetzt Richtung Stadt einwärts, wie die. Die große Runde ist nämlich schon gefahren. Ja. Und einfach schreien, wenn Sie raus wollen, ne? Also nicht mal kein Stream-Sniper oder so. Das ist super, dass ich ihn gesehen habe am Straßenrand. Der arme Taxifahrer, ich habe ihm gerade das ganze Geld entnommen. Ich habe ihm es entnommen, weil ich gratis mit ihm fahre. Der vom 5M hab auch oft genug nach Gesprächen gefragt, aber hab nie eine Antwort bekommen. Hoffe, ich bekomme eine Antwort von dir. Mm. Ich weiß no shit jetzt nicht, wegen was du gebannt worden bist auf Ding. Mm. Also Bad Creep. Ach doch, ich glaube, ich weiß warum sogar jetzt. Lass mich dann nochmal nachschauen. Ich kann jetzt nur gerade nicht nachgucken, weil ich da gerade im RP bin, aber ich kann nachgucken, was der Bankgrund ist. Kann ich ja nachgucken, aber eigentlich haben wir die Banngründe immer angegeben, wenn was ist. Ne, außer es hat. Ich meine, wenn du einen Insta-Bann hast, dann nicht, dann geben wir das nicht an. Hm. Aber mir sagt der Name Bad Creep was, ja, doch. Schau, da Toni ist da. Hallo Toni. Der Toni, der Bromodoli. Ja. Da liegt einer auf der Straße halb tot. Perfekt. Sind so viele Leute. Wir müssten mal 207 nochmal fahren und schauen, was da abgeht. Oh. Oder wie ich es vergessen noch anzuholen. Warte mal, das ist eine Station da hinten. Darf ich nicht auslösen. So. Gut.
wie wir mit dem Bus bitte rasen. Voll lustig. Das macht Spaß. Also Leute, wenn ihr den Bus-Simulator sucht, hier seid ihr gut aufgehoben. Also hier macht es echt Spaß, Bus zu fahren. Weil so viele Leute da sind, ne? Ganz klar. So, wir sind doch gleich in Station, ne? Vielen Dank. Bitte alle aussteigen, aufpassen. Schönen Tag. Ebenfalls schönen Tag. Oh, aufpassen. Oh, du Scheiße, du. Oh nee, das. Oh, da hat wer mit dem Bus zugeparkt. Uiuiuiui. Eieieiei. Da muss ich nochmal zurückfahren, oder was? Oder kann ich schon beenden? Oder hab ich mein Geld schon bekommen? Oder fährt er mit doppelte Runde, oder wie? Entschuldigung, jo, bitte. Hallo, Entschuldigung, darf ich mitfahren? Och, jo, bitte, steig's auch nochmal ein. Ich muss auch ein Stückchen mit. Och, du, das Bus, der fährt ganz komisch. Guck mal, fährt der mich jetzt doppelt oder so? Boah, muss ich mal. Oh, ja, der fährt mich doppelt. Nee, ich muss mal zurückfahren, warte. Hab mich denn ausbezahlt? Oh, Entschuldigung. Ja, nee, ich schon in Station. Ich wollte ihn nur einparken. Nee, ich park den Wagen jetzt ein hier. Wie fahren Sie denn, Sie Vollidiot? Jo, ich sind auch 50.000 Leute, die mir hier hinterherfahren. Was ist sie machen, ne? So, oh, du Scheiße. Können Sie auch fahren? Lernt immer den Bus zu fahren, der. Lernt immer den Bus zu fahren, der. Ist vorne sie so dran, da. Unglaublich. So, ich mache euch Schluss. Ja, abonnieren Sie Amik und Cisco. Okay. Sie lassen ja Hurensohn. Was hat ihr gesagt? Eins, zwei, sieben ist es. Oh, das ging aber schnell, du. So, warte, wer hat noch was gesagt hier? Achso, nee, sie sind ja nicht. Bitte. Ich verstehe sie ganz schlecht, sie sind bei mir sehr leise. Ich kann sie nicht verstehen. Mit dem Bus meinen Sie? Ja, ein bisschen, aber alles gut, mir geht's super. Alles okay. Trotzdem danke für die Nachfrage. Ich steh dir, der konnte nicht von mir ausbringen, so schön war der gebannt, so süß. Ja, es gibt immer Leute, die das machen, ne, ganz klar. Aber Busfahren hat Spaß gemacht. Da muss ich schon sagen, Busfahrer ist ein Job, den würde ich öfters machen. So eine Runde durch und dann ein paar Leute mitnehmen, warum eigentlich nicht, ne? Die Frage, wartet mal. Jetzt kommt gleich der Herr, pass auf. Jo, wo möchtest du denn? Oh ne, willst du mich wohin mitnehmen? Wo ja. Willst du denn mitgehen? Wo willst du denn hinfahren? Ja, warte mal, kannst du mir, weil ich markiere dich diesmal. Na klar, mach ich das mal. Ja, danke schön. Oh, ein schöner Dialekt, du. Dein Dialekt ist Hammer. Ach nee, nein. Nein, der hat, das war sicher der Typ von vorhin. Der ist sicher einer mit Mod-Menü, ich schwöre. Der gerade eingesperrt worden ist oder so. Weil genau jetzt wäre ich weggecrashed. Es kann doch nicht sein. Oder haben so viele. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du so oft Kopfschmerzen da drin hast. Das ist halt wirklich oft, ne? Das ist schon heute das dritte Mal, dass ich weg bin vom Fenster. Das dritte Mal. Und der war gerade so nett. Machst du später auf RLO eine Fußraumspinne? Nein, heute gibt es kein RLO. Heute gibt es Grand RP. Du hast kein Geld bekommen. Ich glaube, das muss man abholen. Oder es kommt auf die Bank irgendwie so. Muss ich mal schauen. Also ich glaube, bar bekomme ich ausbezahlt. Ah, jetzt kann ich nachschauen wegen Bad Creep, warum man einen Bann hat. Warte, lass mal gucken. Schork, machst du später? Also das habe ich ja vorgelesen. Ja, moin. So, Bacella schreibt mir. Ach, das war... Ah, von Andel wurde was eingetragen. Bann war von Andel bei Bad Creep wegen Metagaming. Mal schauen hier. Da wurde anscheinend offensichtliches Meta betrieben, weshalb du rausgeflogen bist, mein Lieber. Ich kann nochmal genau reinschauen, den Eintrag. Wir haben ja mehrere Einträge, wir haben ja mehrere Einträge im System. Kann man genau da reinwuppeln. Weil wir haben ja eine Regelung bei Metagaming ist bei uns Instaban. Also da haben wir wirklich sowas.
Wenn Metagaming ist, ist Instant Bann. Da haben wir keine Ausnahmen mehr. Da müssen wir ganz. Da haben wir auch vor kurzem wieder zwei Leute weggebannt, die offensichtlich Meta betrieben haben. Finde ich immer schade, weil es teilweise auch Leute trifft, die halt auch schon länger auf dem Server sind. Finde ich schade. Aber viele können leider streamen und außerhalb des Streams oder halt Informationen so. Viele Leute vertauschen das oft und dann ist es blöd, ne? Wir sagen ja nichts, wenn mal kurz das ausrutscht oder so, wenn du kurz einmal irgendwas droppst, so ganz kurz, dass dir was auskommt, aber wenn du halt wirklich diese Information nutzt und das verwendest, ne, das ist eben das Problem. Aber es steht eingetragen wegen Metagaming. Steven Cooper, danke für Game Over, für den Sticker, der hat jetzt gut dazu gepasst. Aber wisst ihr, was das Lustige ist? Ich komme jetzt ganz schnell an mein Ziel. Bin hier gleich um die Ecke. Die bräuchten hier sowas wie ein Skateboard, ne? Gibt's hier sowas wie ein Skateboard eigentlich? Das muss ich mal, ein bisschen rumfragen. Ob es das hier gibt, Skateboards. Cool wär's auf jeden Fall. Korall wär's. Kann man bei RLO auch mit 17 mitmachen? Ja, theoretisch schon. RLO ist ja bei uns ab 16. Wenn ihr keine 16 seid, ihr könnt auch auf diesen Server gehen. Da kann jeder drauf. Also hier ist wirklich... Ich glaube, hier gibt's kein Mindestalter. Ich meine, fürs RP natürlich nicht so geil, ne? Ganz klar. Aber an sich ist das Server einfach so funny. Einfach... Ist mal... Hä? Das ist von irgendeinem GTA-Update raus, ne? Für mich ist das so ein bisschen... Ach, oh, obala, Entschuldigung. Bild. Wisst ihr, was nämlich das Problem ist an dem Dings hier? So. Das Problem hier ist nämlich, dass ich hier nur in Fenstermodus spielen kann, also Fensteraufnahme. Deshalb muss ich immer updaten, wenn ich wenn das Game crasht, muss ich neue Fensteraufnahme eingeben, was ich bei FireFM irgendwie nicht habe. Ich weiß auch nicht, bei RageMP geht's nicht. Ich kann bei RageMP nicht auf Game-Aufnahme gehen. Ich glaube, das liegt am Anti-Cheat. Weil RageMP hat, glaube ich, ein eingebautes Anti-Cheat, was ich mitbekommen habe. Also da ist Anti-Cheat von Haus aus drin. Was du bei 5M ja nicht hast. Oh, hallo. Oh, never mind. Wehrtransportfahrer könnten wir machen. Ich muss mich echt mal informieren, was man hier alles machen kann. Wehrtransport, das ist sicher auch... Oha. Also so ein Standard geht ja aus. Ich dachte, da steht ein Tesla. Auf den ersten Blick dachte ich, das ist ein Tesla. Wäre aber auch fresh gewesen, so ein Tesla. Da schreibt ihr mit nur noch 25.000 Abos dann die 1 Million Abos. Ja, deshalb kann ich euch empfehlen, Leute, abonnieren, Glocke aktivieren. Würde mich freuen. Würde mich sehr freuen, Leute. Also gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Schandl haut ein Herz rein, dann geht Herz zurück an Schandl. Das ist das Ding, ich habe kein Metagaming verwendet und konnte kein Gespräch führen. Kann vielleicht mit dir reden, falls du Zeit hast. Ich kann auch nochmal nachgucken, was da genau drin steht. Eigentlich müsstest du, wenn, dann müsstest du mit Andl reden, weil ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Weil Andl hat den Bann rausgeschallert, nicht ich. Also wenn dann, wäre dann Ansprechpartner Andl und dann müsstest du bitte Andl anschreiben oder... Ich fuck Andl, aber meistens ist Andl so, dass er eigentlich Nein sagt bei sowas. Andl führt ungern Gespräche, glaube ich, wenn es schon weg ist, ne? Aber wir müssen auch bedenken, ich bin nicht die einzige... Leitung, Co-Leitung ist Andl und Schandl. Und wenn Andl wem bannt, dann denke ich mir das auch zurecht, aber wenn, dann müsstest du mit ihm reden, weil ich übernehme keinen Fall, keinen Bannfall bei uns, wenn ich das nicht war, der den gebannt hat, ne? Ich hab dich ja nicht weggebannt, so gesehen. Das war ja Andl. Ist das mein Auto hier? Sag nicht, das ist mein Auto, das hier steht. Mein Auto steht da! Oh mein Gott! Mein süßes Auto, mein schönes Kfz. Geht's dir wohl gut? Aber ja, wir mit Unterboden, stimmt. Ah, ja, da ist er. Wir müssen Kennzeichen anbringen. Entschuldigung. Hallo? Ja, bitte. Du könnten Sie mir sagen, wie ich den Führerschein machen kann? Ich bin da leider... No. Haben Sie $500 dabei? Ich habe nur 50, ich bin gerade erst hergekommen. Ja, dann müssen Sie erstmal $500 auftreiben. Oh, bitte, lassen Sie mich doch mal ausfahren, doch hier. Platz machen, nicht mit. Ja, ich stehe ja nicht mitten im Weg, aber ich kann ja nicht raus, wenn Sie da reinfahren, Sie Vollpfosten. Ja, bitte, passen Sie mir auf. Ja. Steigen Sie mal ein, ich helfe Ihnen ein bisschen. Kommen Sie mal rein, mein Auto. Bin mal so lieb. Okay, danke schon. So, schön wie mal. Dankeschön. Mein Name ist Herbert, sehr freundlich. Ja, kein Problem. Herbert, ich war oben mal ganz weit unten. Okay. Problem, ich weiß, wo Sie herkommen.
Sie müssen aber aufpassen, wenn Sie hier Auto fahren wollen, ne? Die Leute hier sind richtig schlimm, was euch betrifft. Also die fahren hier kreuz und quer, die fahren jede Laterne um, jeden Masten, den es gibt, fahren durch irgendwelche Sachen durch und jede Ampel wird hier umgefahren. Da müssen wir echt aufpassen. Ja, das habe ich eben schon gemerkt. Die fahren kreuz und quer, die fahren durchs Vorrangigenschild, also es ist wirklich unglaublich. Ich wurde schon dreimal umgefahren auf der Autobahn und dann bin ich erstmal mit einem RTW abgeholt worden. Ja, also. Ja, du, wo man mir von euch fährst, ne? Das ist heute sehr schlimm anscheinend. Aber die fahren wirklich kreuz und quer, wie sie denken, wie sie wollen, ne? Ja, das habe ich schon gemerkt. Und wie lange sind sie schon hier, wenn ich fahren darf? Ja, so ein bisschen. Also ein paar Monatchen. Also ja, schon. Ich hatte mein Haus, aber das wurde mir abgezogen. Ui, warum das denn? Ja, ich war lange nicht da, hab meine Miete nicht bezahlt, dann haben die mir das abgezogen, ne? Ah, Ne, also müssen wir schon aufpassen. Okay, das ist ungeil. So, also hier müssen wir einen Führerschein machen. Das Problem ist, sie brauchen 500 Dollar. Ich schau mal, ob ich ihnen die schon überreichen kann, die 500. Okay. Wenn nicht, dann nicht, aber ich werde mal probieren. Kommen Sie mal her. Okay, danke schön. Ich habe leider nur 50, deswegen. Ja, natürlich. Mal gucken. So, kommen Sie mal her, geben uns mal die Hände. Mal hier Hände schütteln hier. Guten Tag. Ich wollte schon sagen, ich bin der Werner. Gut, wollen Sie mich. So, ich schau mal gleich, ob ich Ihnen das übergeben kann. Wenn nicht, dann nicht, aber. Ich probiere mein Bestes. So, passen Sie mir. So, 500 Dollar. Dankeschön. So, damit Dankeschön. Machen Sie diesen Führerschein. Okay. Und, oh, wissen Sie was? Ach, kommen Sie mal her, die machen wir hier gleich mal. Hallo. Und mit dem Geld kaufen Sie sich Ihr erstes Auto, ja? Oh, danke schön. Perfekt. Ich weiß nicht, wie ich dafür danken kann. Ja, gar nicht. Sie waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dankeschön, Dankeschön, danke. Jo, Billy, wie kann ich Ihnen helfen? Jo, ich wollte doch vorher noch sagen, Sie bekommen das Busgeld dann durch, stündlich, also um die Stunde. Okay. Auch das Busgeld bekommen wir stündlich, okay? Wollen Sie auch beim Bus fahren? Oh, warten Sie mal, da müssen wir ein bisschen aufpassen bei dem Herrn. Stehen wir Sie mal drauf. Oh nicht, ich muss einfach warten, ist gleich weg. Wollen wir ein bisschen abwarten. Will doch mal! Wir müssen ein bisschen abwarten, der ist gleich weg. Der ist gleich weg, der hier warte. Wir müssen hier nochmal draufstehen, genau. Einfach ein bisschen abwarten. Digga, was machst du hier? Verpiss dich mal! Jo, nee, lass ihn, der kann ja machen. Der ist ja. Soll er machen. Was denn? Ich sterb gleich wegen dem Wasser. Ja, nee, warte. Einmal spring rein in die Kiste, jawoll! Ja, komm doch mal rein, spring hier auf. Wir müssen ja ein bisschen Spaß haben. Komm rein, oh, jo, rein in die Kiste! Und nochmal rein in die Kiste, jawoll! Komm nochmal, bitte! So, ja, Junge, komm hier! Komm jetzt mit Anlauf! Komm jetzt mit Anlauf! Komm rein in die Kiste! Komm jetzt ein bisschen mehr Anlauf! Kifft der Blei oder so? Ey, der muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen, dann wird das lustiger hier. Ist ja ein Spiel. Das stimmt, aber der kifft doch. Der macht ja ein Spielchen mit uns hier. Das geht doch nicht, das tut doch weh. Ja, nee, das ist super. Du, ich hab mich noch nie so jung gefühlt. Noch nie das so jung stimmt, gefühlt. Aber das ist doch ganz komisch, das habe ich noch nie erlebt. Ja, ich fühle mich wie neu geboren, du. Wie neu geboren fühle ich mich. Wie alt sind also, Sie denn? Ja, uralt. Kann sich nicht ausdenken, wie alt ich bin. Moni, hat irgendjemand so hier Reparatur gesetzt? Mein neues Auto einfach kaputt gegangen. Nee. Nee, Digga, sorry. Oh, man, oh, ich jetzt muss ich noch mehr Geld ausgeben, das geht doch gar nicht. Ich frag mich nur gerade, warum mein Auto gerade so kaputt ist. Ich hab keine Ahnung, warum. Ich hab mal so eine grobe Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Schickes Auto. Dankeschön. Gut, ich mach dann meinen Führerschein, danke nochmal. Jawohl, bitte, kein Problem. Und passen Sie auf, es gibt solche Leute wie die wollen das in ein Auto reinspringen. Ja, also ich werd mich auf jeden Fall bei Ihnen melden, falls ich Sie nochmal treffen sollte. Jawohl, genau. Jawohl, man sieht sich. Adios. Ja. Anscheinend leider kein Admin mehr bei mir, der wäre sonst weggebannt worden. Aber ich glaube im Nachhinein wird er weggebannt. Ich meine, Leute, ihr könnt mir sonst die ID sagen, dann machen wir Report. Aber ich nehm's halt eher mit Humor, weil, mein Gott. Ich nehm's halt mit Humor. Solche Leute gibt's immer, weil die wollen. Also diese Leute, die das ja machen, die wollen ja, dass man on-stream ausrastet oder sowas, aber ich find's lustig. Ich hab mal Spaß dran. So,
Mein Auto ist jetzt kompletter Totalschaden, aber das wird schon passen. Ich freue mich nur gerade, dass ich dem Typen ein bisschen Geld gegeben habe. Und jetzt machen wir mal, ich würde sagen, jetzt machen wir wirklich Dings auf, diese, genau, die Dings machen wir auf, die Tickets. Und dann schauen wir noch ein paar Jobs durch. Ich will noch mal gucken, was man alles machen kann. Aber ich will erstmal meine... Was ist denn hier los? Gangviertel? Wird jetzt aber eh nicht gleich umgeknallt, was hier Gangviertel ist. Ich parke mich mal doppelt dreifach über den Behindertenparkplatz drüber, dass jeder weiß, dass ich hier parke. Doch, du ja auch nicht, Mann. Was will der? Hä? Wer ist das denn? Wo wieder jetzt herkommt. Die können alle nicht parken, ich sag's dir. Ja, genau, die können alle nicht parken, ich sag's dir doch. Wie er probiert, ist so crazy, wie er probiert diesen Dialekt nachzumachen, ne? Und das nicht schafft, das ist so süß. Es ist so süß. Gut. das ist echt süß. Gut, hier machen wir Dings auf. Ich hoffe, ist das der richtige Ort, hier das zu machen? Egal. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Pass mal auf, wir könnten im Shop ja, Autos kaufen. Ich habe 605 Grand Coins. Das heißt, wir könnten theoretisch unsere G-Klasse einfach so kaufen. Kommt der jetzt hier, ja? Oh nee, kannst du nicht mehr wegfahren, oder was? Oh mein Gott. Er fährt auch hinterher, ne? Unglaublich. Soll ich mich vielleicht irgendwo reinstellen? Ich meine, muss ich mich jetzt wirklich ins Hotelzimmer reinstellen? Ja, ich kann ihn nicht fahren, wissen Sie? Ich hab meinen Führerschein. Lotto, aber nicht Lotto. Hast du viel Koks geschnitten, oder was? Wieder wegfahren. Lotto! Der nächste, warte. Also irgendwann haben wir einen kompletten Kreisel hier um uns. Aber jetzt ist der Anfang des Sturms, passt nur auf. Wenn ich hier fertig bin mit dem Spielen, sind ja 5000 Leute. Gut, also oder ein Lamborghini Huracan. Wir könnten uns jetzt, weil bei mir ist aufgefallen, bei den Packs, ich ziehe nicht so gut. Ich habe bei den Packs einmal ein gutes Auto gezogen. Aber schaut mal, wir haben 605 Grand Coins oder wir, och, ein M8. Oder so ein Mercedes. Probefahren, kann ich Probefahren? Geht das? Sie müssen in der Nähe des Autohauses, ach, dann machen wir das aber. Wo ist denn das Autohaus? Ich rufe mal an. Wo hat denn der meine Nummer jetzt? Aha. Wo ist denn das Autohaus das nächste? Keks, Mann. Ist das Autohaus eh da, wo ich denke, wo es ist? Ah ne, das ist hier oben, ne? Hier oben ist das Autohaus. Hier ist es, oder? Autohaus hier. Ich sag doch, das ist die Ruhe des Sturms. War es noch. Ich fahre zum Autohaus. Ich will nur das Auto haben. Die G-Klasse ist schon fetzig, ne? G-Klasse oder, ich tu mal Probe fahren. Ich fahre mal die Sachen Probe und dann schaue ich, was ich mir hole. Also G-Klasse wäre ganz cool. Und sonst halt die S-Klasse wäre cool. Schau mal, da schreibt wer. Das ist mein Kollege. Ich bin schon im Admin-Knast. Ja, viel Spaß da drin. Ja, viel Spaß. Also, es werden ganz viele wegen Steam-Sniping noch umgebannt, mal wieder. Simon Pump. Das Auto ist aber schnell, über 250. Boah, Alter. Boah, das Ding rast ja aber. Schau mal, Andel, das sind richtige Handling-Lines. Da kann Andel sich mal eine Scheibe von abschneiden. War nur Spaß. So. Schauen wir mal rein hier. Vielleicht soll ich das... Ah ne, das ist eine Scheiße, das Ding hier einzuparken. Ich pack den lieber hier ein. Das Ding ist halt wirklich total Schaden gerade, ne? Ah ne, warte, ich setze mich lieber da rein, dann mache ich die Probefahrt. So, also wir brauchen eine Probefahrt hinter Fahrzeuge. Wo ist es denn? Shop. Fahrzeuge. Ich teste mal den M8, der würde mich interessieren, Probefahrt. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug verursacht. Kann das sein? Oh yes, I think I did it. I did it again. Ich habe einen Bug verursacht. Genau. Der wird meine Nummer verkaufen. Genau.
Sind die besten. Gut, Guten. Ah, hier, Probefahrt. Cool. Boah, der ist schon frisch. Wie lange habe ich Zeit für eine Probefahrt? Steht das irgendwo? Und von Beschleunigung her ist das schon mal nett, aber. Der hat keine Rückleuchten, seht ihr das? Ist ja voll kacke. Die Rückleuchten gehen nicht. Also, da kann der Wagen so geil sein, wie er möchte, aber wenn die Rückleuchten nicht funktionieren, dann kaufe ich den nicht. Und wie kann ich das beenden hier? Die, das ist jetzt die Frage. Okay, so ist er, da ist der M3 schneller gewesen. Mein M3 ist nicht so heftig getuned, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt, no joke, mein M3 ist nicht so krass getuned. Aber die Frage ist, wie komme ich hier zurück? Hallo? Ich möchte die Probefahrt halt beenden auch, ne? Wenn ich aussteige, sicher, ne? Ja, ich aussteige, gut. Nochmal hier. So. Gott sei Dank sind wir bei der Probefahrt, das ist ganz wichtig. So, die G-Klasse mal Probe fahren. So steht da drauf. Grand. Ah, Sound ist geil. Fettes Tuning hat die Kiste. Head-Up-Display. Der Porsche fahr. Brauchst du mein Auto? Nein, wollte ich. Ich muss nochmal antworten, aber ich komme nicht dazu. Ich bin gerade am Probefahren, aber der ist langsam. Der Wagen ist zwar geil, aber sehr langsam. Gut, dann fahren wir den. Den schießen wir auch mal aus, würde ich sagen. Shop, was haben wir denn noch? Also. Den Benzer, den können wir auch mal probefahren. GT 63S. Auch mit Grand-Kennzeichen. Haben die da ihre eigenen. Also die eigene. Also ich denke mal nicht, dass eigene Modder sein werden. Aber irgendwer macht die ganze Zeit für Grand RP hinten am Kennzeichen Grand drauf. Finde ich irgendwie cool. Das ist aber auch nicht so schnell von der Aber bis jetzt der beste von allen. Also von allen ist der gerade der beste. Vom Fahren her, von der Beschleunigung her. Ja doch, der ist schon ganz geil. Gefällt mir. Gut. Okay. Dann haben wir noch, auch ein Tausender. Den könnten wir uns auch leisten. Also halt ein Giro. Was wollen wir mit dem Giro machen? Oh, okay, das beschleunigt ganz anders. Boah. Okay, der zieht. Der Wagen, der zieht. Es zieht ganz anders, aber es ist halt ein Giron. Ich brauche keinen Giron unbedingt. Ich probiere mal die. Ja, da steht eh die KMH, aber die stimmen ja nicht. Die KMH stimmen nicht überein, finde ich. Na gut, Probe fahren. Taxi. Ich könnte ein Taxiunternehmen gründen mit dem Wagen. Boah, ist der langsam. Ja, langsam halt, ne? Langsam. Shop. Bentley? Wobei, der wird sich kacke fahren, denke ich mal. Ich will auch kein Bentley fahren. McLaren? Das ist der Sound of a Spende. Der fährt aber auch irgendwie langsam, ne? Also jetzt von der Beschleunigung ballert er mich nicht weg. Schau mal, wie lange der braucht, bis er auf 200 ist. Oh mein Gott, der ist ja. Der ist langsamer! Der Wagen ist einfach mal langsamer als gerade die S-Klasse. In der S-Klasse war ich bei hier schon auf über 200 und der packt das nicht mal. Ja, okay, den können wir auch mal ausschließen. Also bis jetzt der einzige war jetzt hier gerade der Benzer GT 63 irgendwas hier. Oh, ich wurde überfahren, danke. Daher geht's ihm gut. Soll ich jetzt ein Ticket schreiben oder so? Wegen VDM oder so? Einen Krankenwagen rufen? Ich will jetzt nämlich kein Krankenhaus-RP machen. Gut, ich muss ja auch ich hab leider keine SIM-Karte, sonst würde ich einen rufen. Aber man kann hier gar nicht links machen. Ah, doch. Ne, der wurde eben gerade umgefahren. Ja, die habe ich auch. Perfekt. Ai. Du VDM, oder? Was ist denn hier passiert? Ruf dich denn an. Jo, okay. Danke dir. Keine Ahnung, mal schauen. Ich bin jetzt ins Krankenhaus rüber, Alter. Nur weil der mein Auto gerade über den C fährt. Ich meine, ich wurde ja davor schon auf VDM, deshalb habe ich ja kein Leben mehr gehabt. Was ist denn hier passiert? Aber ich weiß, ich komme dann Edmund und revived mich einfach.
Ja, der wurde umgefahren. Hat schon wieder einen Krankenwagen gerufen. Nee, der ist schon gerufen, ja. Ich hab ja noch einen gerufen. Der Arme. Ich warte mal ab. Ich schließe eine Krankenversicherung ab, um eine beschleunigte Behandlung zu halten. Ach so ist das. Ach so ist das. Jo, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Für Geld kriegst du ja alles. Aber weißt du, ich wollte gerade eine schöne Probefahrt machen. Und dann fährt man da über den C. Mhm. Ah. Ah. Oh, dankeschön. Hallo, hallo. Hallo? Ja, kein Problem. Was passiert? Oh ja, ich wurde gerade angefahren vom Auto. Ich wurde davor auch schon 50 Mal vom Auto angefahren. Oh, guck mal, da ist er! Hier. Das ist er. Ja, ich weiß nicht, aber der ist gerade wieder in meine Richtung gefahren, oder war der das? Ich habe ihn leider nicht gesehen. Nee, der war er nicht. Nee, aber da war vorhin jemand. Der hat mich da oh, wo war das? Bei der Fahrschule. Hat er mich die ganze Zeit angefahren, ja. Angerammt. Ganz viele Leute, mich auch. Und deshalb war ich schon so, ich sag mal, schon sehr, sehr kaputt. Innerlich und da stehe ich jetzt hier und jetzt wurde ich auch wieder angefahren. Ja, das ist natürlich suboptimal, wa? Ja, das ist ja auch suboptimal. Ja, so ein großes Auto, so ein G-Klassen-Auto. Genau, so eine G-Klasse, irgendwie sowas war das, keine Ahnung. Okay, ja, dann weiß ich nicht. Dann wünsche ich noch viel Erfolg, dass es das nächste Mal nicht sie okay. Wieder. Ja, danke schön. Ja, was soll besser, danke schön. Danke, ebenfalls, Wiedersehen. Ja, ciao, ciao. Der Herr mit den Kopfverwandten. Geht's Ihnen ein wenig wieder? Ja, bitte. Ja, mir geht's wieder gut, danke schön. Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass ich ihn ab und zu mal hinterher fahre, dass ich daran war, weil hier sehr viel Gangs halt auf dem Server sind. Und wie die auch mitbekommen haben, beim wahrscheinlich der Mercedes, der sie da umgefahren hat. So, guck mal, haben sie die geilen Kopfhörer hier? Ja, ich verstehe sie ganz schlecht in dem Auto. Sie reden so leise da drin. Die Kopfhörer waren geschenkt. Ich versuche ihn zu helfen, falls ihn jemand hinterherfährt. Ach so, okay, danke schön. Ich versuche sie halt dann irgendwie abzuhalten. Naja, ich habe ja auch schon Engelchen bei mir, ne? Sehr viele am. Ja, aber ich hab auch Engelchen bei mir, das müssen sie auch wissen. Glaub ich ihn, aber ich wurde jetzt schon selber so oft. Alles klar, verstanden. Da weiß ich Bescheid, danke schön. Ich gehe gerade im Auto gucken, nicht wundern. Ich gehe mal lieber in den Laden rein, bevor ich hier gleich wieder über den Haufen gebrettert werde. Einmal reingehen da, bevor ich wieder zugebrettert werde von irgendeinem Auto. Oh, schick. Schick. Ja, bitte. Was wollen Sie denn für ein Auto? Ja, nee, gar nichts. Ich gehe gerade Probefahrt machen. Ah, okay. Ja, immer gerade Probefahrt. Mhm. Also ich hatte den GT63 einmal, also ist echt sehr zu empfehlen. Ja, ich fahre jetzt nochmal den Einwohnerprobe, den Performante und dann schaue ich, was ich mir hole, ne? Okay. Ja, also wie gesagt, ja. Ja, bin schon weg. Oh, oha! Oh. Ja. Hat keiner gesehen. Aber von der Beschleunigung, oha! Beast, Monster! Also von allen Autos ist der, aber der ist vom Handling her kacke. Das ist so schade, der beschleunigt so heftig. Man gibt euch das. Das ist mal eine Beschleunigung. Aber der nimmt. Hört ihr das? Der nimmt die Bumps mit, deshalb ist er so schnell. Der nimmt die Speedbumps mit vom Handling her. Aber der fährt sich in der Kurve ganz schlecht, also. Jetzt würde ich mal sagen, wir ziehen gleich ein paar Brettchen. Aber Alter, der beschleunigt. Holy moly. Gebt euch das. Ohne Tuning gleich 300. Also ich muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen mit der Kiste. Das ist krass. Das ist wirklich krass, was der Wagen drauf hat. So, und? Los geht's. Ich hoffe, ich packe mit 300. Schauen wir mal. Theoretisch müsste ich damit 300 packen, bis ich drüben bin. Ach du Schäse. Ja, der packt locker seine 300. Oh, steig! Wie schnell ich weg war. Also, aber Alter, der fährt 300er Wagen.
Aber schade drum, weil der hat ein schlechtes Handling leider. Aber der fährt sich geil. Aber das sind alle Fahrzeuge, die es halt derzeit gibt zum... also der Wagen ist halt wirklich 350 Top-Speed. Das glaube ich dem wirklich. Das ist mein Auto. Das, schau mal, aber guck mal. Beschleunigung von 0 auf 100, 1,98 Sekunden. Die Werte stimmen überhaupt nicht. Weil ich bin mit dem vorher von 0 auf 100, das echt lange gebraucht. Bei dem kann ich mir eher vorstellen, 2 Sekunden. Von 0 auf 100. Aber der war jetzt heftig. Boah, aber wäre das Handling nicht so blöd, ich weiß nicht. Weil ich schau nochmal. Ich gehe mal eine Kiste öffnen. Wisst ihr, was wir wegen Kisten öffnen? Ich schau mal Preisbehälter mit Preisen, was es da gibt. Weil, komm, wir haben ja ein paar Grand Coins, wir können ja ein paar ausgeben. Schauen wir mal. Es gibt ein bisschen Geld für mich, weil ich will mir Auto kaufen und kann mir nichts leisten. Also ich aus wie die Wohlfahrt oder was? Nee, aber. Oh, wie viel brauchen Sie denn? Ja, halt ein Auto, ich weiß. Das billigste war, glaube ich, 141, glaube ich. Okay, auf die was Schönes. Schnucki. Wie Leute, der Sugar Daddy. So. Wie der herkommt betteln, ist es so süß. Gut. Ich bin heute der Sugar Daddy. Gut, dann schauen wir weiter. Sehe ich aus wie die Wohlfahrt. Geld verdienen, Shop. Wir sind schon gutherzig. Guck mal, Shop Einzelteile. Gibt es da irgendwas? Gucci-Tasche vielleicht? Oh, es gibt einen Gucci-Top. Oh mein Gott, was kostet das? 20? Oh mein Gott, ich brauche diese Gucci-Jacke. Kaufen. Kaufen direkt. Kaufen, oder? Kaufen? Gucci-Jacke? Oder die hier? Oder? Nee, die ist schon geil. Die ist schon heftig, weil ich tue die mal anprobieren. Ja, mein Gott, die ist geil. Ich brauche diese Jacke. Ich meine, in Real Life finde ich Gucci richtig blöd. Ich mag kein Gucci. Insofern bin ich kein Markenkleidungstyp, aber einfach weil wir Gucci tragen. Kaufen. 20 Coins, ich kaufe sie mir. Entschuldigung. Oh, ja, ich brauche die Hose natürlich auch dazu. Könnten Sie mich zu einer Garage bringen? Oh, der fragt ewig mich. Perfekt. Ach, direkt anzieht. Oh, habe ich die schon da oder muss ich die abholen? Nee, mal gucken. Leider auch nicht. Ah, die sind da. Ja, geil. Ja, mein Gucci-Outfit. Guck mal, wie fresh. Guck mal, wie fresh ich aussehe. Komplett Gucci, Bruder. Ich trage Gucci, ganze, ne? Ja, la, 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 ne. So, Gucci haben wir auch, perfetto. Haben wir gekauft. Ich meine, kostet viel Kohle in dem Sinn, weil wir hätten damit auch ein Paket holen können. Aber ganz ehrlich, ich gebe es jetzt ernsthaft für Kleidung aus. Und jetzt vielleicht noch eine geile Air Force oder sowas. Um das Ganze noch abzurunden. Louis Vuitton Air Force. Ich würde irgendwie normale nehmen, so. Die weißen Sneaker, oh ja, 20 Grand Coins. Och, Gucci-Schuhe. Soll man das abrunden mit Nike Air Force Gucci Edition? Soll man das alles mit dem hier abschließen oder soll ich die normalen tragen? Der Herr? Ich nehme die normalen. Der Herr? Haben Sie ein Auto? Ich 100 pro ich gefallen, oder? Das ist das Auto, doch, ich kann nicht zum Gebrauchtwagen hin. So, aber wobei, die Schlappen sind auch heftig. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Boah, alter Hype-Beast. Hyper. Guckt euch das mal an. Beast Note activated, aber sowas von heftig, Bruder. Da muss ich los. Gut, was haben wir noch? Wisst ihr, was ist geil? Wenn eine Tasche wäre cool, so eine Gucci-Tasche, so eine Bauchtasche oder sowas. Also sowas kaufe ich noch und dann, hier gibt's, ach nee, Hosenbänder, da braucht man nicht. So Saggy Pants, aber ich brauche. Alter, es gibt so viel Auswahl, unglaublich, was du hier alles kaufen kannst. Off-White. Sag mal, gibt es ja keine Gucci-Taschen? So eine Bauchtasche wäre. Ich habe nämlich so eine Supreme-Bauchtasche gesehen. Weil das würde den kompletten Swag nochmal abrunden. Na, gibt es ja nicht, ne? Oder ich bin wieder blind. Ich bin ein Blindfisch. Ich sehe oft viele Sachen nicht. Ja, das gibt es hier halt, aber es ist halt keine Bauchtasche. Handschuhe. Nee, komm. Ich glaube, Bauchtasche müssen wir woanders kaufen. Glaube ich. Das finde ich sehr schade. Nee, gibt es nicht. Aber hier vielleicht. Bei den Ketten irgendwo, nee.
Gut, gehen wir zurück. Dann gehen wir halt, Pack für Anfänger brauchen wir nicht. Preisbilder, schauen wir mal, was es gibt. Gibt es da auch einen, wo man... Ach, schau mal, Gucci-Schlappen kannst du hier gewinnen. Oder du kriegst 100% irgendwelche Schlappen davon. Die kostet, das Pack kostet 45 für Gucci-Schlappen. Ich mach das jetzt. Ist zwar saumäßig teuer, aber ich hoffe, ich krieg Gucci-Schlappen. Bitte Gucci-Schlappen. Nein, die Supreme bekommen. Ich mach nochmal, ist mir egal. Wir Gucci-Schlappen haben. Ja, ich hab die Gucci-Flops. Ja, ich hab sie bekommen. Ja. Oh ja, oh ja. Jetzt runde ich das ganze Outfit aber richtig ab. Ich meine, das hat jetzt viel Geld gekostet, aber egal. Ich muss es abholen. Ach stimmt, die Sachen muss ich abholen. Ich habe Gucci-Flops bekommen. Ich bin so happy. Ich bin gerade so happy. Ich hab die besten Flip-Flops bekommen. Aus dem Shop. Aus dem Dings hier. 45 hat das gekostet. 45 habe ich dafür ausgegeben. Wenn man denkt, oben hier, das, wo ein Auto drin ist, kostet 30. Also, man weiß nicht, ob ein Auto drin ist, aber es könnte sein, ja. Die habe ich für 200.000, kann sie hier die machen. Gibt es hier irgendwo was, wo es auch eine Bauchtasche gibt hier? Oh, zwei, ah, hier, 4 Millionen? Ah, da gibt es die Bauchtaschen. Die kosten 4 Mille das Stück. Was ist das? Ah, jo. Jetzt habe ich hier 7 solche Coins. Da kann ich einmal ein Gratis-Zier machen, ne, mit den Coins. 50 solche Coins kriegst du so eine Hose. Ich habe nur 7. Ja, komm, dann zieh mal da so eine Ding mit so einem Container. Ja. 50. Warte mal, jetzt bin ich aber verwirrt. Ich finde das nicht in den Shop hier. Shop, Einzelteile, Transport. Öffne den Container. Geht nicht. Also ich muss erstmal so was kaufen. Das heißt, wenn ich da drauf gehe, wenn ich hier kaufen gehe, dann... Ah doch, es geht. Okay. Und jetzt gehe ich zurück und dann kann ich den öffnen. Ist ein bisschen komisch gemacht. Erst jetzt kann ich den öffnen. Ah, komm. Jetzt kann ich den öffnen gehen. So. Habt ihr noch gekauft? Jetzt bin ich halt... Oder muss ich ihn erst abholen? Die Verwirrung ist verwirrt. Die Verwirrung ist gerade heftig verwirrt. Ja, ich bin gerade verwirrt. Ich habe den gerade gekauft, den konnte ich wieder komplett lost. Hier, den habe ich ja gekauft. Öffne den Container, aber ich habe den gekauft und irgendwie... Schau mal, den habe ich ja gekauft hier vorhin. I don't know. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Nee, zurück. Ich überlege noch, warte, wir müssen... Den habe ich gesagt, für 110. Die müssen wir mal überlegen, ob wir den behalten. Ich gehe mal in die Behälter rein. Was gibt es denn hier für ein Angebot? Ja gut, das ist eher nicht so meins. Auch nicht so meins. Was gibt es denn hier? Oh, nö. Oh, das ist doch mal ein Pack, da würde ich gerne ziehen. Kostet auch nur 6 Dollar. 6 Dollar, 6 Dings. Finn Schmitz, danke für 19,99. Kuss geht raus. Harry, schönen Abend dir und deinen Zuschauern noch. Könntest du Jan grüßen? Grüß mal den Jan, jawohl. Und Harry und Shork. Kannst du auch einen Bankhop oder sowas machen? Da müsste ich, glaube ich, in der Gang sein, die das machen kann. Bitte, wie müsst ihr mich in der Gang anschließen? Death Angel, das ist meine erste Donation überhaupt. Ich hoffe, dass du meinen 1 Euro sehr gut... Was? Ich hoffe, du erst meinen 1 Euro sehr gut und kannst mich grüßen. Keine Ahnung, was damit gemeint. 300.000 Dollar. Boah. Wir müssen mit der Post abholen. Kuss geht raus an Death Angel. Dankeschön für eine Rune. Und beste Gruß geht raus. So, Dominik Antrobus. Danke auch fürs VIP werden. Ich glaube, da ziehe ich nichts. Naja, ich gehe mal eine andere Dings gucken. Aber ich hätte gerne einen M5 da drin. Was kostet denn der M5, wenn ich den hier eigentlich kaufe? Was kostet denn das hier, M5? Ich heiße nicht Steve. Mal gucken, Lamborghini gibt's. Verbrauch, es gibt Verbrauch. Pro, ah, hier kannst du auch Probefahrten machen. Okay, Tesla, Cybertruck für 4 Mille. War der so günstig hier? Für 4 Mille kriegst du einen Cybertruck? Okay, das ist cool. Theoretisch könnten wir uns ja einfach so ein Auto kaufen. Eine Supra hätte ich irgendwie gerne. Was kostet hier eine Supra? Also ich kann hier weiter gucken, okay.
Achso, ich hab nicht durch. Also Elektro. Ah, ich bin Elektroautoabteilung. Ach so. Exklusiv. Für 4 Mille Maybach. Den haben wir auch bei uns, den Wagen. Lass mal schauen, ob die hinten dieses Grand-Logo drauf haben. Lass mal Probe fahren. Ach nee, das kostet Probefahren $5.000. Also hier muss echt für eine Probefahrt 5.000 zahlen. Boah. Ich glaube, das ist Prozent, vom Prozent abgerechnet, ne? Ah nee, doch nicht. Alles 5.000. Gut. Gut, gut, gut. Dann lieber mal nicht Probe fahren hier drin im Autohaus. Da hauen sie dir wirklich die Prügel raus, nicht so wie Bandels Autohaus. Hier hauen sie dir für eine Probefahrt die Prügel auf den Kopf. 4 Mille kostet der Wagen. Achso, dann könnte ich hier aber weitermachen. Gut, nee, dann nee, alles gut. Dann gehe ich hier weitermachen beim Pack Opening. Dann ist das Pack hier gar nicht so schlecht für 6. Was krieg ich hier? Oh, der war schon sneaky peaky geil. Zelt in das Fahrzeug im Container enthalten. Darf ich mal den Komet bekommen? Aber irgendwie hätte ich gerne den ja, das wäre schon geil. Ich öffne den mal. Kostet nicht so viel. So. Ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie, dass wir mal was rauskriegen, was Gescheites. Ich meine, 2 ist günstig. Das kostet nicht so viel. Und vielleicht kriegen wir einen M4 oder sowas. Würde mich freuen. Ich meine, Geld kriegen wir so oder so gedingst hier. Aber trotzdem. Ist ja nicht das, was ich will. Ich will den M4 haben. Garantierter Preis. Mhm. Natürlich. Naja, immerhin etwas. Aber ich mag keine Standard-GTA-Autos. Es ist halt wirklich... Dieses Auto kannst du direkt in den Müll schmeißen. Da gerade bekommen habe. Aber eigentlich ist es hier gar nicht so schlecht zu ziehen, weil es kostet nur 2 Coins. Wir haben über 600. Hallo, ich möchte ein Auto kaufen. Ich muss echt woanders hingehen, glaube ich. Ich glaube, er ist gerade. Wieder ein Komet bekommen! Ich krieg wieder einen Komet. Jetzt habe ich 2 Komete in der Garage stehen. Das kann ich mir gar nicht leisten. Ich glaube, ich verschenke irgendwie mein Auto, ich schwöre. Ich glaube, den nächsten, den ich sehe, ich schenke dem einfach meinen Komet. Ja, was halt ist? Wie heißt? Ich habe einen Typ kennengelernt. Wurde von dir ausgeraubt. Oh, jetzt haben wir eine Story. Dabei. Er wusste nicht, wie man die Hände hochhebt. Aha. Er wurde abgeknallt. Ich nicht, ich durfte einfach wieder wegfahren. Die mich abgeknallt haben, ja, wir beide wurden ausgeraubt, aber die konnten halt nichts abziehen, weil ich nicht besonders dabei war. Das ist das Sound, glaube ich. Haben halt die, also das waren die. Oh, Gaming Cats, den Angriff für 5 Euro. Hätte eine Idee für RLO für gesundes Essen. Ein Subway Store werden anfangen. Also, wenn Subway gesund ist, dann esse ich einen Burger. Also, habe ich Bock auf Burger, danke. Nee, Subway ist ja nicht unbedingt gesund. Aber ja, ein Subway wäre nicht schlecht, du hast recht. Das wäre geil. So eine Subway-Filiale aufmachen auf RLO. Voll die geile Idee. Verkaufen. Ja, nee, Leute, ich habe nicht so die Geldnot. Ich schenke es einfach jemandem. Ich mache mir damit glücklich. Weil ich den jetzt verkaufe, den Wagen. Ich schenke den einfach irgendjemanden. Dann hat er damit Spaß, wisst ihr. Ich schwöre euch, dieses Scheißteil gönnt nichts von hier oben. Ich schwöre euch, ich gehe da nicht mehr rein. Ich hole mir was anderes. Was ist denn hier? Ja, das sind halt die Autos. Aber da habe ich schon mal gezogen. Da habe ich schon mal... Ich habe nicht mehr so viel Coins. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel ziehe. 500. Ach, warte mal. Wir können ja hier auch mal was ziehen, ne? Was kriegt man hier? So Skorpione, den brauche ich nicht. Nee. Hallo, dann sind Auto für mich. Brille. Blöde Frage. Du siehst aus wie die Wofa, du, der ist. Gott sei Dank ist der weg. Habt ihr gemerkt, wie der gerade... der wollte gerade bei mir... Habt ihr gemerkt, wie der den Stream guckt? Die ganze Zeit habe ich gemerkt, dass er den Stream guckt. Ich sag on Stream, ja, ich, den nächsten, der vorbeikommt, ich denke, ein Auto. Entschuldigung, Sie haben ein Auto. Mister, ich will nicht suspicious sein, ne? Der Typ könnte no shit beim FBI arbeiten. Gute Arbeit. Kuss geht raus. Das ist so ein Typ, der könnte halt echt beim FBI arbeiten. Heftig. So. Feier ich. Genau solche Leute feier ich. Was gibt's hier? Legendäre und seltene Fahrzeuge? Der könnte mir auch mal spinnen, theoretisch. Guck mal, was es hier gibt. Hier gibt's den Mercedes-Benzer Vision.
Könnten wir auch mal drehen, aber da krieg ich eh wieder den Scheiß raus. Was haben wir denn hier? Ui! Ui, guck mal. Ey, guck mal hier. Seltenes Fahrzeug. Ist das so ein BMW-Prototyp? Ach komm, das kostet 50. Ja komm, wir drehen mal. Das ist, glaube ich, eines der teuersten, die ich jetzt bis jetzt gedreht habe in meinem Leben. 500.000. Ah, ich weiß nicht, soll ich da weiter drehen oder... Ach, komm. Nee, ich geh erstmal zur Sicherheit. Bevor wir hier jetzt alles ausgeben, gehe ich zur Sicherheit. Ja, mein Auto kaufen. Unter Shop. Auto. Und den haben wir gesagt, kauf mal für 110, genau. Den kaufen wir. Kaufen. So. Ich schau nochmal, was das kostet, hey, wenn wir hier diese Ding holen. Wartet mal. So, zack, Shop. Prime-Ticket. Kaufen. Ja. Prime-Ticket erstmal gekauft für 30 Tage. Jetzt haben wir noch 177 Grand Coins. Ist die Frage, was wir damit machen gehen. Preisbehälter. Ah ja, by the way, wenn ihr auf diesen Link draufklickt, ne? Bei mir. Auf Grand RP, dann bekomme ich hier oben auch Coins, ne? Also, wenn ihr mich supporten wollt, dass ich hier mehr Coins habe, ihr Spins, auf den Link draufgehen, registrieren, rauf auf den Server und los geht die Luzi. Was ist hier? Legendär selten. No, wobei, da kriege ich auch wieder nur das. Ich wette, da kriege ich wieder nur die unteren Autos. Edelstein und so was. Oh, hier BMWs. Ach, guck mal, was hier ist. Da ist ein M3 neuer, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, gut, da bin ich dabei. Ach, das war ja der. Okay, der hat gerade rumgebackt. Das ist da, wo ich immer Fäden bekommen habe, ne? Stimmt, da war ja was. Du kriegst hier immer Fäden. Du kriegst hier Fäden. Ja, das für 20.000 bin ich trotzdem dabei. Ich will den M3 haben. Oder sollen wir gucken, was der da kostet? Ach stimmt, warum gucken wir nicht, was der kostet hier? Den muss es doch hier geben im Shop, oder nicht? Guten Tag. Hallo? Die Dame, hallo? Man versteht sie nicht. Ich höre sie nicht. Die Dame? Guten Tag, brauchen Sie ein Auto? Hey Steve, what's up, man? Ja, eigentlich schon, aber ich hab nicht keins, ja, keine Ahnung. Ne, warten Sie mir. Was ist das? Ich könnte Ihnen eins geben, ne? Ja, aber ich hab kein Geld. Ja, warte. Dahin. Ja, dein Kollege hat Probleme, Digga. Oh ne, jetzt habe ich den nicht draußen stehen, ich hätte Ihnen sonst mein Auto gegeben. Was denn auspacken? Kann ich Ihnen ins Auto geben, wenn Sie dort wollen, weil ich brauche den morgen nicht. Ich habe nämlich so, ich weiß nicht, sind Sie mit einem Komet zufrieden? So ein Porsche Nachbau. Wenn Sie damit zufrieden sind, kann ich Ihnen gleich geben, warten Sie mal. Ja, können Sie ein paar Sekündchen warten? Ja, kriegen Sie gratis, ich schenke Ihnen den. So, exklusiv, Start, Elektroautos. Niedrig, Mittel. Schade, dass ich hier nicht, der BMW müsste ja sein, BMW. Also, achso, die sind ja nicht so sortiert, ach geil. Okay, ja gut, dann muss ich schauen, wo der drin ist. Kann das sein, dass hier die... Warte, Prämie. Okay, das brauche ich nicht. Sport, da müsste drin sein. Also unter Sport müsste doch der Ding drin sein. Oder sind das 8? Ich glaube, das sind nur die, ja gut, Replace-Autos drin. Also nicht Replace, Hypercars, Motorräder, Casino. Was? Behältnisse? Was soll Behältnisse heißen? Ah, da ist er! 3,5 Mille, wie viel haben wir denn? Wenn ich mir den jetzt hole, besser als wenn ich da jetzt die ganze Kohle ausschmeiße, oder? Wie viel Geld habe ich denn dabei? Ich meine, geil ist das schon. Ah ne, das ist der M4. Oh, ich hätte fast ein M4 gekauft. Wollte mein M3 eigentlich haben. Fast nur ein M4 gekauft, Bruder. Da ist der M3. Ist sogar günstiger? Ja, den da kaufen. Aber ja, direkt kaufen. Lieferzeit 12 Stunden, direkte Lieferung mit dem... habe ich zu wenig Geld? Habe ich keine 3,8 Mille? Ich habe 3,6 Mille. Wunderschöne Dame.
Kommen Sie mal mit, ich kann Ihnen das Auto mal geben, kommen Sie mit. Hey Sie, können Sie mir helfen bitte? Die wollen alle Hilfe, du. Alle kein Geld, wollen Sie. Ich hoffe, ich kann das verschenken. Ja, kommen Sie mal rein hier. Was ist los mit dir? Könnte man nie einen beigebracht zu Hause, ne? Bei Mama und Papa. Verstehe schon. Ja, unglaublich. Oh ne, weil ich habe da jetzt schon 50 Autos gefüllt gewonnen und ich brauche die nicht. Die sind so alt wie vor euch nicht. Oh Mann. Und versteht sie ganz, ganz schwer. Sie sind ganz leise bei mir. So, und sie, dann hole ich sie mehr raus. Ja, ist ein bisschen besser, dankeschön. Warten Sie mal, ich habe nur angerufen. Oh, Sie wollen hier alle was jetzt von mir. Warten Sie, ich hole ihn mal raus, ich gebe Ihnen gleich die Kiste. Hi. Ich möchte einen Parkplatz kaufen. Oder muss ich den hier einparken? Ach komm, bin ich gerade so bescheuert, dass ich die Autos hier nicht rauskriege? Oh, was ich hier noch einparke? Oh mein Gott. Das ist peinlich, wie ich das nicht hinbekomme. Ich muss das Fahrzeug irgendwie... Ich kann hier nicht mehrere Autos hinstellen anscheinend. Ich dachte, ich kann hier mehrere Parkplätze kaufen und dann... So, warten Sie mal. Nee, wie parke ich das Ding jetzt da ein, du? Oh, das ist jetzt blöd, tut mir leid. Mal wieder Tor hinbekommen. So. Ich möchte eigentlich ein anderes Fahrzeug hier rausholen, aber der lässt mich nicht. Ich muss da doch irgendwas rausholen können, das gibt's doch nicht. Ausgewählt, gut für dann. Ich möchte ja ein gewisses Fahrzeug ausparken. Ah, ich kann die verschenken. Ah, das ist blöd. Okay, das ist sehr blöd. Oh, die Dame. Mir fällt gerade sehr auf, ich kann Ihnen keine geschenkten Autos verkaufen. Ja, nee, aber ich kann Ihnen trotzdem was geben, weil sie brauchen ja ein Auto, sie brauchen Geld, ne? Und ich kann wenigstens was. Ich wusste das nämlich nicht. Ich könnte sonst natürlich was geben, wollen Sie mir. Und damit können Sie sich ein bisschen was kaufen. Ich fahre Sie dann zurück. Ich wusste nicht, dass ich das nicht machen kann, aber. Man lernt nie aus, ist auch so wie es ist. Du kriegst ja was geschenkt, dann möchtest du es jemandem schenken und dann geht nicht, ne? Ja, passiert. Aber gut, dann können Sie sich wenigstens einen schönen Schlitten mehr kaufen. So, bitteschön, dann kaufen Sie sich was Schönes. Und so lieber mal auf den Kollegen, ich will ihm ja nicht. Und dann sieht man sich vielleicht mal, ja? Ja, bitteschön. Ah, tschüssi. So, und jetzt werde ich mich mal irgendwo hinparken. Wo mich kein Schwein finden kann. Ich komplett alone bin. Hier, so. Perfekt. Ich werde jetzt ein bisschen weiter zocken. Ich habe noch sehr viele Coins und ich schaue mal Behälter mit Preisen. Also irgendwie hätte ich schon gern hier unten den, was ist er denn hier, für 20.000, wo ich die ganze Zeit zahle, 20.000. Habe ich zwar letztes Mal nichts bekommen, aber dieses Mal will ich da. Ich will unbedingt diesen BMW haben. Aber es kostet jedes Mal 20.000. Nee, die haben auch Salate, etc. Ja gut, hat McDonald's hat auch Salate, wo ganz viel Zucker drin ist. Wer es nicht wusste, McDonald's im Salat ist Zucker drin.
Aber ein Subway finde ich an sich sehr cool. Subway ist schon nice, weil da gibt es ein gutes MLO für. Kann ich gut umsetzen. Na ja, komm, scheiß auf die Fäden. Ich mach's jetzt ein paar Mal schon. Wird schon mal was rauskommen, oder? Nicht die ganze Zeit Fäden. Ich sehe schon kommen, wenn ich die Sachen abholen komme. So. Also sind wir 10.000 kaufen. Also für 10.000 gibt's schon ein paar Autos, die man sich leisten kann hier drin. Tatsächlich, so teuer sind die dann auch nicht, die Autos, die weiter unten sind im Segment. Nur die ganze Sportwagen kosten sehr viel. Finn Schmitz, habe ich das schon vorgelesen? 1990 von donated, vor 12 Minuten. Vielen herzlichen Reizdarm, Kuss geht raus. Die Spielsucht haut wieder rein. Ich will eigentlich nur diesen BMW haben, mehr möchte ich gar nicht. Ich will BMW M3 fahren heute. Mein Mercedes haben wir uns ja schon gegönnt, den G63S, aber ich krieg die ganze Zeit nur Feen. Ich glaube, ich lasse das hier gleich. Da habe ich letztes Mal ja auch so hart gehasselt für den Wagen und habe nichts bekommen. Wisst ihr noch, wo ich da die ganze Zeit gedreht habe hier? Ich habe nie was bekommen, außer die Feen, die ganze Zeit nur Feen. Ja, komm, einmal letzte Spin hier und dann gehe ich auf einen anderen Spin über. Ja, komm, Feen, komm. Komm, ich kann mich woanders verarschen hier, mit den Feen. Was gibt's hier sonst noch für 300? Ah, wir haben ja 3 Millionen, was ist hier drin? Also hier sind die Brillen drin, die will ich nicht. Die Schlappen haben wir ja geholt. Die waren ehrenhaft. Ja, eigentlich, naja, gut, das habe ich mir vorhin schon angeguckt, das war jetzt auch nicht so geil, das Pack. Okay, Mercedes, so, das kommt, ist auch nicht so was, was ich unbedingt brauche. Auch nicht so unbedingt. Ja, gut. Ach, schau mal, hier gibt es so kleine Packs, da kriegst du so viel Geld raus. Glaube ich halt. Also steht nicht dabei, wie viel Geld man dafür rauskriegt, aber... Das ist was, ne? Das ist ja was, ich meine. Bauten raus. Leberkass-Beppi mit 25 Euro mit Fies. Nice Stream. Dankeschön an Leberkass-Beppi. Beppi. Schon Beppi gesagt, ne? Leberkass-Beppi. Kuss geht raus. 25 Euro runtergelassen. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen weiter. Ich werde schon was rauskriegen. Der Leberkass-Beppi. Nur was de, bin ich dabei. Ist das nicht irgendwo in Wien tatsächlich so ein Stand, der so heißt? Leberkass-Beppi? Irgendwie kommt mir der Name so bekannt vor. Wieder ein Kometengeschenk bekommen. Das ist, also ich werde hier abgezockt. Liegt hier ganze Zeit ein Kometen. Ja, wenn wir mal eine Klasse höher gehen. Ich ziehe hier nochmal ein paar. Hallo? Aber ah, schon gesehen, seht ihr? Hab ich schon mehr gefunden. Hallo, können Sie mich hören? Ich meine, wenn ich hier weitermache, habe ich gleich so viel Geld, dass ich mir den Wagen eh kaufen kann. Aber trotzdem, ich mache hier einfach weiter. Ich will keine Benji geschenkt haben. Es ist so traurig, ich will doch keinen Benji haben. Jawohl, BMW M5F. Da geht doch was, da geht doch. Der ist der gönnt gerade richtig. Leute, nehmt den. Hier, das Pack hier für 6 Münzen. Das ist supi. Das ist ein supi Pack hier. Ich habe gerade ein M5 gezogen. Wenn ich jetzt noch den M4 da ziehe, der da drin ist. Achso, das ist ja nicht das Pack. Ah, gut. Dann habe ich hier. Wo wäre der Lambo? Wäre auch geil. Ich ziehe weiter. Das Pack gefällt mir. Ein Lambo wäre schon nice da drin. Du musst die 30 aufmachen. Für was muss ich die 30 aufmachen? Was ist denn dies hier? Warum wirst du in den Knast gesteckt? Also, weil du vor mir gestanden bist. So, soll ich denn sagen, dass du, ja, dass du rauskommen sollst? Ja, warte mal. Ist heute schlimm. Oh, ich habe einen Wacker gewonnen. Super. Für 30. Wow. Also, er meinte so für 30 öffnen, mache ich jetzt auch. So für 30. Der Schandl ist gerade reingekommen. Es war Schandl, die zu mir ist. Und anscheinend hat der Admin gerade Schandl weggebannt.
Der Schandl wollte nur kurz vorbeischauen. Ich sag dem gleich Bescheid, dass das Schandl war. Muss mal schauen hier, die ID und so. Die arme Schandl, sie wollte nur vorbeikommen. Warte, ich schau schnell. Chen Rumpe, die 9667 war das. 9667, warte, ich mach mal ein Ticket auf. 9667. Das ist halt, weil ich genau da hinten gestanden bin, ne? 9667, schauen wir mal. 9667. Schauen wir mal, ob das klappt, ob wir sie so wieder rausbekommen. Ob das klappt so. Die Arme, die wurde gerade in den Knast gesteckt, weil die bei mir da ist. Uiuiui, Schandl, was ist denn da gerade passiert? Ich sogar mal Schandl, was ist denn da los? Ihr weißt, was ich mich gemacht habe? Ich habe mich ja hier hinten so hingestellt, wo mich eigentlich keiner sieht. Und Schandl ist jetzt zu mir gefahren. Und der Admin hat halt gesehen, dass ich mich extra so hingestellt habe, dass mich halt keiner nerven kann, ne? Und keiner stört. Dann. Okay, schau mal. Finde. So. Sie ist kein Stream-Sniper, alles gut. Aber schau die Mods direkt. Ich glaube, sie bringen sie gleich um die Ecke. Schau mal gleich mal. Armes Schandlein. Wie sie reingemeldet kommt. Das ist ein Scheiß, die wurde gerade weggewandt. Aber die konnte es ja nicht wissen. Also hätte ich gesagt, Schandl, komm her. So. Ich glaube, die wird hier gleich wieder hergebracht. Für einen Bruderbasis, so Shop. Ins Zimmer reingemeldet. So süß. So süß vom Bett. Gut, für 6. Das bin ich ja fertig, ne? Ich schau nochmal wegen. Das Pack hier. Das ziehen wir noch ein paar Mal schon mal für 2. M5 haben wir schon geholt, Leute. Wir müssen dann die Sachen gleich abholen gehen. Wobei die geschenkten Sachen sind ja, glaube ich, schon mitten in der Garage, oder? Die sollen gleich drin sein. So. Die ist einfach Jenny Rumpe. Man kennt sie. Aber hey, ich habe einen M5 rausbekommen. Das ist echt nicht schlecht. Und vor allem, ich kriege hier auch noch Kohle raus. So, einen Coin habe ich noch. Aber ich glaube, mit einem kann ich nichts mehr kaufen, ne? Uno Coin, bitte. Uno Coin, por favor. Nö, für einen Coin gibt es nichts. Okay, wir sind fertig. Also, man muss schon sagen, ich habe... Was ist los? Sugar Daddy? Ja, komm, steig ein, Süße. Komm. Komm, lass mal auf dem Ort hinfahren, wo es keiner sieht. Ich brauche ein bisschen Geld. Ja, komm, lass mal hinfahren, wo es keiner sieht, du. Lass mal in die Ecke fahren und lass mal einen ruhigen Platz suchen. Gefällt dir so eine alte Sache, ne? Mit Geld. Mit einem Gucci-Anzug, ne? Oh, das gefällt dir, ja, ja, ja. Ja, ist schon voll sexy. Ja, schon, ne? Wo warst du denn? Wie? Ja, wo bist du denn hin auf einmal so? Weiß nicht, ich hab da auf einem Traum gehabt, war ich in so Gittern in Handschuhen. Ja. Ach, so war's, ja, ja, klar doch. So, ich muss jetzt mal meine Sachen abholen fahren hier. Oh, schau mal. Ey, für abbremsen. Oh. So. Oh, Scheiße. Oh, der ist aber ganz schön weit los, du. Ach du Scheiße, mach doch mal ein bisschen Platz hier. Ah, ich hab auch was zum Abholen. Oh, die haben da jetzt Poller hingestellt. Perfekt, da kannst du nicht mehr hier drin parken. Ja, supi, guck. Muss hier auch was abholen? Ja. Perfekt, ja, guck, geht doch. Hallo? Hallo? Ich kenn sie ja von irgendwoher, ne? Ich kenn sie auch. Der Herr? Ich kenn sie ja von irgendwoher. Ah, ich bin zu dick. Ja, muss ich mit dem Bulli durchpassen auch, ne? So, auf dem Postamt. Schau mal, ob ein Brief da ist. So, der Lerier. Guten Tag, oh, die Damen. Man, shit, the investor's pissed. Möchte ein Paket abholen. Oh mein Gott. Ui, 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 ui. Kann ich jetzt überall mehr lesen und dann... Habe ich da gerade diese Brille bekommen?
Hab ich da gerade. Ich hab diese Brille bekommen! Guck mal, wie ich aussehe. Ist das gar die Brille? Okay, dann halt nicht. Ja gut, dann. Ja. Warte kurz. So, mehr lesen. Ja, ich kann jetzt überall das hier. Es ist halt echt schlimm, ne? Das ist halt jetzt echt schlimm. Ich kann jetzt überall drücken, ey. Download mehr. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das für eine Liste? Ja, gut. Das sind die. Leute, das sind die Fäden. Das müsst ihr auch wissen, ne? Das sind die Fäden. Ich habe 121 Items hier drin. Also, wir müssten hier irgendwas. So ein Schnellding müssen die hier finden. Dass man hier einmal draufdrückt und zack, ist alles da. Oder gibt es das hier überhaupt, so ein Schnellteil, dass man alles... Das ist halt echt heftig, Bruder. Gott sei Dank habe ich einen fetten Rucksack dabei, dass ich hier alles reinbekomme, hoffe ich mal. Ich meine, sonst stecke ich die Feen halt wie den random zu, das mache ich sonst auch immer so. Die ganzen Feen, ich meine, die sind ja auch was wert. Die Feen kosten, die kosten ja auch... ist ja auch was wert, aber ich, ist halt... Ja. Alter, kann man hier nicht irgendwie schneller... Boah, das dauert jetzt ein bisschen lang hier, 97 Stück noch. Meine Gucci-Schlappen. Eine Supreme-Schlappen, alles da. Nehme das Geld und lösche es. Dieses Päckchen enthält Geld. Tombola-Preis. Ich habe bei der Tombola gewonnen. Okay. Ach, stimmt, habe ich ja gewonnen vorhin am Rubbellos. Rubbellos-Preis. Cool. Habe ich ganz vergessen, dass ich ja Rubbellose vorhin aufgemacht habe. Jetzt habe ich ja komplett vergessen. Boah, Alter, ist das heftig nervig, das ist unglaublich. Das ist noch von 2021. Uiuiui, das ist ja alles, sind hier alles, ich glaube, das ist alles Fäden, ne? Soll ich die einfach, drin lassen, oder? Soll ich die einfach drin lassen? Ey, lass dich, glaube ich, drin. Abzi? Ja. Komm mal mit, ich hab ein Problem. Ja gut, ich glaube, ich lasse die da drin. So, jetzt zieh ich mir meine Gucci-Sandalen an. Oh ja, das Outfit ist der Hammer. Und jetzt brauchen wir noch, jetzt haben wir ja die Gucci-Sandalen abgeholt. Was brauchen wir noch? Habe ich nicht noch irgendwas bekommen? Mir kommt vor, ich habe noch irgendwas. Was ist das denn? Ach, das ist das Ding, was ich jetzt usen kann. Ah, tatsächlich. Öffne den Container. Und es buggelt. Und ich wurde komplett abgezogen. Entschuldigung. Ich habe Fäden bekommen. Ja, hier sind alle her. Ja, der Gucci. Entschuldigung, der Herr? Ich kenne sie ja von irgendwoher, ne? Ich kenne sie nirgends vorher. Ja, natürlich. Ich wollte sie fragen, ob sie ein Auto kaufen möchten. Ich möchte keinen Tannenbaum und auch kein Auto kaufen. Okay. Moin, moin. Ein Tannenbaum war leider nicht so verfügbar. Oh, danke, 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 ne? Sorry, mein Handy klingelt. Jo, jo, natürlich, natürlich. Ist immer das Handy, das klingelt, ne? Ja, ja. Ja, schau mal, wie ich. Die Klingelton hatte ich auch mal. Tannenbaum, gute Scheibe. Du, wie findest du meine Brille? Sieht die gut aus? Das ist jetzt ja richtig rich. Ja, die ist ja ist richtig rich jetzt hier. Komm. Ich bin der Richie Rich, bin ich gerade. Und meine Perle, die will ich da auch mal hier verführen, du. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Ja, ich weiß auch nicht, wer du bist, aber ich nehme dich einfach mal mit, du. Dann schau mal gleich mal unter Schlüpper, ne? Aua! Das kann ich aber auch nur machen, weil es Schandl ist. Das kann ich nur machen, weil es Schandl ist. Der Herr? Der Herr? Der Herr? Aber der Typ hat mir einen Arsch gefasst. Oh, da schauen wir, ist der Auto eh da. Ich will den Auto abholen und dann bin ich ready. Aber ich ready for takeoff, du. Der Herr. Der Herr. Nee, ich höre den ganzen Tag immer der Herr. Wissen Sie, immer so der Herr. Der Herr. Oder ich kenne sie ja von irgendwoher. Hallo? Ich fahre jetzt aber mit bodenloser Absicht. Du fährst jetzt runter, du. Lern Auto fahren. Auto fahren lernen. So, bitte. Ja, bitte. Wie kann ich helfen, bitte? Vielleicht solltest du deine Stimme vielleicht wissen. Wo ist meine Stimme?
Er steht aus. Bidi? Nee, was hast du gerade gesagt? Mein Herz sie nicht. Oh, du Scheiße. Wo ist die sein? Mein Herz sie nicht. Ja, hallo. Guten Tag. Seit gefühlt einer Minute versuche ich Ihnen zu erklären, dass man sie nicht hört. Ach so, Entschuldigung. Ja, wo fährst du jetzt hin, du? Voll Bengel, du. Fahre mir komplett frontal rein und fährt nicht mehr weiter, du. Ach so, ein Bengel, du. Ich wollte mal meine Autos ausbauen. Will mal gucken, wie das aussieht, du. Ja, natürlich. Boah, ich fahr mal zum anderen Parkplatz rüber. Boah, war ganz schön knapp, ne? So. Oh, ist hier der. Na, nee, hier vorne ist der Parkplatz. Oh, ich park mich hier ein und dann passt das auch schon. Hier, ja, warte mal, ich hol mal mein Auto raus. Oh, nee. Was ist da los mit der Kiste? Warte mal ganz kurz. So. Jetzt aber. Jetzt bin ich aber hart verwirrt, du. Auf der Rückbank möchte ich das jetzt nicht machen. Nein, also, nicht das Problem, aber ich komme hier vorne nicht rein, du. Oh, jetzt geht doch. Dann steig ich mal ein, du. Ist auch doch, ne? Ja. Merkst du selber, ne? Boah, voll geil, du. Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich mir gerade gerippt, den Wagen. Boah, der fährt, oh, der fährt gut. Der fährt gut, der Wagen. Oh mein Gott, oh, der ist mich aber zufrieden damit. So, ich fahr mal tunen mit dem Ding. Also, mir auch, ich fahr mal tunen Garage. Weiß ich, was man hört. Weißt du, keine Entschuldigung, kein tut mir leid, ich bin reingefahren mit einfach ein. Oh, da wäre Polizei, aber die ist auch, die ist eh nicht unter uns her. So, dann fahren wir mal zu mit der Kiste. So, wo kommst du denn eigentlich her? Oh, schau mal, da brennt das Haus. Ja. Komm von Florida. Von Florida? Ich dachte, dieser Sänger da. Ja. Ja, cool. Yeah. Der Kuro, Flora, oh, der Sänger. Ne? Ich höre sie nicht. Ja, ich höre auch nichts. Das liegt daran, dass ich Kopfhörer auf habe. Gut. Aber ich bin dran vorbeigefahren. Warte mal, ich schäme dann mal zurück. Oh, der Wagen muss nämlich umlackiert werden, ne? Was soll ich denn für eine Farbe draufklatschen, sag mal? Bitte? Oh, müssen das 50.000 Leute herfahren, du. Mein Gott, du. Ach, meine Güte. Ja, fahr ich noch 50 mehr rein. Ach, ist ja recht, du. Ja, Stadt ist frei und jetzt, was machen die denn? Die fahren da rein und dann war's das oder was? Die lasse ich Standard drauf. Farben der Räder, Xenon. Oh, Xenon müssen wir unbedingt einbauen. 80.000, ja gut, kaufen. Ja, kaufen. Ja gut, das will ich nicht kaufen. Das ist überteuert. Turbo kaufen. Tönung. Kaufen. Farbe des Fahrzeugs. Ist das vielleicht so Gangfarben? Na egal. Kaufen.
Die war Ruder draußen. So. Ich lass mir jetzt extra viel Zeit. Sicher nochmal wegen Räder, ob es da noch andere gibt, die cool sind. Aber ich glaube, das sind eh die besten, die Standard. Ja, der Wagen bleibt jetzt violett. Genauso ist es. Ruhig jetzt! Jo. Karma! Das ist Karma, du! Oh, schau mal, was denn da gerade passiert, sag mal. Jo, was ist denn da gerade passiert? Wo fahren wir denn da hin? So, tanken muss ich, glaube ich, nicht. Ja, perfekt. Jetzt, ich fahr dir mal Probe. Ja, nee, ich schau zu schnell, ihr fährt, du. Lass mal auf die Autobahn damit. Und dann geh ich noch ins Casino. Da dreh ich mich noch mal ein, du. Dann wär's mal eine Probefahrt mit der Kiste. Und was sagt ihr? Mit der Lackierung alles okay? Lackierung okay oder geht's so? Was sagt ihr? Also, ich finde die cool, die Lackierung. Vor allem mit der Unterboden hat das schon Stil. Extra für Schande Violett. Ne, ich finde Violett auch Hammer. Ich habe ja bei meinem PC-Setup Blau und Violett. Das sind zwar eigentlich meine zwei Lieblingsfarben. Das ist die Sound. Also so ein dunkles Violett eher. Das ist ein bisschen hell. Etwas hell geraten, aber sieht halt immer anders aus. Aber schau mal, wie schnell. Oh, Alter, der fährt aber auch ganz schön schnell. Mhm, für so eine Limo, für so eine riesengroße. Boah, findest da brennt alles. Findest du nicht auch, sollte man eine Nase machen lassen? Oh, der wäre aber echt ganz schnell. Kurz vor Verkehrsunfall, mal lieber Charlie. Warte, was soll ich machen lassen? Die Nase oder was? Hallo, ist okay? Nee, die passt schon sehr. Nee. Wie die Nase ist, haben nicht so sein Johannes, ne? Ich weiß ja nicht, wie es da bei Frauen ist, aber. Wird schon einen Grund haben, ne? So, wir machen einen U-Turn. Ich fahre euch nochmal zurück ins Casino. Jetzt gehe ich noch ein bisschen spielen. Aber. Oh, gehen wir über ins Spiel darüber. Boah, den geht aber ganz schön gut, du. Sport Plus ist drauf, jawohl. Mhm. Jetzt ziehen wir ein bisschen schneller, du Kiste, du. Bist du jetzt mein Sugar Daddy? Ja, ich bin jetzt ein Sugar Daddy. 24-7 Zucker, natürlich. Und wie heißt du? Jo, Manfred. Manfred von hinten. Ah. Na, ich bin nicht der Manfred. Ich bin der Benz, Herr Benz. Kannst du mich Herr Benz nennen oder Jens Benz? Warte, also ich mach mal ein. Oh, boah, Bruder, ja, sehr unglaublich. Also, das ist aber. Ich kann dich auch Daddy nennen. Ja, okay. Oder nehme ich halt Daddy. Ist auch okay, also, ja, ja, nee. Auch wird schon passen, ne? Ich hoffe mal. Also, ja, ich brauche ein bisschen auf Casino, ein bisschen was ablesen dort. Ui. Ich hab kein Geld. Also ich guck zu. Ach so, okay. Geld nee, dann. Ja, dann ist ja alles gut, ne? So, packen wir mal da rein, ne? Ach ne, warte mal, hier ist ein bisschen. Oh. Oh, da kann man nicht mehr parken hier drin. Wo hat das hier weggemacht, du? Ach so, guck mal. Ja, ich hab vorletzte Woche immer mal geparkt und ich hab die ja zugemacht. Ach so, ne Scheiße, du. Ne, ich hab da mal geparkt hier. Früher konnte man da einfach parken, jetzt muss man hier auf dem Ding parken hier. Auf dem Zebrastreifen. Auf dem Parkplatz, auf dem Gehweg, mein Gott! Boah, sieht der Wagen hässlich aus. Och du Scheiße, wer kauft sich so einen Schlitten? Guten Tag. Oh, sind sie nicht die Dame, die ich was schenken wollte?
Hallo? Ja, das müsste die Dame sein, weil die verstehe ich kaum. Ach, die Dame verstehe ich kaum. Ach komm. Wir verkaufen die, du? Ey, du, man hört dich nicht. Ich rede auch nicht. Achso. Ich hab doch was geht. Ja, aber die Dame hört man nicht. Na gut, dann gehe ich halt weiter, weil ich es verstehe, ne? Da braucht man einen Dresscode oder sowas. Ich sag mal, kommt man da einfach so rein in die Klumme oder braucht man einen Dresscode? Wahrscheinlich. Aha. Man kann auch einfach hier so reingehen, ne? Ohne dass man hier durchgeht, Jungs. Einfach so hier einmal rein und gut ist. Habe ich einen Wheelspin frei? Hello. Oh my God. Ein Chip sind $100, dann möchte ich 100 Chips. Aber wir können eigentlich mehr Chips kaufen. 1000 Chips? Ja, 1000 Chips sind okay. Hallo? Auto. Einer 300.000. 1000 Chips kosten 100.000, Bruder. Ah, komm. Ey, nicht vordrängen, du Pissmeck. Ey, nicht vordrängen. Da drängen sich Leute vor. Kein Vergnügen hier. 138 Chips, ihr Wichser. Die beleidigen. Geh mal nach hinten. Geh mal alles verzocken, Leute. So, dann drehen wir mal am Rad hier. So. Oh scheiße, das ist falsch. Oh, warte mal, das ist der falsche Tisch. Ich wollte eigentlich hier Roulette spielen, du. Upsi. So, 100.000 auf dem Tisch. Da liegen $100.000 auf dem Tisch, ne? Sollte vielleicht auch mal Geld geben, gell? Ja. Ach, so ein Scheiß, oder? $100.000 verspielt. Ich hab gerade erst noch 1000 Coins gesetzt. Ja, natürlich. Ja, Digga, ich hab gerade mal. Ja, oder nein. Ja, dann hol ich noch ein paar. Aber Mädchen da hinten. Ja. Ja, komm mal mit, der Sugar Daddy spendiert dir jetzt mal eine Runde. Meinst du mich? Nee, nee, das Mädchen da hinten. Wollte schon sagen. Hey, Prinzessin. Man hört dich nicht. Ja, ja, komm mal mit, ich spendiere eine Runde. Ey, wenn ich fragen darf, du hast gerade 100.000 verspielt für dich für eine Runde. Ja, natürlich, ich verspiele nochmal so eine Runde. Dir geht's doch nicht mehr gut. Ja, nee, passt schon. Ich hab 50 Coins. Die gucken dann blöd im Casino, wenn man das macht. Das macht sonst niemand. Das traut sich einfach sonst niemand hier so viel zu verspielen. Ich mach einfach, hau einfach rein. So, ich möchte Chips für Bargeld kaufen, ja. 3000 Chips kaufe ich. Ja, für 300.000. Komm, kauf noch 2000. So, komm mal her, du. Ich finde das ein bisschen unnötig, weil wir uns nicht... Jo, ist doch egal, du. Hallo? Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. So, nimmst du mal das und dann zahlst du hier ein bisschen was ein. Hol dir 1000 Chips. Ja, bitte. Ich hab eine Frage an Sie. Ja, bitte. Können Sie auch eine Runde spendieren? Ich hab gar nichts. Oh, sehe ich aus wie die Wohlfahrt. Ich bin Sugar Daddy. Ey, bitte. Nee, ich bin Sugar Daddy. Ich mach das nicht für mein Mädchen. Alles kommt zurück im Leben, bitte. Nee, nee. Nur die Hälfte. Ja, Geld ist Geld, ne? Aber... Mann, ja? Aber ich hab schön Sugar Daddy hier. Wenn schon, dann, ja, dann musst... Ja, ja, das, da bist du leider im falschen Geschlecht, ne? Leidi, du. Leidi. Weil sonst könntest du ja auch mal... Überlegst dir bis nächste Runde, okay? Ja, jetzt pass mir auf, jetzt setz ich nochmal viel mehr, du. Jetzt setz ich nochmal viel mehr.
sag mal. Ja, bitte. Kann ich fragen, nach wie viel haben sie denn auf dem Konto? Also vorstellen. Oh mein Gott! Kann ich mal mit meinem Daddy reden? Danke. Bitte was? Wie ich heiße? Achso, wir stehen jetzt mal vor hier, warte mal hier. Ja. Ja, pass mal auf hier. Ich kenne das auch nicht mehr. Guten Tag, ich bin der. Hallo. Der Jens Benz. Nicht der von Benz Reis, auch nicht der von Mercedes-Benz. Ich bin einfach nur Jens Benz. So, wo geht's denn mal hin, du? Oh mein Gott, wir haben fast denselben Namen. Also, wie heißt du denn? Chen. Wo ist da? Jens und. Achso, gut, ja gut. So, jetzt mach ich hier wieder mal High Table, du. Setz dich mir mal hin, mach mal hier wieder 100.000 rein in die Kiste hier. Ja, rein in die Kiste, du. Jetzt zeig ich mal der Sugar Daddy, wie man hier richtig sitzt. Ja, alles besetzt, du. Chill, pass auf jetzt, aber jetzt mach ich ihn hier fertig, den Kopier hier. Oder kannst du bitte ein bisschen leiser reden, Alter? Nee, wir reden ja alle ganz laut. Kannst du mal ein bisschen leise reden? Würde mir auf jeden Fall gefallen, Bruder, wenn du einfach ein bisschen leiser reden könntest. Nicht so. Du kannst ja normal reden, aber vielleicht einfach deine Lautstärke ein bisschen regulieren. Ja, natürlich, warte mal. Dankeschön, Brudi. Ist jetzt besser? Nee. Jo, passt, dann lesen wir das jetzt so. Oh mein Gott, ich bin so doof. Vergessen, Chips zu kaufen. Ich bin eh leise. Nein, ich hab verloren. Der gute Herr. Hallo. Jetzt kommt wieder der Herr. Hallo. Hallo. Hat er gerade mit mir geredet? Ja. Ja, ich darf nicht reden, ich muss mich leiser reden, hat der Herr gesagt. Da schmeißt er mich noch aus dem Casino raus. Ja, ich hab keine Größe, ich hab gar nichts, ich hab nicht mehr einen Dollar. Ja, Pech gehabt, ne? Kannst du mir nicht einen Gefallen tun? Ja, was für einen Gefallen soll ich denn tun? Kannst du mir ein bisschen Geld geben, nicht viel. Bitte. Ja, du, die schmeißt nicht der raus aus dem Casino, wenn das du da Leute nach Geld schmeißt. Ja, komm, Pech gehabt, ne? Na, du, ich jetzt mal die 100.000 Dollar da setzen und dann schauen wir, wie ich rauskrieg. Ja, das auch wieder recht, aber vielleicht bist du ja mal nett zu mir, weißt du? Alles ja. Kommt zurückgeblieben. Also, ja, wie die Wohlfahrt, habe ich irgendwo ein Schild drauf, wo drauf steht Wohlfahrt oder was? Ja, okay, dann nicht. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und viel Glück. Ja, die auch, Prinzessin. War schon wieder 100.000 verloren, Scheiße. Jetzt kam einfach viermal hintereinander schwarz, muss mal rot kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Tables sind gerickt, Alter. Die sind 100 pro gerickt. Ja, gib dir das. Wenn du so viel setzt, die sind 100 pro gerickt. Ich habe jetzt so oft auf Rot gesetzt. Mein ganzes Geld ist gleich weg. Finn Schmitz, wie geht es dir? Bist der Beste, bleibst du, wie bist. Gruß geht raus an Finn Schmitz, Dankeschön. Lion TV, danke fürs Zipfern. Und Cookie97, schönen guten Abend, du kleiner Hundi. Hund geht, genau. Gruß geht zurück, Hund geht zurück. Erik, Kekse und hier eine kleine Spende von mir. Grüße, Erik, Dankeschön an Erik. 5 Euro mit Fies, Kuss geht raus. Also wenn jetzt nicht einmal rot kommt, dann ist das wirklich Scam hier drin. Dann wirst du richtig hart abgescammt. Ja, das ist Scam, Bruder. Komm, das kann mir keiner erzählen. Dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 miteinander schwarz kommt. 6 Mal kommt schwarz hintereinander. Das ist doch Scam, Alter. Also Casino wäre ich gerade komplett über den Tisch gezogen. Also wortwörtlich wäre ich über den Tisch gezogen. Wie viel habe ich da jetzt ausgegeben? 500.000 Dollar sind das jetzt, ne? Für eine halbe Mille habe ich hier gerade verzockt, Leute. Aber ist mir egal, ich habe immer Spaß dran. Wenn die Leute blöd gucken, dass man hier eine halbe Mille einfach vom Table verzockt. Ich glaube, das ist keine... Ne, das ist keine... Jetzt kommt wieder... Pass auf, es kommt wieder schwarz. Ah, jetzt kommt einmal rot, wow. Pass auf, ich setze jetzt wieder auf rot. Man kann ja nur maximal 100.000 setzen. Ich kann jetzt einfach immer rot setzen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also jetzt nehme ich mein Geld halbwegs zurück. Mach schwarz. Nee, nochmal rot. Jetzt muss nochmal rot kommen. Wobei, letztes Mal haben wir ja auch die ganze Zeit verloren bei rot, ne? Wisst ihr noch?
Rino Bascha, danke für 2 Schweizer Franken. Grüße aus dem Schweizer Land. Dankeschön zurück. Aus der Schweiz. Stimmt, insgesamt 600k. Aber schau, kommt wieder schwarz. Ja, das ist doch rigged, Alter. Das ist doch sowas von gerigged hier auf dem Table. Kann mir auch keiner erzählen, dass so oft schwarz kommt miteinander. Ist so auf schwarz. Ja, sobald ich jetzt die ganze Zeit... Wir können es ja testen. Sobald ich auf schwarz setze, kommt ganz oft rot. Wetten wir? Ich wette was. Ich kann jetzt nochmal probieren. Ich gehe nochmal rüber. Kommt sicher die ganze Zeit dann rot. Bin mir sehr sicher sogar. Ich glaube, die Table sind hier wirklich ein bisschen komisch. Ich hatte noch niemals so oft schwarz hintereinander. Das ist halt... Kann mir nicht vorstellen. Ja, guck mal, wieder schwarz. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt Folgendes. Pass auf. Du? Ja. Ganz komischerweise ist dein Geld komplett verschwunden, was du mir gegeben hast. Finde ich ganz komisch. Oh. Nein, ich hab's nicht ausgegeben. Es ist einfach... Puff. Ach so, einfach weg. Jo, danke. Einfach weg. Ja, aber es hat keiner genommen, du. Nee. Keine Ahnung, einfach... Ja, verstehe ich nicht. Sicher alles ausgegeben, du. Jetzt kommt rot. Seht ihr, jetzt bin ich am Table, es kommt rot. Merkt ihr es? Passt mal auf, ich werde jetzt... Ich werde nochmal so einen hohen Einsatz... soll ich so einen hohen Einsatz spielen? Ich weiß nicht, ob ich so einen hohen Einsatz spielen soll überhaupt. Ich würde es mal gerne testen. Also wenn ich jetzt immer auf schwarz setze, kommt sicher die ganze Zeit rot. Weil dann weiß ich, dass ich da abgezockt werde. Pass mal auf, ich mach das jetzt. So, wir werden jetzt mal... wie viel? 5000 Chips waren das, ne? Pass auf, wir kaufen die nochmal, 5000 Chips. Wir gehen nochmal zurück. Ich werde das ja doppeln. Jetzt bin ich echt, also jetzt setz mich auf denselben Tisch und jetzt soll ich dann schwarz sitzen. Wetten, wenn ich auf schwarz setze, kommt immer rot. Immer. Ich kann jetzt 5-mal setzen. Pass auf, wir checken das mal ab. Wir checken die Tables ab. So, 1000. Auf schwarz, pass auf, es kommt 100 pro, kommt jetzt 5-mal rot. Ich sag's euch, wie es ist. Schau mal, seht ihr, wie oft jetzt rot gekommen ist? Ich setze es immer auf schwarz, okay? Ich setze hier alles rein, ist mir egal, wir machen es einfach. Lieber Kaspepi, mein Herr, schöne Grüße aus Österreich, dankeschön. Ich bin auch Österreicher, dann zurück nach Österreich von Österreich. Kuss, kuss, kuss. Pass auf, jetzt kommt rot. Zack, siehst du? Ich sag doch. Und ich glaube, wenn du einen hohen Einsatz spielst in diesem Table, ist aber Skript-technisch, das ist ein Skript. Dass das Skript anscheinend merkt, aha, der hat jetzt 1000 gesetzt und dann macht er zack und weg ist dein Geld. Weil ich meine, das sind 100.000 Dollar. Das tut ja weh, wenn ich das ausbezahlt bekomme. Aber jetzt wird die ganze Zeit rot kommen, pass auf, es wird jetzt die ganze Zeit rot kommen. Und sobald ich jetzt auf rot setze, kommt schwarz. Oh, jetzt kommt mal schwarz, wow. Wow, jetzt kommt mal schwarz, oha. Dann setze ich weiter auf schwarz. Also ich kann es mir auch das irgendwie vorstellen. Wenn es zu Monte, ja, ist. Werde zu dem Zott Monte. Also spielt man echt nicht eigentlich, macht keinen Spaß so. Ja, also ich habe schon mal einen Fun dran, ich so zocke. Einfach höchster Einsatz reinballern und schauen, was rauskommt. Und jetzt kommt sie wieder rot, ne? Ja, rot. Pass mal auf, ich mach mal hier, hier setze ich mal. Just for fun, dann kriege ich nämlich das Dreifache. Schauen wir mal, ob wir Just for fun da jetzt mal das Dreifache bekommen. Mein cool wär's, dann habe ich mein Geld, von der Charge wieder zurück. Es kommt, ich schätze, es kommt die 23. Ich glaube, die 23 kommt. Nein, die 22 kommt. Schade. Um eine Zahl verrechnet. Ich habe nämlich gerade in meinem Kopf ausgerechnet, wo es landen wird. Mhm. Ganze Geld gleich weg, Bruder. Einfach ganze Geld gleich. Einfach weg. Ganze Geld gleich alles verspielt im Casino. Mhm. Ich setze das nicht nur auf Farm. Ja, mach ich jetzt auch gerade nicht. Ich setze gerade... Ach, meinst du gleich doppelt setzen, ne? Stimmt eigentlich. Kann ich eigentlich doppelt setzen? Muss ich mal probieren.
18. Wow. Habe ich bekommen? Doch, ich habe was bekommen. War auf 18, ne? Nee, war nicht auf 18. Scheiße. Ah, doch, war dabei. Ich habe hier unten gesetzt. Hoppala. Pass mal auf, ich mache mal 500. Auf schwarz. Und dann machen wir eben. Ah, ich kann nur einmal setzen. Okay. Muss ich nicht. Also ich kann anscheinend nur auf eine setzen. Ich kann nicht doppelt setzen. Also er lässt mich gerade nicht. Frag mich nicht warum. Da bin ich auf schwarz gesetzt. Ey, man sieht oben schon, was kommt, ne? Bevor die Kugel überhaupt droppt. Mhm. Mal aufgefallen. So, dann gehen wir mal auf eben. Und nee, ich kann da nicht mehr setzen. Das ist übelst blöd. Also man kann nicht auf doppelte Sachen setzen. Das ist, das macht mich gerade mit, dass das nicht geht. Weil eigentlich kannst du auf mehrere Sachen setzen. Einfach so, aber hier geht's nicht. Na egal. Jetzt haben wir eben. Gerade Zahl. Eine Null. Dankeschön für die Null. So. Gehe ich mal mit dem Geld. Also hier ist Abzocke, der Tisch. Ich glaube, ich. Warte, was können wir denn machen? Ach ja. Leck-check. Hallo. Bitte, bitte. Eine Runde. Ich mach bloß für Sie. Wahnsinn, ich bin der Beste. Oh, natürlich. Das sagen sie alle, sind sie best, oder? Was spielen sie alles? Ich hab doch 100, 500 gemacht. Ja, ja. Soll ich dir zeigen? Irgendwie. Na gut, dann doch nicht. Tausend das Spin! Ich mach einfach 1000 das Spin! Okay, hier ist aber das Geld ganz schnell weg. Ich hab grad 300.000 Dollar im Automaten verzockt. Mach das nach, Leute. Mach das nach. Hauptsache jetzt habe ich einen Gewinn. Weißt du, das ist so fies. Hauptsache jetzt mache ich einen Gewinn, gell? Ja, natürlich. Komm. Kannst doch keinem erzählen, dass ich jetzt. Weißt du, sobald ich niedrig gehe, gewinne ich. Ah, jetzt habe ich verloren. Gut. Gut, jetzt habe ich alles verspielt. Jo, jetzt habe ich alles verzockt, dude. Jo, ich geh da mal zum Auto alles raus. Also ich hab hier über 1 Million gerade gelassen. Ja doch, 1 Million habe ich hier gerade reingeballert, wollte ich mal überlegen. Einmal 500. Dann frag mich halt, wo mein Geld hin ist. Och scheiße. Jo, weg anscheinend. Abgezockt. Ist aber eh egal, weil du wärst ja sowieso mit Minus rausgegangen, ist doch scheißegal. Ich wollte nur ein bisschen spielen. Jo, kannst gerade nicht mit jemand anderen spielen, du. Mit dem Peter. Habe ich dir schon Peter vorgestellt? Nee. Oh, sag ich dir, wo ist der Peter? Der steht dir vor. So, sag mal, bin ich wirklich so laut, weil der eine Mann gemeint hat, ich bin da so laut auf dem Tisch? Nee. Ja, verstehe ich auch nicht. War ein richtiges Ungustel. Ja gut, dann fahren wir mal. Doch, leben wir mal los und fahren, ne? Ey, aufpassen, der Herr. Muss mal ein bisschen aufpassen, hier ist ein bisschen... Bisschen gefährlich ist hier. Entschuldigung, ich hab's eigentlich. Ja, nicht, dass sie hinfallen noch. So, gehen wir mal. Ja, hier unten. Nehmen wir die Abkürzung, guck. Oh, da komme ich nicht drüber. Ach, so ein Scheiß, du. Wenn wir einmal eine Abkürzung nehmen, dann geht's durchs Gebüsch. Oh, was denn hier? Oh, ey. Oh, war ich denn da gerade? Oh, das ist ein Zaubertrick? Oh. Das war ein Zaubertrick, ja, natürlich. Das war gerade ein Zaubertrick. Ui. So. Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Soll ich dir mal zeigen? Oh, scheiße. Du hast ein Haus? Ja, nee, ich habe ein schönes Haus. Oh, guck mal. Boah, dieses Auto, ich schwöre, ich verkaufe die Kiste gleich wieder. Was schreit denn die so? Steig doch ein. Ja, jetzt geht ja. Jetzt geht der Hobel auch. Die prügeln sich doch gerade, hast gesehen. Ich zeige jetzt mal, wo ich wohne. Aber nicht erschrecken.
Oh ne, warte, das ist falsch. Da hinten wohne ich. Oh, hier einmal wohl hier rein. Oh, ich zeig dir, wo ich wohne, natürlich. Nee, war das auch falsch? Warte mal, wo ist denn das hier? Ja, hier muss ich auch schießen. Ja, ist schon egal. Das ist egal bei der Kiste. Komplett egal. Kommen Sie mit. So, hier sehen wir. Also, hier ist die Schlafecke. Hier schlafe ich immer. Ja. Aber ich dachte. Ja, nee, hier ist schon mal Schlafecke hier. Hier wohne ich. Also, wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch wieder nach Hause fahren, aber es ist nicht so einfach hier zu überleben, ne? Nee, aber ich dachte, du hast Geld. Ja, habe ich auch. Ja, ich wurde rausgeschmissen, weil ich die Miete nicht bezahlt habe. Man muss ja auch sparen diesmal, was ich was leisten kann. Ach so. Ja, natürlich. Jo, ich leg mich hier mal hin. Hast du überhaupt ein Handy? Ob ich ein Handy hab? Natürlich habe ich ein Handy. Und du? Entschuldigung, ich hab grad Musik, ich höre gerade nichts, hab Kopfhörer auf. Ich wollte nur fragen, ob du meine Nummer willst. Ja, natürlich. Ja, mach mal, komm mal her, du. Oh Mann, die Nummer hier. Oh, das ist deine Nummer, ja, oder? Ich speichere gleich mal ein, du. Noch mal, gucken wir hier. 69969. Okay. Ja, natürlich. Mach ich den. Ich leg mich hier erstmal schlafen, du. Leg mich mal schön schlafen, du. Das wird so schön. Die ganze Ding ist hier vorne. Ja, moin! Hast du noch alle Tassen im Schrank oder was? Warum machst du mein Haus kaputt? Ach komm, siehst du, das ist Land gewesen. Hast du mein Haus kaputt gemacht, die Spinner! Was? Sie hätten fast. Ja, das ist mein Haus! Hier unten ist mein Haus. Ich mache dir mein Haus noch kaputt. Da ist dein Haus, ja. Ja, natürlich. Unglaublich. Oh, ich lehne mich hier erstmal schön hin. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, ja. Kannst dich auch nehmen, ich lege mal, du willst. Es braucht ein bisschen bei mir. Ja, natürlich. Ist doch nicht schön hier. Den schönen Sternenhimmel. Oh, das ist wirklich wunderschön hier. Obala. Gehen Sie weg, Sie Perversling. Gucken Sie nicht zu hier. Das ist mein Privatgrundstück. Ja, glaubt er, wer auch, der kann machen, was er möchte, ne? Was für ein Privatgrundstück? Ja, hier unten ist Privatgrundstück. Ja, spann doch nicht so rein, mein Haus. Guck dir das Fenster. Öffentlich. Ja, aber guck doch nicht hier, da hinten in der Ecke doch nicht. Ich guck doch nicht, ich hab mein Auto. Pass auf, nicht zu nah da rangehen, da hab ich hingepisst da an dem Kanister. Oh. So, jetzt aber. Gute Nacht. Jens, danke für 1 Euro. Wollte Hanna herzlichen Glückwunsch wünschen. Herzlichen Glückwunsch an Hanna und die Gebärter aus Ulm ist auch wieder dabei. Dankeschön, Grüße aus Ulm. So, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe meine Waffe zwar nicht mal wiederbekommen, der hat gesagt, wir rufen uns zusammen, aber ich habe das vergessen. Auf jeden Fall, Leute, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, wir machen wieder Kacke bis zum geht nicht mehr. Einfach mal zu viel Geld ausgegeben im Casino, eine Mille, über eine Mille waren das. Und wir defonsen mein Wohnzimmer. Ich hab grad neu eingerichtet, ne? Wenn das hier Haus ist, warum kann ich reinfahren? Nee, nicht in mein Wohnzimmer. Nicht in die Kakerlake hier. Kann ich doch reinfahren? Oder? Nee, ist mein Wohnzimmer. Das gehen Sie raus so. Raus aber schnell. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Kurz vor 5000 Likes, oha. Es fehlen nur 4 Likes für 5000. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich übermorgen.
genau, morgen gibt's keinen Stream, übermorgen gibt's dann wieder einen Stream und ja, dann sehen wir uns. Perfekt, Leute. Da wurde gerade ein Admin-Knast gebracht, wie süß. Also, tschüss, Gowski, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, haut rein.